Sehr geehrte Damen und Herren, Oberösterreich kann als Land, als Landschaft und als Region im Herzen Europas auf eine vielgestaltige und über Jahrhunderte geprägte Vergangenheit und Geschichte bauen. Die Wurzeln dessen, was heute unser Land Oberösterreich ausmacht, reichen bis in die Anfänge der Siedlungsgeschichte zurück. Wir wissen das, weil es durch Forschungen sehr gut dokumentiert und belegt ist. Die UNESCO, also jene Organisation der Vereinten Nationen, die sich unter anderem um den Erhalt des Kulturerbes der Welt bemüht, hat auch in unserem Bundesland Orte und Plätze ausgewählt, deren Entwicklungsspuren von weltweiter Bedeutung sind und die daher nachhaltig gesichert werden sollen und müssen. Einerseits handelt es sich um die Region Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut, andererseits um die Pfahlbauten, die am Attersee und am Mondsee dokumentiert sind. Sowohl Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut als auch die Pfahlbauten wurden mit dem Rang Welterbe ausgezeichnet und reihen sich ein in jene Liste der insgesamt 10 Stätten des Welterbes, die sich zurzeit in Österreich befinden. Es ist kein Geheimnis, dass wir hoffen und auch guter Dinge sind, dass es in absehbarer Zeit noch mehr werden. Heuer stehen aber am Welterbetag die 10 bestehenden Stätten des Welterbes im Mittelpunkt. Ich lade Sie alle herzlich ein, vom breiten, abwechslungsreichen digitalen Angebot des Welterbetags Gebrauch zu machen. Sie können zum Beispiel Interessantes über die Welt der Pfahlbauforschung oder die Geschichte der Salzproduktion erfahren. Um nur 2 Beispiele aus vielen zu erwähnen, die im Rahmen dieses Tages die Dimension des Welterbes beleuchten. Haben Sie viel Freude mit diesem Angebot. Herzlich willkommen zum ersten Welterbetag der UNESCO. Die UNESCO hat ja schon seit vielen Jahren Welterbestätten eingeführt als letztlich ein Friedensprojekt, noch geprägt von den Erfahrungen des Krieges. Und auch heute sind wir dem Frieden als eines von den 17 Zielen der Nachhaltigkeit der globalen verpflichtet. Das Welterbe Hallstatt im Salzkammergut ist eine ganz besondere Welterbestätte, eine von 10 in Österreich. Sie ist deswegen besonders, weil wir hier quasi 7000 Jahre ununterbrochene, kann schon fast sagen, industrielle Produktion von Salz finden. Schon in der Bronzezeit wurde hier Salz abgebaut und ich muss sagen, ich bin immer sehr beeindruckt von den Forschungen meiner Kolleginnen und Kollegen und ich hatte auch schon die Chance und Sie hoffentlich auch bald wieder in echt in das Bergwerk zu steigen und sich zu überlegen, wie man eigentlich dieses Salz aus dem Berg hinausbringt, wie man es nach draußen trägt und das ist tatsächlich auch mit schwerer Arbeit verbunden. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können auch anhand der Abnutzungserscheinung an den Knochen nachvollziehen, welche Arbeiten die Menschen gemacht haben oder dass sie zum Teil auch zu wenig Sonnenlicht abbekommen haben. Was ich auch unglaublich spannend finde, ist, wie unglaublich gut die Menschen auch unten im Bergwerk gekleidet waren. Die Kollegen beschäftigen sich sehr mit der Kleidung der Menschen und können das auch nachvollziehen, was sie angemacht haben und auch aus welchen Materialien die Kleidung hergestellt wurde. Überhaupt sind diese Materialflüsse ein ganz wichtiges Forschungsthema der Welt. Mensch-Umwelt-Beziehung, weil dieses Material ja auch an diesen Ort kommen muss, wo diese Menschen gelebt haben, die im Salzbergwerk tätig waren und auch die Arbeiterinnen und Arbeiter dort versorgt haben. Man braucht Energie, man braucht Lebensmittel und wir wissen aus Studien, dass es sehr nachhaltig gewesen ist, also dass die Idee der Nachhaltigkeit schon noch vor den Förstern in Tarant seinen Weg gefunden hat, also dass die Wälder der Umgebung bewahrt wurden, also dass man sich bemüht hat, das Holz aus anderen Regionen heranzubringen. Und diese Verbindung der Forschung, was man oberirdisch findet, was man an ökologischen Merkmalen hat, was man unten im Bergwerk findet, mit der archäologischen Forschung zusammenzubringen, das machen die Kolleginnen und Kollegen am Naturhistorischen Museum seit einigen Jahren und auch in enger Kooperation mit den Salinen Hallstatt. Und was jetzt noch ein neues Projekt ist, was jetzt am Montag starten wird, ist, dass man in dem See, in dem Hallstätter See, Sedimente ausheben wird, die sich über 7.000 bis 8.000 Jahre erstrecken. Und anhand dieser Sedimente kann man noch mehr Schlussfolgerungen daraus ziehen, was
zu welchen Zeiten wuchs, wie man sich vielleicht ernährt hat, welche Rolle Feuer gespielt hat. Wenn man an diesen unterschiedlichen Schichten, die ja auch unterschiedliche Zeiträume widerspiegeln, dann bestimmte Pollen findet, vielleicht noch Samen findet, Mineralien findet, die dann in Kooperation auch mit der Universität Innsbruck, der Universität Bern und auch dem Geoforschungszentrum in Potsdam weiter analysiert werden. Sie merken, das wird ein unglaublich spannender Tag heute. Ich wünsche Ihnen damit sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir uns auch bald wieder live und in Farbe sehen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich an diesem Weltkulturerbetag aus dem Hallstattsaal im Naturhistorischen Museum. Hallstatt und das Naturhistorische Museum haben eine lange gemeinsame Geschichte, die bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat. Und es waren auch die Wissenschaftler des Hauses, vor allem aus der Abteilung für Karst- und Höhlenkunde und der prähistorischen Abteilung, die mit ihren Expertisen unterstützt haben, dass die UNESCO im Jahr 1997 die Region Hallstatt-Dachstein zu einer Welterbe-Region bestimmt hat. Vor 175 Jahren hat der Bergmeister Johann Georg Ramsauer im Hochtal über Hallstatt ein prähistorisches Gräberfeld gefunden. Und die Funde aus diesem Gräberfeld haben in der Folge einer ganzen europäischen Kulturepoche den Namen gegeben. Und so entstand der Begriff der Hallstattkultur. Es kam dann in der Folgezeit im 19. Jahrhundert zu Ausgrabungen, die von Wissenschaftlern unseres Hauses durchgeführt wurden und die Funde kamen nach Wien, zunächst ins Antikenkabinett und später in die prähistorische Abteilung des Naturhistorischen Museums. Und diese Ausgrabungen bilden die Basis für die große Hallstattsammlung, die wir heute in unserem Haus hier beherbergen dürfen. Es war das Salz, das die Menschen damals in die Region brachte. Wir kennen weltweit 4 prähistorische Salzbergwerke, aber das Hallstätter Bergwerk mit seinen außerordentlichen und einmaligen Funden ist vielleicht das am meisten und am besten erforschte in dieser Gruppe. Aber dieses Bergwerk, vor allem das prähistorische Bergwerk, ist teilweise sehr gefährdet. Und so begann vor ein paar Jahren ein Programm zur Sanierung von wichtigen prähistorischen Fundstellen, gemeinsam mit Unterstützung des Bundes, des Landes Oberösterreich und des privaten Eigentümers. Und so, es werden verschiedene Fundstellen in nächster Zeit saniert, damit auch noch zukünftige Generationen von Besuchern und von Forschern diese Welterbestätte besuchen können. Okay, noch 5, 4, 3, 2, 1 und. Also für alle, die sich erst jetzt eingeschaltet haben, nochmal ein herzliches Glück auf hier aus dem UNESCO-Welterbeort Hallstatt zum UNESCO-Welterbetag. Ich darf ganz herzlich begrüßen meinem, ich darf schon fast sagen, Kollegen, mit dem ich gemeinsam moderieren darf. Das ist der Hans Reschreiter vom Naturhistorischen Museum in Wien. Lieber Hans, herzliches Glück auf. Und du bist ja nicht nur der Grabungsleiter unter Tage, sondern du hast viele, viele Projekte laufen. Vermittlung ist ja ein besonderes Anliegen. Absolut, ja. Und daher kommt auch, also heute werden wir nicht nur gemeinsam moderieren, sondern auch den einen oder anderen Vortrag von dir hören. Absolut, ja. Ja, die Vermittlung machen wir gemeinsam und das ist einfach das unheimlich Spannende an Hallstatt, dass es möglich ist, hochwertige Forschung in dem Maß und in der Qualität an die Leute zu bringen. Sehr gut. Und ich würde gleich sagen, wir gehen in medias res. Um was geht es heute? Du wirst uns einen kurzen Abriss geben von der Steinzeit bis heute. Ich darf dich erinnern, du hast 15 Minuten Zeit. Das ist immer schwierig, dass wir den Zeitrahmen halten. Aber ja, du wirst dich darum bemühen. Ich werde mich darum bemühen und werde immer ein bisschen auf die Uhr schauen. Passt gut. Bitte. Ja, wir fangen an. Ja, um was geht es? Also es geht um Welterbe natürlich. Wenn man da beim Fenster ausschaut, da ist das Welterbe. Aber Welterbe ist das Ganze wegen am Salz. Und ja, Salz. Es geht um Steinsalz in Hallstatt.
Das sind die roten Klumpen, die wir kennen. Das Salz kann in Hallstatt ganz unterschiedliche Formen annehmen. Wir haben wunderschön rosarotes, oranges Salz, richtig durchscheinend. Es gibt unansehnliches, naja, Grausalz. In alle Farben bis zu grün kommt das Salz vor. Salz kann auch ganz anders ausschauen. Im Iran zum Beispiel, ein weiterer Bergbau, der heute noch vorkommen wird, schaut Salz so aus, ist an der Oberfläche verwittert und kriegt ganz, ganz spezielle Formen und Farben. Aber Salz kann noch viel mehr. Das zum Beispiel, das ist auch Salz. Was kann das sein? Das kommt aus Äthiopien, das wird heute als Zahlungsmittel verwendet. Das heißt, Salz kann genauso Geld sein, wie es Wertmineral sein kann. Heute schmeißt man es nur auf die Straßen. Aber Salz kann auch noch Geld sein und sehr, sehr viel wert sein. In Äthiopien kann man heute noch Salzgeld 1:1 gegen Papiergeld tauschen. Also Salz ist extrem vielfältig und diese vielfältige Salzgeschichte der letzten Jahrtausende, die wollen wir erforschen und eben gemeinsam vermitteln. Naja, dann schauen wir uns einmal die letzten 7000 Jahre an und fangen wir mal in der Steinzeit an. Ja, also es geht um Hallstatt, es geht um 7000 Jahre Salz und es geht um dieses Tal. Das Tal ist da gleich hinter uns oben, das ist das Hallstätter Salzbergtal und das ist eben ein ganz besonderes Tal. Wie schon gesagt, es geht um Salz, es geht um Steinsalz und seit der Steinzeit wird da oben Salz produziert. Da waren wir jetzt schnell. Links im Bildrand der Hallstätter, der Markt heute und links der Oberhalb des Salzbergtal, da im Zentrum des Bildes, das ist das Hallstätter Salzbergtal. Und wir können nachweisen, dass sie um dieses Tal die älteste Industrie- und Kulturlandschaft der Welt herausgebildet hat, in der immer noch produziert wird. Es geht los in der Steinzeit vor 7000 Jahren, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Ja, und von der Steinzeit, den ältesten Pickel, den wir momentan kennen, der Tracita, das ist ein Hirschgeweihpickel, um 5000 vor Christus. Ja, und von der Zeit, von der Steinzeit bis heute haben wir Salzproduktion und so wie es ausschaut, mit gar keinen oder wenn, dann überhaupt nur ganz wenigen Unterbrechungen. Ja, schauen wir uns nochmal die 7000 Jahre an. Also, es geht los in der Steinzeit mit Pickeln, mit Steinbeilen. Gleich da hinten, wo wir jetzt stehen, über die Straßen drüber ist eine Garage gebaut worden, da ist wieder so ein Steinbeil rausgekommen. Das heißt, auch gleich da, wo wir jetzt unterwegs sind, ist alles voll schon mit Funden aus der Steinzeit und auch aus den nächsten Epochen, die nächsten Jahrtausende. Den ersten industriellen Bergbau können wir momentan um 1500, 1300 vor Christus in der Bronzezeit nachweisen. Und jetzt schauen wir uns die Bergbau ein bisschen genauer an. Dazu gehen wir ins Zentrum von dem Tal. Und der rote Fleck und die grünen Flecken, das sind die Bereiche, wo wir prähistorischen Bergbau kennen. Wenn wir da einen Schnitt durch den Berg legen, sehen wir da fast 100 Punkte, die sich da im Untergrund tummeln. Das sind prähistorische Fundstellen, die wir da im Untergrund haben. Wir haben in grün den Bergbau der Bronzezeit, das sind Schachtbauten, die über 100 Meter in die Tiefe gehen. Und in rot die horizontalen Abbaustrecken der Hallstattzeit, also um 700, 600, 500 vor Christus. Was beide Bergbaue gemeinsam haben, sowohl Bronzezeit als auch Eisenzeit, die Bergleute lassen alles, was sie bei der Produktion nicht mehr brauchen, einfach am Boden liegen. Diese dunkelbraune Schicht in der Abbaukammer, das ist der Mist, aber der Bergmann oder die Bergfrau sagen nicht Mist, das ist die Halde. Das ist der Betriebsabfall und der interessiert uns. Den werden wir uns gleich genauer anschauen. Ja, also das ist das Hallstätter Salzbergtal, 7000 Jahre Salz. Aber von diesen 7000 Jahren sieht man nichts, wenn man durch das Tal geht, weil fast alle Fundstellen im Untergrund sind. Also wir haben ein Weltkulturerbe, das unsichtbar ist. Und deshalb ist es so bedeutend und so wichtig, dass wir dieses fast unsichtbare Welterbe vermitteln und transportieren. Und da sehen wir natürlich auch den Welterbetag, wie wir es heute machen, als tolle Möglichkeit, das Hallstätter Welterbe weiter bekannt zu machen und zu sorgen, was da im Untergrund versteckt ist. Wir als Archäologen, Archäologinnen graben dieses unterirdische Welterbe aus. Wir erforschen das mit Forschungstunneln, mit Prospektionsbohrungen, dokumentieren das, fotografieren das, vermessen das. Und das ist jetzt der Schnitt durch den Berg. Die bunten Flecken, das sind die archäologischen Bereiche, das hellgraue und weiße, das sind die modernen Stollen der Saline. Das heißt, alle prähistorischen Bereiche, die wir kennen, sind zufällig im Rahmen der modernen Bergbauaktivität entdeckt worden und aufgeschlossen worden. Jetzt machen wir einen Flug in das Bergwerk rein. Wir fliegen jetzt ins Salzbergtal und werden jetzt gleich durch den Kaiserin Christina Stollen reinfliegen. Christina war die Mutter von Maria Theresia
und schon sind wir im Stollen drinnen. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir sehen, diesen Bergbau zu vermitteln, um dem zu zeigen, was ist da im Untergrund und was ist für normale Besucher, Besucherinnen unsichtbar. Wir fliegen jetzt immer tiefer ins Bergwerk rein und jetzt werden wir gleich den Bereich durchfliegen, der eines unserer momentanen Forschungsschwerpunkte darstellt. Das ist ein Bergbau aus der Bronzezeit um 1200 bis 1060 vor Christus. Wir fliegen durch unsere Forschungsstollen. Wir graben da seit etlichen Jahren und haben ein richtiges Netzwerk an Stollen aufgebaut. Und durch die Stollen, und da sieht man gerade die Bohrungen, die wir machen, können wir diesen Bergbau sehr detailliert rekonstruieren. Jetzt fliegen wir weiter vom bronzezeitlichen Bergbau, also 1100 vor Christus, in die Eisenzeit. Jetzt fliegen wir in den Zeitraum 700 vor Christus. Auch da haben wir viele Aufschlüsse im Berg, die uns eine gute Vorstellung geben, wie dieser Bergbau ausgeschaut hat, welche Größe er gehabt hat und wie da drinnen gearbeitet worden ist. Jetzt fliegen wir ins sogenannte Stügerwerk, ein moderner Bergbau, wo eben zufällig prähistorische Spuren aufgeschlossen worden sind. Wir sehen jetzt gleich herzförmige Strukturen an der First, also an der Decke. Die markieren für uns die Abbautechnik der älteren Eisenzeit, also herzförmige Salzplatten zu produzieren. Und alle diese Fundstellen gemeinsam können wir zu dieser blauen Wurst, die gleich auftaucht, rekonstruieren. Diese blaue Abbaukammer, die ist über 300 Meter lang, bis zu 20 Meter hoch und 10 bis 30 Meter breit. Das ist die größte unterirdische Abbaukammer, die wir weltweit aus prähistorischer Zeit kennen. Also in diesem Berg sind wirklich Superlative versteckt und die wollen wir eben zeigen und vermitteln. Dann dieser Bergbau geht unter, der nächste Bergbau wird gemacht und so weiter. Und das Ganze geht eben weiter bis heute. Wenn wir uns jetzt das nochmal im Detail anschauen, sehen wir, dass die obersten 100 bis 200 Meter unter der Oberfläche, die sind bereits in prähistorischer Zeit systematisch von den Bergleuten der Bronzezeit, der Hallstattzeit und vielleicht auch schon der Steinzeit durchörtert worden und großflächig Salz abgebaut worden. Wie diese Modelle entstehen, wie das wirklich funktioniert, dass wir zu diesen Rekonstruktionen kommen, das zeigt dann später Daniel Brandner, der für die meisten dieser Modelle verantwortlich zeigt. Das heißt, wir werden auch zeigen, wie wir zu diesen 3D-Stollendarstellungen kommen und wie es möglich ist, dass wir auch von Wien aus oder wo auch immer Forschung virtuell betreiben und in diese Bergwerke reingehen und sie uns anschauen. Ja, die Größe der Bergbaue. Dieser grüne Fleck da in der Mitte, das ist eine Abbaukammer aus der Bronzezeit, über 60 Meter lang, 25 bis 30 Meter breit und seit letztem Jahr können wir nachweisen, über 15 Meter hoch. Also riesige Kammern haben wir hier produziert und diese Kammern, die wollen wir verstehen und ich habe es genau am Anfang schon gesagt, es geht um den Betriebsabfall in diesen Kammern. Und dieser Betriebsabfall, der ist durch die konservierende Wirkung des Salzes bis heute perfekt konserviert. Alles, was Bergleute weggeworfen haben, liegt heute noch im Berg. Und Bürgermeister Scholz hat schon gesagt in seiner Grußbotschaft, die lange Geschichte ist einer der Gründe für die Ernennung zum Welterbe und der zweite Grund war die außergewöhnliche Archäologie. Das heißt, die Archäologie hier im Berg ist ein Hauptgrund, dass wir Welterbe sind und eben heute hier stehen und Welterbetag feiern. So spezielle Erhaltungsbedingungen gibt es weltweit aktuell nur viermal. Der rote Punkt ist Hallstatt, dann gibt es das noch einmal in Österreich in Hallein, dann im Iran, Sherabad und seit kurzem ist auch ein vierter Bergbau, prähistorischer Bergbau auf Salz im Aserbaidschan in Tushtag nachgewiesen. Also nur vier vergleichbare Stellen gibt es weltweit. Der größte und älteste dieser Bergbau ist aktuell Hallstatt. Dann Sherabad im Iran, dieser Platz ist speziell, da konnten in den letzten Jahren etliche komplett konservierte Bergmannsmumien entdeckt werden, also Männer im Salz. Gerade jetzt läuft in Bochum eine Sonderausstellung zu diesen ganz, ganz, ganz speziellen Funden und wie sie erforscht werden. Dieser Betriebsabfall, in dem ist alles konserviert, was Bergleute vor Jahrtausenden liegen gelassen hat, durch das Salz eben. Wir finden Millionen abgebrannte Leuchtspäne. Wir finden tausende Geräte und Werkzeuge aus Holz. Wir haben inzwischen über 1000 abgebrochene Pickelstiele. Wir finden die Schaufeln, die Werkzeuge, das Essgeschirr aus Holz, aus der Bronzezeit, aus der Eisenzeit. Wir haben die Spanschachteln, die werden heute noch ein Thema sein. Wir finden auch Leder- und Fellgegenstände.
Wir haben den ältesten Rucksack, den wir in Europa kennen, auch auf den werden wir noch genauer eingehen. Feinste Sattelarbeiten, 600 vor Christus, Tragsäcke aus der Bronzezeit, 1300 vor Christus, komplette Schuhe aus der Hallstattzeit, 600, 700 vor Christus, Kappen aus der Bronzezeit, 1300 vor Christus. Ja, und wir haben Textilien, hunderte Stück, auch die sind speziell. Die haben noch genau die Farbe, wie sie vor, ja, in dem Fall 2700 Jahren gefärbt wurden. Also wir können nachweisen, dass die Hallstätter wirklich sehr farbenprächtig unterwegs waren und mit diesen ganz, ganz bunten, aufwendigen und fast barock anmutenden Stoffen in Hallstatt gelebt haben. Neben diesen Funden haben wir noch Seile, auch auf die möchte ich im Weiteren genauer eingehen. Und es ist was ganz Spezielles, in der Qualität gibt es das sonst nirgends, das sind menschliche Exkremente, also ja, die Kacke. Auch die beschäftigt uns von der Wissenschaft momentan sehr und auch auf die möchte ich dann noch weiter eingehen. Ja, und weil wir so viel finden, weil wir so eine lange Forschungstradition haben, glauben wir, dass wir die Lebens- und Arbeitswelt der prähistorischen Bergleute der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende wirklich gut rekonstruieren können. So könnte eine Abbaukammer um 1100 vor Christus ausgesehen haben. In diesen Abbaukammern haben wir den Arbeitsablauf sehr gut rekonstruiert, aber wir können auch noch mehr sagen über die Organisation und die Struktur dieser Bergleute. Was speziell ist an Hallstatt in der Bronzezeit, alle Geräte, alle Werkzeuge, die die Hallstätter nutzen, kennen wir nur aus Hallstatt, aus keinem anderen Platz in Europa. Also es wirkt für uns so, als wäre das ein absoluter Spezialisten, Spezialistinnenbergbau. Die erfinden, die konstruieren für jede Anforderung ein Spezialwerkzeug, das sie maßgeschneidert produzieren oder produzieren lassen und dann zum Einsatz bringen. Sowohl die Pickel als auch das Fördergerät zum Sammeln des Salzes, als auch die Tragsäcke, die Stiegen zum Transport des Salzes, die Seile, die Handschuhe zu den Seilen und sogar die Wollsäcke zum Transport des Salzes. Nichts von dem, was wir in Hallstatt finden, gibt es an anderen Stellen in Europa. Also es ist wirklich ein hochspezialisierter Betrieb, den wir hier vor über 3000 Jahren fassen. Dieser Betrieb bekommt um 1060 vor Christus ein großes Problem. Dieser Betrieb wird verschüttet und dadurch unterbrochen. Wir haben einen großen Erdrutsch in Hallstatt, aber diese Unterbrechung, die dauert in Hallstatt nur kurz. Das heißt, der bronzezeitliche Bergbau wird durch eine riesige Katastrophe, ähnlich am Schliefgraben, am Traunsee draußen unterbrochen, aber der Bergbau geht weiter. Die nächste Bergbauphase, das ist der Bergbau der Hallstattzeit, auch den kennen wir sehr gut. Da haben wir nicht nur die Funde aus dem Bergwerk, sondern da haben wir zusätzlich auch die Gräber der Bergleute. Wir haben sowohl Körpergräber, also Skelette, die wir finden aber auch den Leichenbrand, also die verbrannten Knochen, wenn die toten Bergleute am Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Ja, das ist der Bereich des Friedhofs, hier am Ausgang des Salzbergtales. Und wir haben da eine sehr, sehr lange Forschungstradition. Die Ausgrabungen starten bereits 1846 durch Johann Georg Ramsauer, den Bergmeister der Saline. Und seine Dokumentation, seine Aufzeichnungen sind maßgeblich und auch heute noch bedeutsam. Und die Ausgrabungen von Ramsauer und die aktuellen Ausgrabungen von Dr. Kern und seinem Team, die zeigen uns ganz klar, dass dieses enge Tal da oben, dieses Salzbergtal, hier lebte vor 2700 Jahren einer der reichsten Gemeinschaften, die wir in ganz Europa kennen. Es gibt keine andere Gemeinschaft, die es schaffte, sich in so großem Stil Bernstein, Elfenbein, Wein aus Italien, Schmuck und anderen Luxus bringen zu lassen. Das heißt, Hallstatt hat mit dem Salz die Möglichkeit, wirklich hier ein internationales Netzwerk zu betreiben und den Luxus der Welt in dieses enge Salzbergtal zu kriegen. Also ja, übertrieben gesagt, wir sitzen da oben bei 2 Meter Schnee und trinken Wein aus Slowenien oder Italien. Und ja, dieses spezielle Tal, das wollen wir verstehen. Nochmal zurück zur Anthropologie, zu den Knochen. Das ist die Hand von Doris Pani-Kutscherer. Sie ist Anthropologin bei unserem Naturhistorischen Museum und sie hat sich systematisch die Skelette der Bergleute angesehen. Und die Abnutzungsspuren, die Krankheiten, und die geben ein ganz, ganz spannendes Bild. Die anthropologischen Analysen gemeinsam mit den Funden aus dem Bergwerk, die zeigen uns, dass alle, wirklich alle, die in Hallstatt gelebt haben, in den Betrieb integriert waren. Wir haben Kappen, die wirklich nur Babys passen. Das heißt, wir können nachweisen, dass schon Säuglinge im Bergwerk waren. Das ist auch der Grund, warum wir Säuglinge auf diesem Lebensbild darstellen.
Und wir glauben, dass Kinder mit 2,5, 3 Jahren bereits intensiv in die Arbeitswelt integriert sind. So, wir haben Millionen an Leuchtspänen aus Tannenholz und, was bei uns in Hallstatt fehlt, an anderen Forschungsstellen gibt es Leuchtspannhalter, wo man die Leuchtspäne einklemmen könnte. Die haben wir nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass die Leuchtspäne von Kindern gehalten wurden, die das ständig manipulieren und drehen, dass die weiterbrennen. Also der Eintritt ins Arbeitsleben erfolgte sehr, sehr früh. Und dann geht es ziemlich intensiv weiter. Das ist der obere Halswirbel eines Kindes. Und alle Kinderskelette, die wir finden, zeigen Schäden an den oberen Halswirbeln. Diese Schäden können wir eigentlich nur rekonstruieren, indem wir davon ausgehen, dass Kinder ab dem 5., 6. Lebensjahr sehr intensiv zu schwere Lasten auf dem Kopf tragen und sich dadurch eben diese Schäden an der Halswirbelsäule zuziehen. Also Hallstatt ist extrem reich zu der Zeit, aber trotz des Reichtums ist es eine Gemeinschaft, wo alle von Kindheit an sehr, sehr intensiv in den Betrieb involviert sind. Ja, das sind Bilder, die wir aus den Medien kennen. Kinderarbeit, schwerste Kinderarbeit ist natürlich nicht auf Hallstatt vor 2700 Jahren beschränkt. Auch heute ist das noch weit verbreitet. Das ist auch eines der Ziele der UNO, da einzuschreiten und das zu reduzieren. Ja, wir kriegen es jetzt in den Nachrichten regelmäßig mit, Versuche, dass man die Zulieferketten in den Griff bekommt, um nachzuweisen, dass eben sowohl die Rohstoffe als auch die Arbeitsbedingungen okay sind. Offensichtlich vor 2700 Jahren in Hallstatt waren da noch keine Anstrengungen, also alle Kinder waren sehr, sehr intensiv in den Arbeitsprozess integriert. Ja, aber nicht nur die Kinder haben gearbeitet, weil wir noch beim Tragen, also diese Abnutzungen am Skelett, die kommen vom Tragen direkt auf dem Kopf oder indirekt mit Stirntrageriemen. Aber nicht nur die Kinder haben gearbeitet, auch die Frauenskelette zeigen sehr, sehr intensive Spuren, Belastungsspuren. Diese Spuren gehen für uns in die Richtung, dass die Frauen dafür zuständig waren, die schweren Salzplatten auf der rechten Schulter aus dem Berg zu tragen. Also fast alle Frauen, die wir finden, haben Abnutzungsspuren, die dafür herkommen, dass sie auf der rechten Schulter zu schwere Lasten ihr ganzes Leben lang tragen. Natürlich haben die Männer auch gearbeitet, aber das ist klar. Aber wir haben in einem Bergbau, wo wirklich Männer, Frauen und Kinder sehr, sehr intensiv in die Struktur eingebettet sind. Wir können noch viel mehr darüber aussagen. Ja, ich habe die Exkremente bereits angesprochen. Die sagen uns sowohl aus, was die Bergleute gegessen haben. Auf das möchte ich noch zurückkommen. Wir haben aber auch die Kochlöffel dazu. Also wir können nachweisen, dass im Bergwerk gekocht wurde. Wir haben sogar das Holzgeschirr, aus dem gegessen wurde. Schalen, Schöpfer, die zum Rausschöpfen gedient haben. Ja, das heißt, die Exkremente sind so gleichförmig über Jahrhunderte, dass scheinbar jeden Tag der Blick in die Essschale so ausgeschaut hat. Also wir haben da eine sehr, sehr eintönige Kost über sehr lange Zeit. Ja, kurz der Ausblick, wo die Forschung im Moment hingeht. Wir arbeiten sehr intensiv momentan an der DNA, die im Bergwerk perfekt konserviert ist, sowohl an den Fellen, so wie hier im Bergwerk, als auch an den Werkzeugstielen klebt noch die DNA der letzten Benutzer dran. Hier ein Handschuh aus der Bronzezeit, also über 3000 Jahre alt. Auch hier glauben wir, dass wir noch die DNA-Spuren der letzten Nutzer oder Nutzerinnen finden. Die DNA ist auch perfekt in den Exkrementen erhalten. Auch hier großes Gebiet. Wir glauben, dass wir nicht nur die Nahrungsmittel bekommen, sondern Darmparasiten und alles Mögliche. Da arbeiten wir mit Labors auf der MedUni in Wien, aber auch in Bozen und mit anderen Labors, mit der Gerichtsmedizin in Salzburg zusammen. Was uns aktuell auch massiv beschäftigt, das ist die Größe der Bergbaue. Sowohl der bronzezeitliche Bergbau als auch der hallstattzeitliche Bergbau, die sind von unseren Berechnungen her und Computersimulationen, die wir gemeinsam mit der TU Wien machen, so groß, dass wir eine durchschnittliche Jahresproduktion von über 400 Tonnen haben. Das heißt, jeden Tag mindestens 1000 Kilo oder mehr werden aus diesem Bergwerk gebracht. Ja, und jetzt ist die Frage, ja, wie transportieren Sie ohne LKW, ohne Zug, diese großen Mengen Salz ab. Also wir können inzwischen davon ausgehen, dass die Logistik und der Einsatz für den Transport rund um Salz wesentlich aufwendiger war als die Salzproduktion selber. Also die Produktion oben im Salzbergtal braucht weniger Ressourcen, weniger Menschen als dann das Abliefern des Salzes. Und das wird eines der Themen sein, die uns massiv beschäftigen in nächster Zeit. Ja, auch der Bergbau der Bronzezeit wird verschüttet, dann der Bergbau der Hallstattzeit. Auch hier haben wir eine große Katastrophe um 662 vor Christus, das erste Mal mit Sicherheit. Das ist eine Katastrophe, die wiederum so ähnlich wie am
Schliefgraben ist. Hier Fotos vom Sandling 1920, da ist ein ganzer Berg zu rutschen begonnen. Genau so müssen wir uns das vorstellen. Also dieses Tal da oben ist ein kompletter Rutschkegel, wo 10, 20 Meter hohe Schollen abgleiten und das ganze Tal verwüsten. Aber diese Naturkatastrophen, die sind für Hallstatt absolut keine Einschränkung. Wir sehen an unseren Daten, dass die Bergleute sofort am nächsten Tag wieder beginnen oder vielleicht am übernächsten Tag den Bergbau neu anzufangen und es geht weiter. Also Bergbau wird immer wieder unterbrochen, aber dieser Bergbau ist so bedeutsam und das Netzwerk rund um diesen Bergbau ist so stabil, dass es kein Problem ist, diesen Bergbau neu anzufangen und wieder aufzubauen. Ja, vermutlich haben wir mehrere dieser Unterbrechungen. Da sind wir gerade sehr intensiv dran, das zu erforschen. Da arbeiten wir mit der Geologischen Bundesanstalt gemeinsam. Wir machen geoelektrische Bodenprofile. Das heißt, wir stecken Elektroden in den Boden, speisen Strom ein und der Erdwiderstand gibt uns dann ein Bild im Untergrund. Ganz unten hier in der Folie zu sehen. Und diese Bilder, die zeigen uns, wo die Einsturztrichter sind, wo die Katastrophen passiert sind. Und wir arbeiten hier immer weiter, um zu verstehen, wie diese Rutschungen und Unterbrechungen genau erfolgt sind. Ja, dann nach der letzten Unterbrechung 3.50 beschließen die Bergleute, dass sie das zentrale Tal verlassen und zu diesem hellblauen Fleck ganz oben auf der Folie links übersiedeln, eine neue Siedlung gründen, neuen Bergbau betreiben. Auch dieser Bergbau geht unter. Dieser Bergbau wird dann von den Römern um Christi Geburt übernommen. Die Römer sind dann fast 5 Jahrhunderte bei uns und hinterlassen sehr reiche Funde. Dann müssen die Römer wieder gehen. Dann haben wir archäologisch eine Lücke von fast 800 Jahren und ab 1300 haben wir wieder Urkunden und Archivalien zu diesem Bergbau. Ja, und das geht bis heute, bis zur Produktion der Salinen Austria AG. Das heißt, es startet vor 7000 Jahren in der Steinzeit und geht bis heute mit wenigen oder gar keinen Unterbrechungen. Und diese 7000 Jahre, die wollen wir eben erforschen. In diesen 7000 Jahren haben wir einige Bereiche, wo wir sehr viel wissen und einige Zeitabschnitte, die wir nur ungefähr kennen. Aber wir wollen natürlich die Lücken in dieser 7000 Jahre Betriebsgeschichte, die wollen wir schließen. Und deshalb haben wir jetzt einige Projekte, die ich kurz vorstellen möchte. Kerstin Koberik und ihre Teams arbeiten gerade an einem Projekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und genau in diesem Projekt geht es darum zu verstehen, wann hat es hier in dieser Landschaft begonnen, wie hat sich diese Landschaft über die letzten 7000 oder vielleicht noch mehr 1000 Jahre verändert. Unser Fokus ist dabei sowohl der See, wie wir ihn da draußen sehen, aber auch die Moore, die wir oben am Salzberg und rund um den See haben. Warum der See? In diesem See haben wir Seeablagerungen und morgen geht es los, dass wir da draußen zum Arbeiten beginnen. Das werden dann Kerstin Koberik und Michael Strasser vorstellen. Wir bohren in den See rein, das zeige ich gleich, und wir arbeiten in den Mooren. Beides sind Sedimentarchive. Da haben sich Schlammschichten abgelagert. Dieser Schlamm, jedes dieser Schichten ist ein Ereignis, ein Hochwasser, das hier Spuren hinterlassen hat. Also man kann Schlamm so lesen wie ein offenes Lexikon über die Jahrtausende. Genau das gleiche machen wir mit Mooren. Das heißt, wir haben sowohl in der Forschung noch sehr viel vor. Wenn alles funktioniert, können wir in den nächsten 4-5 Wochen hier im See bis in die Zeit um 5000, 6000, 7000 vor Christus vordringen und die Landschaft besser verstehen. Das heißt, sowohl die Forschung geht mit DNA und mit Sedimentarchiven in völlig neue Bereiche, aber auch die neuen Bereiche wollen wir auch in der Vermittlung angehen. Ja, immer mehr Apps, immer mehr VR. Und auch hier werden wir heute am Abschluss noch einiges zeigen. Das heißt, ja, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Das Projekt geht ständig weiter. Das Projekt kann aber nur weitergehen. Erstens mit einem unheimlich engagierten Team, sowohl im Bergwerk, mit unheimlich engagierten Teams an der Oberfläche. Aber das Projekt kann auch nur funktionieren, wenn es eingebettet ist in eine Struktur, die funktioniert. Ja, mit euch aus Salzwelten ist es perfekt. Auch die Zusammenarbeit mit der Saline funktioniert gut. Und ja, der Bürgermeister war da. Also ich glaube, wir sind hier als Forschungseinrichtung gut in die Struktur integriert. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 20, 30 Jahre Forschung. Okay? Gut, also vielen Dank, Hans Reschreiter, für diese Einführung. Mir persönlich drängen sich jede Menge Fragen auf, aber wir haben noch ein paar Stunden vor uns.
Sprich, okay. Wir werden noch die eine oder andere Lösung hören. Und was vielleicht auch gut herausgekommen ist, ist auch Vermittlung. Also ist ein großes Anliegen, dass man nicht nur für den Elfenbeinturm, für den ominösen forscht, sondern das Wissen auch weitergibt, auch mit modernen Medien. Und zu diesem Thema auch die Zusammenarbeit mit den Salzwelten. Und ich darf jetzt unseren Geschäftsführer, den Herrn Kurt Reiter, bitten. Er wird uns ein paar Fragen beantworten zu dieser Zusammenarbeit und zum Bildungsangebot. Und wir machen dann weiter nach dem Interview mit experimenteller Archäologie und Auszeitkapsel. Also darfst du mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Also, danke. Okay, bis nachher. So, Kurt Reiter, Glück auf. Geschäftsführer der Salzwelten. Schön, dass du Zeit hast hier zum UNESCO-Welterbetag Hallstatt. Ich möchte vielleicht ganz grundsätzlich beginnen. Wir waren schon in der Forschung, aber was das Salzbergwerk Hallstatt ist, ja was ganz Besonderes. Was macht das Salzbergwerk Hallstatt aus oder für dich aus? Ja, natürlich ganz besonders 7000 Jahre Salzgeschichte. Das ist ein wesentlicher Teil. Wir dürfen oben unseren Besuchern das näher bringen. Also wir sind kein Disneyland, sondern wir sind wirklich treu dem Motto. Ja, die Tradition 7000 Jahre bringen wir unseren Kunden näher. Das ist uns ganz wichtig. Die Vermittlung in den verschiedensten Ebenen, ob das jetzt Kinder sind, Schulklassen sind, ob das Erwachsene oder ältere Personen sind, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und auch die Schulklassen, dass sie die prähistorische Expedition, die wir anbieten, hautnah erleben dürfen. Das ist uns ganz wichtig. Genau, gut. Kurz die prähistorische Expedition, du hast das erwähnt, das ist ein Teil des Bildungsangebotes. Aber was kann man sich vorstellen unter dieser prähistorischen Expedition? Was geht da? Ja, Sie starten natürlich alle mit einem Guide, sind alleine unterwegs, 4 Stunden, gehen in Stolleneingängen und in Stollenausbauten, dort, wo man normalerweise nicht hinkommt. Man sieht den Fundort der ältesten Stiege, man ist mit den Archäologen unterwegs. Ja, man muss sich ja das vorstellen, die Chance muss man mal bekommen. Und wir bieten das den Gästen an. Wir haben einen eigenen Schulungsraum errichtet, dass man sich dort auch vorbereiten kann, virtuell, wenn man eintaucht, unter Tage. Ja, und das ist ein ganz besonderer Highlight, unsere Führungen, was wir da anbieten für die prähistorische Führung. Genau, also du hast gesagt, von Volksschulgruppen bis zu Studenten- oder Expertenexkursionen ist eigentlich für alle was dabei. Und du hast gesagt, also man geht da im prähistorischen Bereich zur Fundstelle dieser ältesten Stiege Europas, wahrscheinlich sogar der Welt. Was kannst du uns zu dieser prähistorischen Stiege erzählen oder was hat man da gemacht, um die zu präsentieren? Ja, es war natürlich ein Highlight, wie man die gefunden hat und man hat die Führung dort immer hingemacht. Mit der prähistorischen Führung ist man aber hingekommen zu der ältesten Stiege und ja, man hat sie dann rausnehmen müssen. Der Bergdruck ist aber größer geworden und so haben wir uns entschieden, von der Geschäftsleitung her oben eine neue Schaustelle zu errichten. Das Bronzezeitkino wurde geschaffen. Die Stiege wurde von den Archäologen des Naturhistorischen Museums fachgerecht abgebaut und dann natürlich, aber das würde der Hans Reschreiter besser erklären können, natürlich angeschaut und dann ist wieder reingekommen. Bis dass wir fertig gewesen sind, ist da dann alles bestens vorbereitet gewesen, dass die Stiege jetzt einen sehr guten Platz findet. Und jetzt haben natürlich alle Besucher, die uns hier in Hallstatt besuchen, die Möglichkeit, die älteste Stiege Europas oder vielleicht sogar der Welt zu besichtigen und diese Geschichte dazu zu erfahren. Genau, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und man hört es heraus. Also es gibt da enge Zusammenarbeit, vor allem mit den Archäologen oder Mitarbeiterinnen des Naturhistorischen Museums in Wien. Die Archäologen in Hallstatt sind generell, also für dich wahrscheinlich ein gewohntes Bild. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Also wir haben gesagt, neue Schaustelle, aber wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Ja, wir arbeiten natürlich engstens zusammen. Jeder Gast, der uns besucht, von diesem Gast kommt ein sogenannter Archäologenschilling in ihre Kasse für die Forschung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Die Archäologen sind von Frühsommer bis Spätherbst obertägig und untertägig oben im Hochtal und Untertage immer anzutreffen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass uns diese Experten auch
jedes Jahr neue Schulen, unsere Mitarbeiter neue Schulen, dass wir immer am neuesten Stand sind, dass wir den Gästen das Beste und das, den neuesten Stand auch vermitteln können. Und die Zusammenarbeit, die ist ja nicht erst seit ein paar Jahren, sondern ist schon seit Jahrzehnten und die ist mehr als wie gut. Also wir sind sehr froh, dass wir die Archäologen hier haben und natürlich müssen die Archäologen dann auch lachen, weil unsere Instand heute halt übers Hochtal gehen und irgendeinen Schaufel mit haben, ja, weil da denken schon, ja, da passiert schon wieder was, aber nein, es passiert nichts, aber da sind wir sehr froh, dass wir da erstens einmal eine gute Zusammenarbeit haben und das fundierte Wissen von unseren Freunden vom Naturhistorischen Museum für unsere Führung einsetzen können. Ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch ein Detail, wir hören es zwar noch später im Laufe des Tages, aber es wird ja auch laufend investiert und eine letzte große Investition hier in den Salzwelten Hallstatt war dieser VR-Raum. Da hat es ja auch was. Also das ist ja nicht irgendwie konstruiert für Touristen als Attraktion, sondern das hat ja auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Wenn du ganz kurz was zu dem VR-Raum noch sagen kannst. Also der VR-Raum, das ist auch ganz was Besonderes. Ein VIP-Raum, den wir erschaffen haben vor 2 Jahren, haben wir den gemacht mit modernster Technik, mit den Archäologen zusammen, mit unseren Inszenierungsfirmen. Es sind eben Sonderführungen, Einzelführungen. Dort kann man, bevor da man untertäglich reingeht, virtuell in das Bergwerk eintauchen und da sieht man auch, wie die Menschen zu dieser Zeit, wo man dann drinnen ist, das Ganze erlebt haben und das ist natürlich einzigartig und ein Highlight bei uns natürlich und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich hier eine VIP-Führung gönnen möchte, es ist hervorragend. Genau, also basierend auf wissenschaftlichen Daten. Und wir werden uns das später noch genauer anschauen. Vielleicht ganz kurz, der Hans hat es schon gesagt, du hast es gesagt, also es ist ja kein Museum hier oder kein Disneyland, sondern es ist nach wie vor ein Salzbergwerk, hier wird Salz abgebaut. Kannst du kurz abschließend noch was sagen zu diesem Salzabbau, nur ein paar Worte? Ja, also wir sind ja fachlich gesehen kein Schaubergwerk nicht, sondern eine Fremdenbefahrung. Ja, das heißt eben Fremdenbefahrung, weil man noch ein aktives Bergwerk ist. Hallstatt ist noch aktiv, seit 7000 Jahren aktiv. Wir bauen momentan 1 Million Kubikmeter Sohle ab, also das ergibt ca. 350.000 Tonnen Salz. Das kommt hier von Hallstatt, geht dann über die Sohleleitung runter zur einzigen Saline Österreich nach Ebensee und dort wird dann das Salz wieder versoten und es sind hier natürlich auch noch Bergmänner direkt im Hallstatt im Bergbau tätig und wir haben jetzt wieder einige interessante Projekte für uns, denn die Kulturhauptstadt 2024 klopft schon an die Tür und wir werden dort ganz interessante Projekte oben am Rudolfsturm machen, aber natürlich auch Untertage und das, auf das freuen wir uns schon richtig. Sehr gut, also vielen Dank und ich glaube auf die Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums können wir uns verlassen, dass die uns da unterstützen, auch weiterhin in diesen Projekten. Und Kurt, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Noch einen schönen Sonntag. Danke, das wünsche ich euch auch. Okay, danke, Glück auf. Gut, jetzt darf ich wieder in Hans Reschreiter zu mir bitten. Mhm. Ich hoffe, du hast eine kurze Pause genossen. Wir werden jetzt einen längeren Block vor uns haben. Also der geht von perfekt konserviert, Hallstatt als Zeitkapsel, über experimentelle Archäologie, den Transport, Seile, Licht, Kleider machen, Leute. Also es ist ein dichtes Programm. Vielleicht, was ich trotzdem noch fragen möchte zu deinem vorherigen Vortrag, du hast gesprochen öfters von den Erhaltungsbedingungen, aber warum sind die so gut, diese Erhaltungsbedingungen? Und das schauen wir uns gleich an, das ist gerade die Überleitung zur Zeitkapsel. Normalerweise finden wir als Archäologen nur das, was sie eben über Jahrtausende im Boden erhält. Wir sind ja bekannt als diejenigen, die mit Keramikscherben arbeiten. Das heißt, normalerweise bleibt im Boden nur das über, was Mikroorganismen nicht zersetzen können. Wir finden sehr viel Keramikscherben, wir finden Metallgegenstände in großer Zahl, die im Boden vergraben worden sind oder liegen geblieben sind, so wie dieses Beil eben zum Beispiel aus der Zeit um 1000 vor Christus. Ja, wir finden Geräte und Werkzeuge aus Knochen, aus Geweih, aus Stein, aus Elfenbein, aus Glas. Das sind Materialien, die im Boden sich über lange Zeit erhalten. Aber Gegenstände aus Materialien wie organischen Materialien wie Holz, Leder, Fell, Bast, Blasen, Sehnen, Haare, Wolle und so weiter,
die sind normalerweise nach ganz, ganz kurzer Zeit zersetzt. Das heißt, Mikroorganismen, Pilze, Bakterien lösen diese organischen Materialien auf und sie sind dann praktisch Humus. Aber Gegenstände aus organischen Materialien haben bis zur Erfindung der Kunststoffe, das ist nicht einmal 150 Jahre her, weit über 90% dessen ausgemacht, was die Menschen an materieller Kultur gehabt haben. Das heißt, alles, was wir an Kleidung, an Werkzeugen, an Geräten, an Transportmitteln, an Möbeln, an Unterkünften haben, war eigentlich zu einem Großteil aus Holz, Leder, Fell und so weiter. Aber normalerweise ist das Zeug eben schon vergammelt. Das heißt, wenn wir prähistorische Kulturen verstehen wollen, untersuchen wollen, fehlt uns normal ja, weit über 90%, weil es weg ist. Ganz anders ist es in Hallstatt. Durch die Konservierung im Salz hat sie alles, was da liegen geblieben ist, bis heute erhalten. Das heißt, das ist jetzt so ein Stück vom Bodensatz, den die Bergleute hinterlassen haben. Dieses Holzstück da, das ist ein Leuchtspann, der eben vor, in dem Fall 2700 Jahre im Boden liegen geblieben ist. Und weil dieser Bodensatz, diese Halde im Bergwerk so viel Salz, Staub enthält, können Mikroorganismen, Pilze, Bakterien dort nicht leben. Die schaffen das nicht und wenn es keine Mikroorganismen gibt, dann ist dieses organische Material bis heute perfekt konserviert. Und das Spezielle jetzt an Hallstatt ist, wir finden alles, was die Bergleute weggeschmissen haben. Das heißt, wir haben den kompletten Querschnitt durch ihre Lebens- und ihre Arbeitswelt. Natürlich gibt es andere Stellen, wo perfekte Konservierung ist, zum Beispiel der Ötzi. Der ist mit seinem ganzen Werkzeug, mit seiner Ausrüstung erhalten geblieben. Aber der Ötzi ist eine Person und da wissen wir nicht genau, wer er wirklich war, wie der unterwegs war. In Hallstatt kriegen wir den kompletten Querschnitt durch eine Gesellschaft. In dem Fall zwar eine spezielle Gesellschaft, aber da kriegen wir sehr viele Aspekte. Und das macht es eben in Hallstatt so spannend. Wir kriegen Einblicke in Arbeitswelten und Lebenswelten, die wir sonst an keinem Platz in Europa in der Form haben. Es ist zwar nur der Dreck, den wir ausgraben, also wie wir schon gelernt haben, der Bergmann oder die Bergfrau sagt Halde dazu, aber in dieser Halde bleiben Sachen, über die wir sonst wirklich an keinem anderen Platz kennen. Also zum Beispiel die ältesten Handschuhe, die wir in Europa haben, sind so einfache Fellflecken, ein Loch reingeschnitten, zwei Riemen dran und das kann man wie am Schnellverschluss schützen und ja, die Hand ist genauso geschützt. Die kennt man aber nur aus Hallstatt. Die gibt es von keinem anderen Platz in Europa. Was jetzt sein kann, entweder man hat es nur in Hallstatt erfunden und verwendet oder in ganz Europa hat man sie gehabt, aber an allen anderen Stellen ist es halt im Boden schon lang vergammelt und weg ist es. Natürlich haben wir Mumien in Ägypten oder Mumien in der Wüste, aber natürlich kriegt der Mumie keinen Arbeitshandschuh mit. Also auch wenn wir jetzt Mumien haben, wo die Erhaltung perfekt ist, einen Arbeitshandschuh hat keiner mit. Genau gleich ist es mit den anderen Sachen. So, jetzt muss ich kurz da um. Wir finden in Hallstatt relativ viele Teile von solchen Sachen. Das ist wieder ein nachgemachter Rucksack. Ich werde später noch genauer darauf eingehen. Wir wissen, dass Rucksäcke quer durch Europa verwendet worden sind. Aber die einzigen Rucksäcke, so aus Ziegenhäuten, die wir in ganz Europa kennen, die haben sie in diesem Bergwerk erhalten. Oder ein anderes Material, das ich total spannend finde, das sind Schweineblasen. Unsere Großeltern, Urgroßeltern haben das noch normal kennt, damit, wenn eine Sau abgestochen wird, hat man damit Fußball gespült oder sonst irgendwas gemacht. Wir haben im Bergwerk in Hallstatt etliche Stücke von Tierblasen. Das heißt, das ist ein unheimlich spannendes Material, es ist weich, es ist flexibel, man kann sehr viel damit machen. Ich glaube, dass das die Vorläufer der Plastikflaschen sind. Das ist also mit Wasser gefüllt. Wir haben es noch nicht nachgewiesen, also wir haben noch nicht die Analysen dazu, aber wir machen erste Tests und wenn man da mehrfach einen Rotwein drinnen gehabt hat, ist es geschmacksneutral und macht eigentlich keinen Stress. Ja, ist bruchsicher, macht in einem Bergwerk natürlich einen Sinn. Das heißt, wir kommen in Hallstatt in Bereiche von menschlichem Leben, menschlichem Arbeiten, die wir wirklich sonst an keiner anderen Stelle haben und das macht es irgendwie so spannend, in diese Zeitkapsel einzutauchen. Also, wenn wir wirklich verstehen möchten, wie Menschen, wie Gesellschaften vor 3000 Jahren mit ihren Ressourcen umgegangen sind, wie sie Ressourcenverknappung erlebt haben, wie sie darauf reagiert haben, dann ist da oben dieses Bergwerk einer der wenigen Plätze, wo wir das wirklich erforschen können, weil wir so viele Funde aus unterschiedlichen Materialgruppen haben. Also wir sehen das da oben als Schlüsselfundort, um prähistorische Gesellschaften zu erforschen und zu verstehen. Und das macht es so spannend, da oben zu arbeiten. Und wie kann man die Funde zeitlich einordnen? Ist das mit
Dendrochronologie oder gibt es da Schichten oder wie funktioniert das genau? Das geht mit Dendrochronologie. Das wäre eines der Themen, die eigentlich gleich nachher kommt. Eigentlich könnte man das gleich als Überleitung nehmen. Passt, ich habe mir andere überlegt gehabt, aber das ist nicht schlecht. Normalerweise, wenn wir als Archäologen, Archäologinnen was finden, das heißt, wenn wir so einen Pickelstiel finden, das ist jetzt der Stiel, wie ihn ein Bergmann oder eine Bergfrau vor, in dem Fall 3200 Jahren in der Hand gehabt hat, mit solchen Werkzeugen hat man abgebaut. Also original. Das ist original, ja. Normalerweise, eine der Techniken in der Archäologie ist, wenn wir was finden, geht man in die Literatur und schaut, was haben andere Kolleginnen und Kollegen an anderen Fundorten gefunden und vergleicht es. Und über diesen Vergleich kriegt man dann eine Idee, wie alt ist das, wofür ist es verwendet worden, wie funktioniert es. Ähnlich wie halt auch Physiker und so arbeiten das auch Physikerinnen. Das heißt, man vergleicht es mit anderen und das hilft einem immer weiter. Aber wie wir gerade geredet haben, viel von dem, was in Hallstatt im Bergwerk erhalten geblieben ist, ebenso wie diese komischen Stiele, die kann es vielleicht an anderen Stellen geben haben, aber bisher kennen wir es nur aus Hallstatt. Das heißt, diese Haupttechnik der archäologischen Forschung, nämlich der Vergleich, den spielt es bei uns nicht, weil es gibt nichts zum Vergleichen. Wir sind einmalig. Und deshalb hat mein Vorgänger schon vor inzwischen 60 Jahren angefangen, dass er die Stücke systematisch nachbaut und eben übers Ausprobieren und übers Testen mehr herauszufinden. Das heißt, wir bauen systematisch die Pickel nach. Da ist ein Original davor und dahinter der nachbaute Pickel. Das heißt, mit dem arbeiten wir dann. Das heißt, wir wollen wirklich verstehen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen von dem Werkzeug, was sind die Schwachpunkte, wie funktioniert das. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir darauf geschaut, dass wir den kompletten Arbeitsablauf vom Abbau des Salzes bis zum Sammeln, Transport des Salzes systematisch nachbauen und immer mehr Daten kriegen, wie dieser Bergbau funktioniert hat. Und ja, da sind wir, glaube ich, recht gut unterwegs und Spaß macht es auch noch. Und wo macht ihr das? Ist da in Wien eine Werkstätte oder wie kann man sich eigentlich einen Arbeitsalltag vorstellen? Naja, wir haben ein großes Glück. Wir haben oben am Salzberg unser Forschungszentrum, das eben in Kooperation Naturhistorisches Museum Saline-Salzwalden betrieben wird. Und in diesem Forschungszentrum haben wir die Chance ergriffen, mehrere Werkstätten einzurichten. Und mit einem extrem engagierten Team ist es eben möglich, nebenbei oder hauptberuflich viel von diesen Sachen nachzubauen und dann zu testen. Und einige von diesen Tests werden wir jetzt dann in weiterer Folge noch durchbesprechen. Aber experimentelle Archäologie gehört inzwischen wirklich zu unseren Haupttechniken, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt nichts Vergleichbares. Einen Vergleich machen wir schon, aber wir vergleichen mit der Ethnologie. Ich habe gerade den Rucksack aus Ziegenhaut angesprochen, da wird nachher nochmal ein Thema sein. Da gibt es ähnliche Stücke, die heute im Niger, in Mali, Burkina Faso oder so verwendet werden. Aber in Europa ist diese Technik schon lange, leider Gottes, in Vergessenheit geraten. Das heißt, wir vergleichen mit anderen Kulturen. Also experimentelle Archäologie ist bei uns sowohl für die Forschung ein ganz, ganz ein wichtiger Teil, aber auch für die Vermittlung. Für unsere ganzen Vermittlungsprogramme von der Archäologie am Berg bis zu den Schulklassenprojekten, die wir mit euch machen. Aber auch die VR, die der Kurt schon angesprochen hat. Das heißt, wenn wir dann später mit der VR-Brille ins Bergwerk gehen, auch da sind die ganzen Rekonstruktionen schon die Basis, dass wir dann diese 3D-Modelle machen. Spannend. Ja. Und vergleichende Archäologie oder Anthropologie, oder wie du gesagt hast, spielt ja auch bei Seilen eine große Rolle, die absolut, ihr auch gefunden hat. Ja, wir könnten eigentlich gleich zu den Seilen gehen. War die Absicht? Ja. Ah, das war die Überleitung. Gut, dann fangen wir jetzt mit den Seilen an. Tja, Seile. Für uns ist heute Binden, Verpacken, Ziehen. Wir kennen Kunststoffseile. Wir haben Kabelbinder. Ja, eigentlich alles aus Kunststoff, aus Plastik. Einweggeschichten. Die Geschichte dieser Einwegverpackungen, auch das ist ein Aspekt, den wir in Hallstatt schreiben können. Das ist sehr jung. Ich habe jetzt nicht das Datum im Kopf, wann die Kabelbinder wirklich erfunden worden sind. Aber den ältesten Kabelbinder Europas, den haben wir auf jeden Fall. Da machen wir die mal weg. Also du liebst Superlative, merke ich. Ja, ich halte mich heute zurück.
Das, was wir da haben, das ist ein Baststreifen. Der ist 3000 Jahre alt. So, jetzt brauche ich einen zweiten Handschuh, sonst geht das nicht. Dieser Baststreifen hat noch den Knoten drauf und der ist aufgerissen. Das heißt, dieser Baststreifen, der war die Bündelung von irgendwas, was man zum Salzberg transportiert hat. Vielleicht war das ein Bündel an 10 oder 15 so Werkzeugstielen. Das bringt man als Bündel ins Bergwerk rein. Im Bergwerk unten wird das Bündel aufgerissen und ja, diese Einwegverpackung bleibt dann einfach liegen. Das heißt, die EU hat vor kurzem Einwegverpackung aus Plastik verboten, aber den Beginn von Einwegverpackung, den sehen wir eindeutig in Hallstatt, der ist vor über 3000 Jahren. Und dieser Baststreifen ist eben aus Bast, aus Lindenbast, und genau dieses Material ist ein sehr, sehr wichtiges Material für die Hallstätter Bergleute vor 3000 Jahren. Und das ist ein Material, das bei uns in Europa auch noch bis vor wenigen Jahren im Einsatz war. Bis vor 150 Jahren hat man das bei uns noch produziert, ist jetzt durch Kunststoff ersetzt. Aus diesem Bast macht man eben nicht nur die Einwegverpackung, sondern wir haben das dickste Seil, das wir in der europäischen Archäologie kennen. Kommt aus Hallstatt, schon wieder ein Superlativ. Ist aber nicht übertrieben. Normale Seile in der Archäologie sind gerade einmal fingerdick. Also in ganz Europa gibt es Seile so fingerdick. In Hallstatt haben wir mehrere Seile inzwischen, die 4 cm dick sind. Also vergleichbare Seile wie das, bei uns ist 3200 Jahre alt, gibt es sonst nur in Ägypten oder ja, aber in Europa nichts Vergleichbares. Und auch dieses Seil ist aus Baststreifen gemacht. Das heißt, das Rohmaterial, das ist einfacher Lindenbast, der wird vom Baum geerntet. Also nein, da haben wir einen 5 vorbereitet. Wenn wir den kurz anschauen, das ist 546 Bastfilm, wenn man den gleich. Nein, das ist der falsche, Entschuldigung. 46. Wir sind durcheinander gekommen. Ja, genau. Jetzt geht's los mit dem Film. 1992 wurde im Salzberg von Hallstatt ein über 3000 Jahre altes Seil aus Lindenbast entdeckt. Das 4 cm dicke Seil besteht aus 3 Strängen und stellt allem Anschein nach die zentrale Fördereinheit durch den Schacht des bronzezeitlichen Bergbaus dar. Objekt und Fundumstände geben den Archäologen einige Fragen auf. Wie hoch war die Tragfähigkeit? Wie groß Abrieb und Verschleiß? Sprich, wie oft musste das Seil erneuert und ausgetauscht werden? Mit welchen Techniken wurden Seile in der Bronzezeit überhaupt hergestellt? Die Antworten sucht ein archäologisches Experiment. Im Frühjahr 2015 entsteht eine originalgetreue Rekonstruktion des Seils, das anschließend mit moderner Messtechnik getestet werden soll. Um den nötigen Bast zu erhalten, müssen Linden geschält werden. Die Rinde von mehreren Bäumen wird in Streifen abgezogen. Die Rindenbahnen werden einige Wochen lang in Wasser eingelegt. Durch die Feuchtigkeit lösen sich die mit der Rinde abgenommenen Bastschichten. Dieser Vorgang wird als Rösten bezeichnet. Nach einigen Wochen im Wasser lässt sich der Lindenbast leicht von der Rinde ablösen. Wegen der Geruchsentwicklung trägt man dazu am besten Schutzkleidung. Als Ausgangsmaterial stehen jetzt 8 Kilogramm Bast zur Verfügung. Dieser wird nach groben und feinen Fasern sortiert und die Fasern auf ihre Eignung überprüft. Die Basthaufen werden anschließend entwirrt, nach Länge und Breite sortiert und gebündelt. Um Pflanzenfasern fest miteinander zu verbinden, werden sie zunächst in eine Richtung gedrillt. Durch diese Drehung erhalten die Fasern einen ersten Zusammenhalt. Es entsteht ein Strang. Zwei oder mehrere Stränge werden dann miteinander in der Gegenrichtung verzwirnt. Durch diese gegenläufige Wicklung verbleiben die Stränge in einem stabilen Verbund, ohne sich wieder aufzutrennen. Nach diesem Prinzip lassen sich sowohl Schnüre wie auch Seile herstellen. Einzelne Fasern werden zu einem fingerdicken Faserstrang, einem Kardel, zusammengedreht.
Nach fast jeder Drehung des Stranges werden neue, einzelne Fasern eingearbeitet, um den Strang zu verlängern. Nach dieser Technik arbeiten auch spezialisierte Seiler aus Mali, die statt Lindenbast Baststreifen des Affenbrotbaumes verwenden. Damit man die einzelnen Stränge zu einem Seil verbinden kann, werden zunächst die Enden mit einer Wicklung aufeinander fixiert. Durch diesen Tackling entsteht somit ein Seilanfang. Jetzt hast du es gesehen. Ziemlich cool. Wir erhöhen gleichmäßig die Spannung auf den einzelnen Schäden. Die virtuelle Mittellinie haben und Vom Seilanfang beginnend werden die drei Einzelstränge nun zu einem Seil geschlagen. Die Stränge laufen im Zentrum zusammen und werden hier gegen ihre Drehrichtung eingedreht. Es entsteht ein fester Verbund. Entsprechend dem Originalseil sind die Einzelstränge im Experiment gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das ganze Seil fügt sich also im Uhrzeigersinn zusammen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis sitzt eine Person am Anfang des fertigen Seils und kontrolliert Drehung und Winkel der Einzelstränge zueinander. Wenn der Winkel falsch ist, wird das Seil ungleichmäßig und die Belastungsfähigkeit sinkt. Das Ergebnis ist ein 9 Meter langes Seil mit einer durchschnittlichen Dicke von etwa 4 cm. Vier Leute haben daran über 10 Stunden gearbeitet. Auf den Prüfmaschinen der Technischen Universität Chemnitz sollen die rekonstruierten Seile auf Bruchlast und Biegefestigkeit getestet werden. Die Tests zeigen, dass Seile aus Lindenbast einer Dauerbelastung standhalten und Lasten von mehr als 850 Kilogramm gewachsen sind. Das dicke Förderseil ist somit ein weiterer Beleg für den hochspezialisierten und perfekt organisierten bronzezeitlichen Salzbergbau von Hallstatt. Ja, und das mit den Seilen ist insofern interessant, weil in Mitteleuropa ist die Technik eben schon ausgestorben, da haben wir schon lernen müssen. Und es gibt bei uns niemanden mehr, der Bast wirklich versteht. Das heißt, der weiß, wie man damit umgeht. Und natürlich ist es uns darum gegangen zu verstehen, was sind die speziellen Tricks dran. Das heißt, wie wird dieses Material verarbeitet, welche Tricks gibt es sowohl bei der Herstellung der Seile, aber auch welche Tricks gibt es dann, dass ein Seil länger hält. Und ja, wie schon gesagt, in Mitteleuropa kann man da niemanden mehr fragen. Bei uns gibt es die Technik nicht mehr. Aber wir haben in einem Projekt mit der Universität für Bodenkultur haben wir hauptberufliche Seiler in Westafrika besucht und die interviewt. Und es war einfach unheimlich spannend, wie die mit dem Material umgehen und wie sicher die das im Griff haben. Und da habe ich auch Zusammenstellungen von ein paar Filmen mitgebracht. Bitte sehr. Wir haben da einen Seiler, der ist da in der Sahelzone, in Burkina Faso. Der hat gerade mit der Hack oben eingehackt und die Rinde abgezogen. Und jetzt ist er gerade dabei, noch die letzten Fasern vom Baobab, das ist der Affenbrotbaum, abzuziehen. Jetzt zerlegt er die Rinde. Aus der Rinde nimmt er innen die Bastschicht raus. Die lässt sich da im frischen Zustand einfach rausverzieren. Bei uns ist es Lindenbast. Bei uns ist es Linde und in Mali, Burkina Faso, ist es der Affenbrotbaum, der Baobab. Jetzt ist er schon dabei, diese Bastfasern zu zerlegen und immer feinere und gleichmäßigere Fasern zu machen. Also Affenbrotbaum ist von den Fasern her sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir aus Linde haben. So, jetzt hat er seine Fasern beieinander und wenn er genug davon hat für ein ganzes Seil, dann geht es dann auch schon gleich an die Produktion. Aber bevor es soweit ist, muss natürlich jetzt vom Baum die Bastfasern müssen zu seinem Haus geliefert werden. Er ist behindert, das heißt, er hat dieses Handwerk gelernt, weil er eben mit seinen Krücken sonst schwer unterwegs ist, aber als Seiler ist er sehr begehrt und ist einer der Meister seines Faches. Er macht das schon seit vielen Jahren und da ist schon die nächste Generation,
die in dieses Handwerk eingeschult wird. Momentan haben wir das große Problem, dass, eben, ja, dass es gar nicht mehr ausreicht, Bastseile zu machen, weil natürlich Kunststoffseile wesentlich billiger sind. Und ja, ist gerade eine Technik, die am Aussterben ist, aber zu solchen Techniken werden wir heute noch öfters kommen. Beim Hintergrund der Affenkotbaum, die werden mehrfach genutzt, sowohl für den Bast als auch als geschneidetes Viehfutter. Die Früchte, also das ist so ein Ufobaum, der kann wirklich alles. Die er gerade geerntet hat. Und mit denen geht es jetzt los. Die werden eingewarzt, damit sie halt flexibel sind. Wie auch so, im Grunde. Nein, das ist der große Unterschied. Danke für die Frage. Bei der Linde ist es fast unmöglich, den Bast zu ernten, ohne dass man das Cambium, also die Wachstumsschicht, ruiniert. Also die Linde geht ein dabei, außer man macht Stockerschläge, also schneidet man über kleine Äste weg und dann kann man seine Zeit betreiben. Beim Baobab, warum der das genau überlebt, habe ich nie richtig verstanden. Aber er überlebt so über viele, viele Jahrzehnte. Ja, der erste Schritt ist die Fasern einwarken, flexibel machen. Und dann geht das los, jetzt werden die Fasern sortiert. Das braucht es ja gar nicht länger, das kommt mir jetzt sehr kurz vor. Nein, das reicht. Die Fasern sind so wie der Bast, den ich mit habe, das sind ganz feine Fasern schon, die nehmen das Wasser sehr schnell auf. Und was wir eben auch von ihm gelernt haben und durch eigene Versuche, wenn der Bast zu nass ist, dann nimmt er die Spannung nicht richtig auf. Das Seil wird dann wieder locker, wenn es trocknet. Also er darf gar nicht richtig waschen lassen, sondern das muss ziemlich genau die richtige Zeit sein. Ja, er sucht sich die Fasern aus, die er braucht und fängt mit dem ersten Strang an. Nimmt einfach ein paar von diesen Bastfasern, wenn sie zu dick sind, richtet er es her. Diesen komischen Stecken, den er vor sich hat, der dient dazu, immer wieder fertig gedrehte Teile aufzuwickeln und dann weiterzuarbeiten. Da wird jetzt der erste Strang anbunden und er dreht den Strang schon ein. Und weil die Fasern ja nur bestimmte Länge haben, wird schon eingestückelt. Das heißt, die Technik des Anstückelns, da haben wir sehr viel lernen können von ihm, wie das eben besser geht. Also wir haben nicht nur ihn interviewt und befragt, wir haben da mit etlichen Seilern, ja in dem Fall nur Seiler, also in Mali haben wir und in Burkina haben wir nur Seiler und keine Seilerinnen gefunden. Da haben wir eben viele Tricks gelernt, wie das gehen kann. Ja, und dieser Strang wird schon immer länger und immer länger. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit sind daraus dann wirklich unheimlich wunderschöne Seile geworden. Und was jetzt das Spannende an dem Projekt war, wir haben nicht nur die Seiler in Mali mit ihrer Technik interviewt, sondern wir haben auch Lindenbast mit nach Afrika genommen. Das heißt, das ist das Seil, das haben wir gerade jetzt im Video gesehen, das hat dieser Seiler aus Mali gemacht. Und der gleiche Seiler hat dann aus Bast, aus Lindenbast, den wir mitgebracht haben, das nächste Seil gemacht. Das heißt, die Technik, die wir da jetzt gerade dokumentiert haben, die ist auch in der Lage, mit dem Rohmaterial, das bei uns in Hallstatt vor 3000 Jahren im Einsatz gekommen ist, gut zu arbeiten. Das heißt, über solche Vergleiche können wir wirklich prähistorische Techniken, prähistorische Arbeiten immer besser verstehen und ja, hoffentlich auch immer besser erklären. Und wenn wir dann wissen, was wirklich der Verschleiß von so einem dicken Seil ist, das heißt, wenn wir wissen, okay, so ein Seil, das ist nach 3 Monaten kaputt oder es hält 3 Jahre, davon hängt ja ab, wie oft muss Hallstatt, wie oft muss dieser Betrieb da oben diese Seile nachgeliefert kriegen. Das heißt dann auch, wie groß sind die Lindenwälder, die wahrscheinlich da von Gmunden weiter nach Norden entlang der Donau gewachsen sind oder vielleicht sogar auf der steirischen Seite drin. Kurze Frage zur Länge, das sind jetzt ungefähr 2 Meter, aber wie lang schätzt ihr waren diese Seile? Also momentan, die Kammerhöhe ist 15 Meter in bronzezeitlichen Bergbau, dann kommt noch der Schacht dazu, Minimum 6-7 Meter. Wenn das Ganze jetzt im Kreis geht, also das Seil muss mindestens 40 Meter haben, also da muss ein ganzer Wald dran glauben, nur für ein so ein Seil. Also wir glauben, dass wir da noch nachhaltige Forstwirtschaft haben, um diese Seile züchten zu können. Aber da sind auch viele Leute beschäftigt, also das dauert einfach. Aber eben genau um diesen Bedarf zu verstehen, machen wir diese Versuche. So, jetzt haben wir, ich glaube, das Thema Seile haben wir jetzt abgearbeitet, oder? Ja, ich glaube, du könntest noch stundenlang reden über Seile, wenn man dir so zuhört. Nein, so viel Zeit haben wir ja nicht.
vielleicht ein spannendes Thema, oder das mich immer wieder interessiert. Was haben die Bergleute gegessen? Also wie haben sie sich ernährt? Du hast vorher kurz angekündigt, über Jahrhunderte haben sie eigentlich das Gleiche gehabt. Ja, ich habe es damals noch untertrieben, weil normal habe ich ja mit einem Superlativ, wie du gesagt hast. In dem Fall sind sie, wir können nachweisen, dass sie über 1000 Jahre lang immer das Gleiche gegessen haben. Wir finden in relativ großer Zahl so diese Stücke. Das ist menschliche Kacke und die ist perfekt konserviert. Die schwarzen Flecken, die du siehst, das sind Bohnenschalen. Das helle Gelbe, das sind Hirsekörner und das andere ist Gerste. Das heißt, wir finden die Exkremente immer mit den Bestandteilen. Wir haben die Saubohnen dazu. Das ist die europäische Bohne, die Vizia faba. Das ist ein Hauptnahrungsmittel der Hallstätter. Wir haben Hirse dazu, Hirsekörner. Und zusätzlich zur Hirse haben wir noch die Gerste. Und bei der Gerste ist spannend, die ist nicht entspelzt, also die hat wirklich die rauen Schalen noch drauf. Warum sie die mitgekocht haben, wissen wir nicht. Da gehen wir gerade in ein paar unterschiedliche Richtungen. Auf jeden Fall, die Exkremente bestehen immer aus Hirse, Gerste, Bohnen. Und dann haben wir noch Knochen dabei, Fleischknochen. Das heißt, wir haben einen Eintopf, der aus Hirse, Gerste, Bohnen besteht, mit Fleischteilen dabei. Und die ältesten Exkremente, die so ausschauen, da seht ihr schon eins, die ältesten Stücke sind aus der Zeit um 1250 vor Christus und dann in der Hallstattzeit haben wir genau die gleiche oder fast gleiche Zusammensetzung und am Dürnberg die Bergleute in keltischer Zeit um 300 vor Christus essen auch noch das gleiche. Das heißt, es wirkt so, als würden die Bergleute rund ums Salz 1000 Jahre lang jeden Tag das gleiche essen. Also 1000 Jahre lang jeden Tag das gleiche ist schon ein bisschen zart. Aber ernährungstechnisch ist in diesen Bestandteilen Hirse, Gerste, Bohnen und Fleischteile eigentlich alles drin, was man braucht. Das heißt, wir haben wirklich Essen, das genau auf die Arbeitsbelastung und so zugeschnitten ist. Und ich habe es zuerst im Vortrag kurz angesprochen, wir machen jetzt DNA-Untersuchungen an den Exkrementen. Das heißt, wir kriegen dann auch die Gewürzpflanzen raus und immer mehr Informationen momentan. Oder das haben wir gerade dabei. Bis jetzt haben wir nur das in den Exkrementen gesehen, was man unter dem Mikroskop sieht. Aber Gewürzpflanzen oder alles mögliche andere löst sich im Speisetrakt, also im Verdauungstrakt ja so weit auf, dass man es gar nicht mehr sieht. Aber über die DNA ist es noch da. Das heißt, wenn Sie vor 3000 Jahren welche Gewürze sie genutzt haben, aber auch welche Darmparasiten sie gehabt haben und so weiter, das werden wir bald wissen und da sind wir auf einem unheimlich guten Weg und da freuen wir uns schon total. Also das Thema Essen ist für uns noch lange nicht erledigt, da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber ja, geht es davon aus, dass die gewürzt worden sind, also Salz selbstverständlich, Pfeffer wahrscheinlich nicht. Können wir noch nicht sagen, also sie haben Elfenbein da, ja, dann ist Pfeffer, können wir noch nicht nachweisen. Das wäre natürlich eine Sensation. Also wir haben schon Walnüsse da. Das heißt, wir wissen, dass Walnuss nicht da gewachsen ist. Also um 700 vor Christus ist es kein Stress, dass man über die Alpen Walnüsse aus dem Süden nach Hallstatt bringt. Also so wie Elfenbein aus Ägypten kommt, wie Bernstein aus dem baltischen Raum kommt, kommt auch halt die Walnuss zu uns. Also dieses Tal da oben hat wirklich die Möglichkeit, sie alles, was sie wollen, liefern zu lassen und dann auch da zu verwenden. Darf ich noch ganz kurz fragen, Parasiten hast du erwähnt, das kann man nachweisen. Ja. Gibt es da Vermutungen, dass man da irgendwie entgegenwirkt mit irgendwelchen Kräuterkuren oder mehr oder weniger erfolglos? Oder wie hat das ausgeschaut? Also sie haben schon einen Teil des Mechanismus verstanden gehabt. Also wir finden regelmäßig Spulwurm, Bandwurm, Beitschenwurm und jetzt haben wir ein paar andere auch noch dabei bei der DNA. Und die Kollegen, die am Dürnberg drüben forschen, haben es schon geschafft zu sehen, dass da Exkremente dabei sind, wo sehr viele Wermutbollen drinnen sind. Wermut ist ein Kraut, das in der Lage ist, die Würmer kurz zu betäuben und dass man sie ausspülen kann. Also wenn man einen sehr hochdosierten Wermuttee trinkt, ist die Vermutung, dass man seine Würmer mal eine Zeit lang los hat. Aber wenn man vor 3000 Jahren nicht weiß, wo man die Würmer her hat, hat man sie bald wieder, aber bis dann der Befall wieder wirklich dramatisch ist, dauert schon. Also das schwächt ja einen Körper.
Ja, klar. Ja, kann massiv. Also gerade Spulwürmer und so, die können dann gescheite Probleme machen. In unseren Lebensbildern haben wir Leute dargestellt, die sich wirklich krümmen und denen es nicht gut geht. Aber ja, wenn du nicht weißt, woher, was müssten tun. Aber sie haben schon gewusst, wie sie darauf reagieren. Ernährung, du hast gesagt, dieses Richard, glaube ich, wird ja heute noch gegessen, ähnlich. Ja. Wie hat es sonst ausgesehen? Also was haben es? Schinken, Wurst, Käse, Fleisch, da gibt es ja... Fleisch können wir schon nachweisen. Bei den anderen Geschichten, da müssen wir noch warten auf die DNA. Du hast gerade Käse angesprochen. Na, bevor wir auf den Käse gehen, wir möchten noch zurück zum Richard. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde es nachher noch einmal ansprechen. Wir haben mehrere Kontinuitäten in der Technik, die sich scheinbar seit der Bronzezeit da gehalten haben. Also, dass diese Speise, das Richard, das die Bergleute gegessen haben vor 3000 Jahren, das isst man jetzt nur in der Region von Hallstatt in den Süden runter, Kärnten, Slowenien und so weiter. Also es wirkt so, als hätten wir da eine Region, die über mindestens 3000 Jahre Techniken, Essenstechniken, Kochtechniken, aber auch handwerkliche Techniken, Tranchiertechniken einfach weitergibt. Also unheimliche Kontinuität. Und das zu erforschen, ist auch total spannend. Aber jetzt gehen wir endlich zum Käse. Genau, du hast meine Überleitung abgestochen. Naja, wir kommen ja trotzdem zum Käse, oder? Ja, genau. Ja, wir finden in Hallstatt regelmäßig solche Schachteln. Schaut aus wie eine normale Spanschachtel. Aber die Spanschachteln sind was Besonderes. Normalerweise macht man Spanschachteln in Mitteleuropa aus Fichten oder aus Tannenholz, also aus Weichholz. Das lässt sie gut spalten und lässt sie dann auch gut birgen. In Hallstatt sind alle Schachteln, die Wände, also die Zagen dieser Schachteln, sind aus Eschenholz. Und wir haben uns wirklich lange nicht auskennt, wie das funktioniert. Es ist immer ein Jahrring von der Esche und wir haben jahrelang herumdiskutiert, was ist das, wo kommt das her, wie funktioniert das. Und erst durch den Kontakt mit einem Handwerker da aus Gäusern haben wir dann verstanden, was das Ganze ist. Warum Handwerker aus Gäusern? Ja, ganz einfach. Es gibt in der Region noch Leute, oder gab noch Leute, die Späne gemacht haben, Körbe gemacht haben zum Holztransport, fürs Brennholz auf die Berghäuser zum Beispiel. Und diese Späne sind in der Gegend bis vor kurzem aus Eschenholz gewesen. Also ähnliche Späne, wie man sie da für die Spanschachteln aus der Zeit um 700 vor Christus haben. Und erst der Kontakt mit den Handwerkern da am See hat es uns ermöglicht zu verstehen, was da wirklich das Geheimnis aus diesen Spänen ist. Und das wollen wir im nächsten Film kurz zeigen. Das heißt, da haben wir wieder eine Geschichte, eine Technik, wo wir eindeutig sagen können, das haben wir schon vor 2700 Jahren. Und das hat bis jetzt da in der Hallstatt oder rund um den See überlebt und ist jetzt gerade am Aussterben. Also wir sind jetzt gerade in einer unheimlich spannenden Zeit. Es verändert sich derartig viel. So viele Techniken sind am Aussterben, ob das jetzt die Seilerei ist, ob das das Spandelmachen ist. Gleichzeitig, wo so viel gerade schon oder gerade noch am Aussterben ist, haben wir auch die Möglichkeit, unheimlich viel zu vermitteln. Das heißt, mit den neuen digitalen Techniken haben wir auch die Chance, dass wir historisches Wissen weitertragen und an die nächsten Generationen weitergeben. Traditionen weitergeben, Welterbetag, das ist einer der Gründe, warum wir da sind. Und dieses Traditionen weitergeben ist ein Grund, warum ein Kollege von uns auf der BOKU, Bodenkultur, das Netzwerk Historische Holzverwendung gegründet hat. Es geht uns darum, wirklich solche Techniken, die über Jahrtausende tradiert worden sind, jetzt nicht sterben zu lassen, sondern zu schauen, ob da Möglichkeiten sind, dieses Holzwissen auch in die Zukunft zu tragen. Aber jetzt schauen wir uns einmal kurz den Film an, wie wir auf diese Spanschachteln und wie wir mit diesen Körben umgehen. Ja, du gehst so halt.
Schon einen Deckel mit Rauten gibt es schon. Das wäre der da. Ja, wobei die fast quadratisch sind. Mhm. Also ja. Eher so zum Teil. Ja, perfekt. Super. Wie löst sich das Salz? Sehr super. Ja. Da wirkt es fast so, als wäre das Muster ausgespart, dass der Deckel einpasst. Also eigentlich Muster und Bindung und Nagelung vom Brett wäre für mich jetzt beim dünnen Teil, also beim Deckel, geklärt. The use of ash splint for packaging started more than 3,000 years ago. Maybe we can improve this technique and use it in future for sustainable packaging as well. Okay. Ja, also jetzt sind wir bei den Eschen gewesen und eben ein Thema, das heißt, Holzwissen hat sich da rund um den See über ja, mindestens 3000 Jahre gehalten, eben von den Spanschachteln aus dem Bergwerk bis jetzt zu den Spankörben. Das ist insofern spannend, weil diese Technik, die wir gerade im Film gesehen haben, dass man die Eschen zerklopft und diese Späne macht, die gibt es wirklich nur da im inneren Salzkammergut bis in die Fichte. Dann gibt es südlich von Wien einen kleinen Bereich und dann gibt es ein paar Gruppen in Nordamerika, die das nutzen. Aber die Technik ist genial und einfach, wie wir gerade gesehen haben. Die Eschen kommt in die gemäßigten Zonen rund um den Globus vor. Das heißt, eigentlich konnten alle Menschen diese Technik nutzen, um diese Späne zu machen. Und die Späne sind total flexibel und zach. Das sind wesentlich zacher wie Haselnussspäne oder Weidenspäne. Aber eben nur da in der Gegend und in Nordamerika gibt es das. Also total spannend, dass das sonst nicht weiter verbreitet ist. Und eigentlich könnte man jetzt gleich die Überleitung machen zu einer anderen Geschichte, wo wir traditionelles Holzwissen haben.
Da muss ich wieder ein Originalstickel holen. Mir war jetzt nichts eingefallen als Überleitung, aber... Darf ich mal selber machen? Bitte, ja. Das, was wir da haben, das ist eine sogenannte Wieden, kommt von Winden wahrscheinlich. Das drum ist auch 3000 Jahre alt und das ist eben die einfachste Form von Bindematerial, das es gibt. Es ist einfach ein Ast, heiß gemacht und im heißen Zustand eindraht und dann wie ein Seil oder wie ja, ein Kabelbinder verwendet. Welcher Holz? In dem Fall ist es... Nein, das ist irgendein Stauden, es ist analysiert, ich habe mir jetzt aber bei dem die Analyse nicht gemerkt. Wir sollten nachschauen. Ja. Dafür gibt es eine Datenbank. Aber wie man genau solche Eintratenäste macht, ich habe einen nachgemachten mit, solche Eintratenäste werden heute noch genutzt für Binderzäune. Das heißt, man tut die Zaunstempel damit zusammenmachen und erzeugt damit eine extrem widerstandsfähige und stabile Verbindung. Und wie man das macht, zeigen wir jetzt in einem Film, den wir gemeinsam mit dem Freilichtmuseum, im österreichischen Freilichtmuseum Stübing gedreht haben. Los geht's. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, wie man so einen Binderzaun macht. Das heißt, der Bogen, den wir geschlagen haben von der Wiede aus dem Bergwerk vor 3000 Jahren zu einem Zaun, wie sie heute noch gemacht werden und eben wie man mit Hitze die Äste vertragen kann. Und die Technik, dass man mit Drahte Äste was macht, die hat sich in Hallstatt bis vor kurzem gehalten. Das, was wir da haben,
Das sind ganz spezielle Wieden, die heißen in Hallstatt nicht Wieden, sondern Reiden. Das sind sogenannte Reiden, die hat man genutzt, um das Stehruder auf der Fuhr, also am Ruderboot anzumachen. Und diese Reiden, die sind alle aus wolligem Schneebaul, wie Burnum lantana. Das ist ein elastisch, total elastisches Holz. In Hallstatt heißt der auch nicht Schneeball, sondern heißt der Reidenstauden, weil man eben die Reiden draus macht. Das heißt, die Technik, dass man ein Drahtäst nimmt und damit was ganz, ganz Zaches und Dauerhaftes herstellt, auch da haben wir die Vermutung, dass das von der Bronzezeit, also vor 3000 Jahren bis vor kurzem weitergeht. Und ja, jetzt wird natürlich das Fuhrruder meistens mit Kunststoffseil oder was anbunden, aber bis vor kurzem hat man noch Reiden aus Eintradeäst gemacht. Das heißt, ja, wir haben da wirklich eine einmalige Landschaft, wo sich sehr, sehr viel über die Jahrtausende weiter tradiert hat. Und ja, wir sehen es auch als unsere Aufgabe, viel von dem Wissen einfach an die nächsten Generationen weiterzugeben. Aber eben, ja, Welterbetag war ja einer der Gründe, Welterbe bewahren, Welterbe weitertragen, und das wollen wir ja machen. Aber bevor wir das Welterbe weitertragen... Absolut, Zeit läuft schon etwas. Ja, ja, genau. Ein sehr interessanter Punkt, der noch offen ist, Kleider machen Leute. Ja. Also du wirst uns kein Märchen erzählen, nehme ich an, was über die Kleider der damaligen Zeit, genau, und wie man drauf gekommen ist. Dafür muss ich kurz umgehen zu unseren Puppen. Wir haben eine recht gute Vorstellung, wie die Bergleute vor 3000 Jahren, nein, in dem Fall 2600 Jahren unterwegs waren. Wir finden den Stoff von ihren Kleidern im Bergwerk, wir finden auch den Schmuck. Aber da bin ich nicht der Experte dafür, da schalten wir jetzt zu Carina Gröber ins Naturhistorische Museum. Sie ist Textilexpertin und erforscht seit vielen Jahren die Stoffe und die Tracht der Hallstätter Bergleute. Hallo, ich bin Carina Krömer, ich bin Archäologin und ich arbeite am Naturhistorischen Museum in Wien in der prähistorischen Abteilung. Womit ich mich besonders beschäftige, sind Textilien und vor allem überhaupt die ganze Lebenswelt prähistorischer und auch historischer Menschen, die visuellen Kodierungen, das heißt, was wollte man sich mitteilen mit seinem Äußeren und überhaupt mit der materiellen Kultur. Was ich sehr gerne habe bei uns in der Schausammlung, aber auch in meinem Forschungsprojekt, sind alle Rekonstruktionen von archäologischen Gewändern, weil wir immer wissen wollen, wie haben die Leute früher ausgesehen, was haben sie sich gedacht dabei und ja, einfach wie war so das Erscheinungsbild prähistorischer Menschen. Hier haben wir ein Beispiel, das ist eine eisenzeitliche Rekonstruktion eines Mannes und das Ganze beruht auf verschiedenen archäologischen Funden. Wir haben hier zum Beispiel einen Stoff und diesen hier, die sind 1:1 rekonstruiert nach Stoffen aus dem Salzbergwerk Hallstatt, die man bei uns hier auch in Saal 12 finden würde zum Beispiel. Dann haben wir Gewandnadeln, die verwendet worden sind, um eben die Kleidung am Körper festzuhalten. Das war ganz wichtig, vor allem in Zeiten vor dem Reißverschluss und vor dem Knopf- und Klettverschluss und so weiter, musste man ja auch die Kleidung irgendwie am Körper befestigen. Auch dieser Fund ist nach einem Fund aus Hallstatt und zwar aus dem Gräberfeld. Ja, schwenken wir vom Naturhistorischen Museum wieder zurück nach Hallstatt. Über die Textilien, die wir im Bergwerk finden, können wir sehr gut sagen, welche Farbe die Stoffe haben, aber auch welche Qualität sie gehabt haben, welche Musterung sie gehabt haben. Und auch das sind wieder ganz, ganz spezielle Einblicke in die Welt der prähistorischen Bergleute. Carina Krömer kann mit ihren Kolleginnen herausarbeiten, dass die Qualitäten, die wir in Hallstatt im Bergwerk finden, es gibt in ganz Europa nicht sehr viele Stoffe, die besser, feiner und qualitätsvoller sind als das, was wir im Bergwerk haben. Also diese Gemeinschaft, die da oben lebt, die schafft es, Wein aus Italien zu trinken, den feinsten Stoff, den es in Europa gewebt gibt, zu tragen, Bernstein, Elfenbein, also dieses Tal da oben ist wirklich ganz ein spezieller Platz. Aber nicht nur die Stoffe können wir gut rekonstruieren, sondern auch welchen Schmuck sie tragen haben. Diese Wandspange, die wir da haben, die da extrem herumscheppert, oder die Gürtel oder die Glasperlen, die finden wir nicht im Bergwerk, die finden wir in die Gräber von den Bergleuten. Und das ist das Team rund um Dr. Kern und seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in dem Bereich forschen. Und Hans Rudorfer wird uns jetzt kurz einen Überblick geben, was sowohl im Friedhof los ist, als auch sonst am Berg oben.
Gut, also lieber Hans, ich darf dich herzlich begrüßen zu diesem UNESCO-Welterbetag in Hallstatt. Ich darf dich kurz vorstellen. Du arbeitest im Naturhistorischen Museum Wien, bist ein enger Mitarbeiter von Dr. Anton Kern, der technische Grabungsleiter am Grieberfeld in Hallstatt. Du machst aber nicht nur Ausgrabungen, sondern begleitest auch Sicherungsarbeiten von Wildbach- und Lawinenverbauung, also was da nötig ist. Und heute bist du hier, um uns etwas zu erzählen über die Gräber der Bergleute und über eine Holzkammer im Hochtal, die er vor nicht allzu langer Zeit gefunden hat. Bitte, Hans. So ist es. Hallo, grüß Gott. Ja, das Hallstätter Gräberfeld ist seit langem bekannt. Seit über 150 Jahren wird am Gräberfeld, also Obertage im Salzbergtal, geforscht. Das Ganze hat begonnen, mehr oder weniger mit Zufallsfunden. Es wurde dann systematischer mit Georg Ramsauer, das war ein Bergmeister, also der Leiter des Betriebes, im Jahre 1846. Und zwar hat er beim Schotterabbau neue Gräber feststellen können und hat die ersten systematischen Grabungen veranlasst in Hallstatt. Ich dürfte da mal kurz um die erste Einblendung bitten. Wir sehen hier eine Grafik oder ein Luftbild des Hochtals, des Salzbergtals mit einzelnen Bereichen, wo über die Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte jetzt schon, Grabungen stattgefunden haben. Und zwar, wir haben eben diesen Kernbereich, farblich gut ersichtlich, den Ramsauer bis 1863 ergraben hat. Danach konnten einige Nachfolger das Gräberfeld, den Friedhof, den eisenzeitlichen Friedhof, erweitern oder die Funde noch weiter ausweiten. Es hat dann immer wieder Unterbrechungen gegeben. Seit 1993 aber, oder 92 eigentlich, wird wieder kontinuierlich im Salzbergtal gegraben, und zwar vom Naturhistorischen Museum jetzt. Interessant an dem Gräberfeld ist, also das ist erstens einmal in der älteren Eisenzeit wird dieses Gräberfeld genutzt, und zwar eben in der Hallstattzeit. Und dass es Hallstattzeit heißt, also dass eine Epoche, eine geschichtliche Epoche nach diesem Ort benannt wird, zeigt alleinig schon, wie bedeutend dieser Fundort ist. Also besonders eben durch die Funde, die eben Hans Reschreiter gerade vorhin kurz erwähnt hat, die Bronzen, Keramikgefäße, aber natürlich auch Schmuckgegenstände aus Edelmetall oder eben aus Glas etc. Also es ist irrsinnig weitreichend, das Fundspektrum, erkennt man die weiten Beziehungen, die weitreichenden Beziehungen der Bergleute, der Menschen, die damals eben in der Zeit zwischen dem 8. und dem 4. Jahrhundert vor Christus oben im Salzbergtal bestattet wurden. Bei der nächsten Abbildung bitte sehen wir jetzt ganz kurz, und zwar sind das zeitgenössische Zeichnungen aus der Zeit Ramsauers. Man sieht, dass eben in der Zeit vor über 170 Jahren jetzt schon sehr genau gearbeitet wurde und Bestattungen sehr genau dokumentiert wurden, was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. Also für uns ist es heute ganz strikt, wir müssen sehr darauf achten, alles, was wir aus dem Boden holen, genauestens zu dokumentieren, weil dadurch, dass wir es ausgraben, gleichzeitig eine Zerstörung stattfindet. Das heißt, so wie die Situation vorgefunden wird von uns, wird sie nie wieder existieren. Und so müssen wir heute mit modernen Techniken, mit digitaler Technik so gut wie möglich dokumentieren. Zur damaligen Zeit eben musste man das nehmen, was vorrätig war. Aber anhand dieser Zeichnungen können wir heute noch sehr gut die Befunde Ramsauers und seiner Nachfolger, seiner direkten Nachfolger, nachvollziehen. Sehr wichtig, wenn man über das Gräberfeld spricht, ist eigentlich auch die Bestattungsweise. Also es gibt einerseits Körperbestattungen und zu einem etwas geringeren Anteil sogenannte Brandbestattungen. Der Unterschied ist jetzt aber nicht in einer zeitlichen Abfolge zu suchen, sondern es spiegelt vielmehr wieder die soziale Stellung des Verstorbenen. Und zwar durch die Beigaben konnten wir feststellen, dass Brandbestattungen eher reicher bestattet, mit reicheren Beigaben ausgestattet wurden als Körperbestattungen. Und das ist eigentlich ein ganz logischer Prozess, denn man muss sich nur vorstellen, wie viel Aufwand es bedeutet, einen menschlichen Körper zu verbrennen. Es gibt verschiedenste Versuche, auch im Hallstätter Hochtal haben experimentelle Archäologie stattgefunden.
ja, wo eben versucht wurde, also jetzt keine menschlichen Körper natürlich, sondern tierische Körper zu verbrennen, und man fand heraus, dass irrsinn, also im Vergleich, im Verhältnis, sehr viel Holz benötigt wurde, weil eben eine sehr hohe Temperatur erreicht werden muss, um ein vollständiges Verbrennen überhaupt möglich zu machen. Im Gegensatz dazu, einen Körper quasi im Gesamten, so wie er verstorben ist, in die Erde zu legen, ist relativ einfach. Ne? Das nächste Bild bitte. Hier nun nur ein kleines Beispiel. Also wir haben es ja eingangs erwähnt, beziehungsweise Hans Reschreiter hat das erwähnt, dass das Hallstätter Gräberfeld mit sehr reichen Beigaben ausgestattet wurde oder ist. Dabei sind besonders die Bronzen hervorzuheben. Also der Reichtum an Bronzegegenständen ist fast einmalig. Wir sehen hier einige Beispiele an Trinkgefäßen, Schöpfgefäßen, die uns ganz klar auch wieder die Verbindung zeigen zum Mittelmeerraum. Und zwar war Hallstatt bei Weitem nicht abgetrennt, eine kleine Siedlung irgendwo in den Bergen, sondern sie waren durch den Handel verbunden mit der damals bekannten Welt. Und dadurch, durch den Handel, kamen natürlich Modeerscheinungen, Trends auch nach Hallstatt. Und man sieht das sehr gut an diesen Gefäßen, die eigentlich aus dem Griechischen, wie gesagt, aus dem Mittelmeerraum stammen und in Hallstatt nachgeahmt wurden oder importiert wurden. Am nächsten Bild bitte, das wir jetzt sehen, ist als kleines Beispiel für die Situation, die wir vorfinden, wenn wir Gräber ausgraben, hier eine Bestattung gezeigt mit relativ vielen Keramikgefäßen. An den rechten, an diesen kleineren Gefäßen sieht man auch, dass es sich um Gefäße handelt. An den linken eher weniger, weil eben durch den Druck des Erdmaterials darüber, das sehr flach gedrückt ist und in einem sehr schlechten Zustand ist. Beim nächsten Bild sehen wir aber dann, was daraus entsteht, wenn eben die Restauratoren daran arbeiten. Und das ist eben das Beeindruckende, das ist dann das Resultat, das im Museum zu sehen ist. Aber bis es von der Auffindung eines Fundes oder eines Befundes, also eines ganzen Grabes, so weit kommt, bis es präsentiert werden kann, da steckt sehr viel Arbeit dahinter, und es sind natürlich auch sehr, sehr viele Leute daran beteiligt. Das nächste bitte. Hier sehen wir nun eine Grabungssituation aus dem aktuellen Grabungsschnitt. Das ist zwar jetzt schon einige Jahre her, mittlerweile sind wir hier um einiges tiefer bereits angelangt, aber wir haben hier insgesamt gesehen 9 Bestattungen freilegen können. Man sieht hier verschiedenste Gegenstände, die so auf einer Grabung gebraucht werden. Frischhaltefolie vor allem deswegen, weil die Knochen oder auch gewisse Funde natürlich, sobald sie an der Oberfläche sind, also ausgegraben wurden, sehr, sehr rasch der Witterung ausgesetzt sind und trocknen. Also man muss während der Ausgrabung schon die Funde so gut wie möglich versorgen. Im besten Fall haben wir dann sogar Restauratoren mit auf der Grabung. Das sieht man dann auch, also beim nächsten Bild dann auch nochmal. Auch eine typische Grabungssituation. Also auf relativ engen Raum muss versucht werden, Überreste freizulegen, die häufig in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Die Knochen sind sehr porös, durch die Feuchtigkeit in der Erde vor allem. Auch die Metalle sind in einem schlechten Zustand. Die Keramik haben wir ja gesehen, wie sie teilweise aufgefunden wurde. Und so kann man sich schon vorstellen, dass das Freilegen einer Bestattung oder auch einzelner Funde nur sehr lange Zeit beansprucht. Bei unserem aktuellen Grabungsschnitt ist es jetzt so, dass wir unter diesen 9 Bestattungen, die wir im Laufe mehrerer Jahre freilegen konnten, tiefer gegraben haben. Und zwar so weit, dass wir eigentlich durch eine markante Schicht durchgestoßen sind, die wir jetzt vorerst als den Ausläufer einer Hangrutschung oder einer Mure vielleicht bezeichnen. Und darunter konnten wir dann fette, satte Lehmschichten feststellen, also einen richtigen Letten, in dem sich sogar organische Funde haben erhalten können. Und das stellt jetzt im Vergleich zum Bergwerk eine wirkliche fast Sensation dar, weil organisches Fundmaterial, Holz etc., sich an der Oberfläche eigentlich nur sehr, sehr selten erhalten kann, beziehungsweise gerade auch in so einer guten Form erhalten kann.
Das heißt, in diesem Grabungsschnitt können wir einerseits Gräber der Hallstattzeit, dieser eisenzeitlichen Friedhofsnutzung des Areals feststellen, die circa vor 2500 Jahren in die Erde gekommen sind. Darunter dann ungefähr einen Meter, eineinhalb Meter tiefer, befinden wir uns am Ende der späten Bronzezeit. Das heißt, dieser Holzbau, den wir gefunden haben, stammt aus einer anderen Epoche, von der Nutzung, die die Hallstätter während der Anlage des Friedhofs nicht wirklich was gewusst haben. Wir befinden uns da in einer Zeit ungefähr 3100 vor Christus. Also 1100 vor Christus. Und diese Abfolge, nur um sich das einmal zu verdeutlichen, wird in einem kurzen Film jetzt gezeigt. Eben, es werden zwei Gräber dargestellt, die ausgegraben wurden. Die Details sind jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Und darunter sieht man dann bald, genau, eine zweite Bestattung, die relativ nah darunter lag. Mit Details. Also diese Bestattung wurde ziemlich sicher auf einem Bärenfell bestattet. Und nochmals tiefer nun eben die Umrahmungen dieses Holzbeckens, dieser Holzkonstruktion. Ja, leider Gottes ist es uns bis jetzt noch nicht gelungen, die Verwendung des Holzbeckens festzustellen. Man sieht hier nochmal die weiten Verzweigungen dann. Von Hallstatt ausgehend, das Handelsnetz. Aber es ist uns noch nicht gelungen, die Verwendung, die Bedeutung dieses Holzbaus festzustellen, zu deuten. Wir müssen jedes Jahr hier sehr mühsam und sehr, sehr behutsam vorgehen. Und zwar ist es so, dass wir, ich glaube, das nächste Bild könnt ihr dann schauen. Genau. Also hier sieht man noch einmal den gesamten Befund, das gesamte Objekt. Es handelt sich eben um einen Blockbau. Eigentlich um zwei Blockbauten, und zwar im Äußeren eine umrahmende Konstruktion, die schräg nach unten verläuft. Das heißt, dieser Blockbau wurde ganz eindeutig in eine Lehmgrube eingebaut. Und im Zentrum, oder das wissen wir ja noch nicht, weil eigentlich noch nicht so viel davon ausgegraben wurde, aber wir vermuten einmal, dass im Zentrum dieser umrahmenden Blockbaukonstruktion eine doppelwandige Blockkonstruktion liegt, die mir eben jetzt sieht, und zwar ungefähr 2,5 Meter mal 2,5 Meter groß. Und wir haben das bis jetzt bis auf eine Tiefe von ungefähr 1,5 Meter haben wir das Innere dieses Innenblockbaus freilegen können und konnten dabei jetzt neben weiteren Funden aus Holz, also wieder eine herausragende Sache für Obertaggrabungen, auch sehr viele botanische und auch tierische Überreste feststellen, die natürlich auch sehr wichtig sind, um Umweltbedingungen zur damaligen Zeit deuten zu können und uns auch vielleicht bei der Klimaforschung weiterhelfen können. Man sieht jetzt auf den nächsten Bildern genau auch so wieder, wie mühselig dann die Grabungsarbeit wird. Das war relativ am Anfang noch. Eben, wir können hier eine dieser äußeren Wände, des äußeren Blockbaus sehen, die sehr auffallende dreieckige Einkerbungen aufweisen, die wir bis heute ansonsten in der Form noch nirgendwo feststellen haben können und auch hier die Bedeutung davon noch nicht kennen. Dann am nächsten Bild hier nochmal ein Detail dieser Kerben. Und am nächsten Bild sieht man dann ein Bild aus dem letzten Jahr. Also hier sind wir schon einiges tiefer. Wir mussten uns dann auch immer wieder etwas überlegen, einfallen lassen, wie wir möglichst schonend ausgraben können, denn im Unterschied zu festen Boden ist es im Lehm, im Letten eben so, dass man, sobald man reinsteigt, eigentlich sofort etwas zerstört. Das heißt, wenn wir das Innere des Beckens, dieses 2,5 mal 2,5 Meter großen Beckens ausgraben möchten, waren wir gezwungen, eine Hängekonstruktion uns zu bauen. Und über dieses eben möglich, schwebend über den Befund eigentlich, das Erdmaterial vorsichtig freizulegen. Denn es ist hier wirklich so, dass mit jedem Kellenhub, sage ich einmal, oder mit jedem Mal, wenn man mit der Hand in diesen weichen Lehm fährt, dass irgendetwas ganz Neuartiges auftauchen kann und bei gröberem Umgang mit dem Erdmaterial
es sehr leicht passieren kann, dass eben etwas zerstört wird. Gut. Wir werden diese Grabung heuer weiterführen und hoffen, eventuell durch das Auffinden des Bodens, also durch, zu einem Ende zu kommen. Ansonsten werden wir auf jeden Fall hier die Grabungen beenden müssen, weil wir einfach schon so tief unter der Erde sind, also es wird schon zu gefährlich. Und in den nächsten Jahren werden wir sicher versuchen, hier weiter diesen Befund in weitere Richtungen zu erforschen. Aber wie gesagt, wann wir endgültig dann sagen können, um was es sich handelt, könnte noch einige Zeit dauern. Gut, Hans, vielen Dank. Es ist zwar unwissenschaftlich wahrscheinlich, aber gibt es Vermutungen? Also das ist ja nicht, das wird ja irgendeinen Sinn gehabt haben. Kannst du da schon was dazu sagen? Oder? Ja, also das Naheliegendste in Hallstatt wäre natürlich an ein sogenanntes Surbecken zu denken. Also das sind Pökelwannen, die verwendet wurden, eben auch in dieser Zeit. Wir kennen aus dem Hallstätter Hochtal gut ein Dutzend dieser Konstruktionen. Eben dabei handelt es sich auch um Blockbauten, also Blockholzbauten aus der späten Bronzezeit, die aber eindeutig zum Einpökel, zum Einsuren von Schweinefleisch verwendet wurden. Bei diesem Becken ist es jetzt so, dass wir einige Merkmale daran feststellen haben können, die uns aus den bisher aufgefundenen noch nicht überliefert sind. Und uns fehlen auch die eindeutigen Funde dafür. Also deswegen sind wir eben bei der Interpretation des Befundes noch sehr vorsichtig. Eventuell handelt es sich auch um irgendeine Lagerstätte, um irgendeine Vorratsstätte für das Salz oder für das Hauklein, was aus dem Berg gekommen ist. Also es lässt sich hier in verschiedenste Richtungen denken. Das Schwierige ist halt immer das in der Archäologie, aus der heutigen Sicht oder aus dem, was wir kennen, aus der Gegenwart, beurteilen zu wollen, ja, was es in der Vergangenheit war. Also es ist theoretisch möglich, dass es sich um etwas ganz, ganz anderes, um etwas vollkommen Fremdes für uns handelt. Aber wie gesagt, es bleibt spannend. Gut, dann sage ich vielen Dank und alles Gute für die kommende Grabungssaison. Wann geht's los heuer in Hallstatt? Es geht immer so Ende Juni, Anfang Juli los. Wir graben dann meistens bis Mitte August. Und wenn Sie in dieser Zeit vorhaben, nach Hallstatt zu kommen, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, auf unserer Grabung vorbeizuschauen. Wenn Sie im Hochtal oben sind, es ist nicht schwer zu finden. Also Sie brauchen nur Ausschau halten nach einem großen weißen Zelt. Darunter befinden wir uns. Und man kann euch ansprechen. Also, ja, nur keine Scheu. Ja. Gut, also mehr Informationen gibt es, glaube ich, auf der Homepage vom Naturhistorischen Museum Wien und auch auf der Homepage der Salzwelten ist, glaube ich, auch das Programm zu finden. Richtig. Gut, Hans, vielen Dank. Danke. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, Stichwort Sedimente, beziehungsweise was können uns Moore, was können uns Moore oder Sedimente über die Siedlungsgeschichte erzählen? Ja. Ich darf dazu recht herzlich begrüßen Kerstin Kovarik, ganz kurz. Sie arbeitet im Naturhistorischen Museum in Wien. Ich bin aber nicht die Kerstin. Ich sehe sie irgendwo im Hintergrund. Oder möchtest du noch was sagen vorher? Also du hast den Forschungsschwerpunkt abgestochen von deiner Kollegin. Der Forschungsschwerpunkt ist, Kerstin Kovarik interessiert sich sehr für die Mensch-Umwelt-Beziehung. Ja. Sie hat zahlreiche internationale Projekte und sie wird uns jetzt verraten, was die Moore bzw. Sedimente über die Siedlungsgeschichte verraten. Ja, gut. Ich muss kurz reinpfuschen, weil ihr habt zuerst gesagt, die ältesten Kabelbinder, die wir in Europa haben, sind aus Hallstatt, aus dem Bergwerk, 3000 Jahre alt, und ich habe zuerst nicht gewusst, wann der Kabelbinder erfunden worden ist. In unserer digitalen Zeit geht das schnell, das heißt 1954 ist das drum zum Patent angemeldet worden. Aber die Vorläufer 3000 Jahre älter liegen da oben im Bergwerk. Kurz, danke für die wesentliche Info. Und das Spannende an Hallstatt ist eben, wir können uns in Detailproblemen mit dem Kabelbinder verlieren, aber wie du gerade anmoderiert hast, eigentlich geht es uns momentan sehr, sehr intensiv um die 7000 Jahre Kulturgeschichte. Und jetzt endlich gehen wir weiter, wie wir diese 7000 Jahre verstehen wollen, erforschen wollen. Und genau, was ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, Michael Strasser kommt gleichzeitig. Ich glaube, Kerstin Kovarik fängt an und dann steigt Michael Strasser mit seinem Wunderbar, Teil dann bleibe ich da. Okay. Kerstin, bitte.
Also herzlich willkommen zu unserem UNESCO-Welterbetag hier in Hallstatt. Bist ja auch ein bekanntes Gesicht hier. Und wie schon angekündigt, wirst du uns etwas über die Moore erzählen im Hochtal. Bitte. Ja, herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Das ist was Besonderes, dass wir hier unsere Forschung vorstellen dürfen, die Forschung, die wir hier in dieser Welterbelandschaft machen. Freut mich auch sehr, dass ich das mit meinem Kollegen Michael Strasser zusammen machen kann. Der wird auch gleich noch sehr viel über Seen und Seesedimente erzählen. Und ich werde jetzt mal ein bisschen allgemein erzählen, was wir eigentlich tun, warum wir Umweltgeschichte erforschen und wie wir das machen. Und dazu würde ich dann gleich einmal mit ein paar Bildern anfangen. Genau, also wir dürfen hier in dieser Landschaft forschen und das ist für uns ein großes Glück, ganz etwas Besonderes. Und wenn wir jetzt mal so hineinschauen in das innere Salzkammergut auf den Hallstätter See, naja, das Erste, was einem wirklich dann einmal auffällt oder was einen dann auch wirklich trifft, ist die Schönheit dieser Landschaft, also natürlich ein wunderbares Naturerbe. Und das, was vielleicht nicht ganz so präsent ist auf den ersten Blick, ist, dass wir es hier mit einer Naturlandschaft, mit einer Natur- und Kulturlandschaft zu tun haben. Eine Landschaft, die über Jahrhunderte und über Jahrtausende vom Menschen verändert und geprägt worden ist. Also wir schauen uns hier wirklich eine geformte Landschaft an. Und uns interessiert eben, wie ist diese Landschaft geformt worden und wie hat sich dieses Mensch-Umwelt-System entwickelt. Und im Grunde ist das für uns heute in der Gegenwart ja eigentlich etwas sehr Vertrautes, dass wir unsere Umwelt beeinflussen. Also das ist ja was, was momentan ein ganz, ganz starkes Thema ist. Das beschäftigt uns sehr, das betrifft uns sehr. Wir verändern den Planeten in einem wirklich substanziellen Ausmaß. Und das hat der Mensch eben schon sehr lange gemacht. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir das heute sehen, aber die Eingriffe des Menschen in seine Umwelt, die sind auch schon vor 4000 Jahren oder vor 3000 Jahren wirklich enorm. Was machen die Menschen? Waldwirtschaft, Handwerk, Bergbau, Metallhandwerk, aber auch Landwirtschaft, Weidewirtschaft und auch die Mobilität des Menschen getragen durch Tiere oder die menschliche Arbeitskraft selbst. Das sind alles Dinge, die die Landschaften vor Jahrhunderten und Jahrtausenden verformt haben, auch verändert haben. Und diese Spuren dieser ganzen Aktivitäten, die haben sich in die Landschaft eingeschrieben und diese Spuren können wir lesen. Und das ist das, was wir hier eben in Hallstatt und in dieser weiteren Region auch versuchen zu tun. Und uns interessiert natürlich auf der anderen Seite auch, jetzt ist es ja nicht nur der Mensch, der die Umwelt beeinflusst, sondern es gibt zahlreiche Umwelteinflüsse, die für menschliche Gesellschaften ganz, ganz wesentlich, ganz prägend sind. Sie können krisenhaft oder sie können positiv sein. In jedem Fall gibt es permanent Umweltimpulse, die auf prähistorische und unsere allen Gesellschaften wirken. Und das interessiert uns, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, und das ist eben das, was uns interessiert. Diese Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt und wie sich dann eben diese Systeme verschmolzen und weiterentwickelt haben. Das wollen wir erforschen und das tun wir ganz aktuell in einem interdisziplinären Projekt, das am Naturhistorischen Museum in Wien läuft, mit sehr vielen Partnern, unter anderem eben mit meinem Kollegen Michael Strasser von der Universität Innsbruck, mit denen wir sehr, sehr viel zusammen forschen und die selbst hier in der Gegend auch tätig sind. Und finanziert wird das Ganze von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in den Earth System Sciences. Und das ist ein ganz tolles Forschungsprogramm, muss ich auch sagen, wo man eben sehr interdisziplinär arbeiten kann. Und das ist eine ganz großartige Sache, weil das schlussendlich das ist, was uns weiterbringen wird. Die Zusammenschau und die Zusammenarbeit vieler verschiedener Quellen und vieler verschiedener Disziplinen. Und gerade Seen sind eine Sache, die ungemein viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreffen und interessieren, weil das hier wirklich so Schatzkammern an Informationen zur Umweltgeschichte sind. Aber wir interessieren uns nicht nur für Seen, wir interessieren uns auch für andere Landschaftselemente. In Face-Alps sind wir momentan auch sehr mit dem Hallstätter Hochtal befasst und schauen uns im Hochtal Reste von prähistorischen Massenbewegungen, also von großen Erdrutschen an. Und versuchen hier gemeinsam mit der Geologischen Bundesanstalt zu verstehen, wie groß diese Massenbewegungen waren, also was für Volumen hier gerutscht sind und in welcher zeitlichen Abfolge. Dazu führen wir geophysikalische Messungen durch, bohren aber auch durchaus einmal in diese Massenbewegungskörper hinein. Und diese Frage der Massenbewegung können wir nicht nur im Hallstätter Hochtal verfolgen, sondern dazu können wir dann auch wieder in den See gehen und uns hier mal genauer anschauen, welche Spuren sich von prähistorischen Extremereignissen erhalten haben.
Und zu diesem Zweck haben wir 2017 mit einem Fächerecholot den Boden des Hallstätter Sees hochauflösend vermessen und haben jetzt Daten, aus denen wir sehr genaue Geländemodelle des Seebodens errechnen können. Warum machen wir das? Was ist daran toll? Das Schöne ist, dass sich im Hallstätter See, also dass sich in jedem Seeboden zahlreiche Informationen über Umweltereignisse erhalten. Und mit diesen genauen Daten, die wir jetzt haben, können wir eben diese Geschichte hier rauslesen. Wir können sozusagen dann ein Inventar der Extremereignisse über die letzten Jahrhunderte erhalten. Und jetzt blicken wir hier in den Hallstätter See hinein, so wie ihn normalerweise kein Mensch sieht, nämlich ohne das Wasser. Und hier können nun, hier können wir nun herauslesen, was so in den letzten Jahrhunderten an Felsstürzen, Deltazusammenbrüchen und Erdrutschen unter Wasser passiert ist. Und das haben wir dann auch vor einiger Zeit so ein erstes Register dieser Ereignisse in einer internationalen Fachzeitschrift publiziert. Und wo wir jetzt schon hier am Seeboden sind, bleiben wir doch noch ein bisschen da. Wir interessieren uns nämlich nicht nur für die Form des Bodens, sondern wir interessieren uns auch dafür, was sich hier abgelagert hat. Also der Seeschlamm, den man kennt, wenn man in den See hineinsteigt und vielleicht nicht ganz so begeistert davon ist, das ist etwas, da wollen wir ran. Das interessiert uns. Das ist eine super Sache, dieser Seeschlamm. Und warum ist das nun so? In diesem Seeschlamm haben sich zahlreiche Dinge erhalten, die, wenn man etwas über vergangenes Klima oder wie der Mensch seine, die Vegetation verändert hat, Wälder gerodet hat oder wie auch immer in seine Umwelt eingegriffen hat, wenn man da mehr darüber wissen will, dann muss man in diesen Seeschlamm hineinschauen. Sie alle kennen wahrscheinlich dieses Bild im Frühjahr, wenn es dann ein bisschen wärmer ist, als es das jetzt ist, wenn dann der Blütenstaub fliegt und sich der am See ablagert, dieser gelbe Schleim, der dann den See überzieht, der sinkt auf den Seeboden und erhält sich dort. Und Jahr für Jahr für Jahr baut sich hier mehr Schicht auf und bleiben uns mehr Informationen, die wir dann auswerten können. Blütenstaub ist für uns spannend, weil wir uns dann einfach anschauen können, wenn jetzt der Mensch hier in diese Landschaft kommt und beginnt, große Flächen zu roden und dann vielleicht Getreide anzubauen oder auch Vieh zu halten, verändert sich ja die Vegetationszusammensetzung. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich die Zusammensetzung des Blütenstaubs, der da jedes Jahr auf dem See abgelagert wird, dass die sich auch verändert. Und das können eben Spezialisten lesen und rekonstruieren und dann Rückschlüsse darüber ziehen, was der Mensch so getan hat hier rund um diesen See. Und die Technologie schreitet ja derartig voran, dass inzwischen noch ganz andere Dinge möglich sind. Man kann DNA aus den Sedimenten herauslesen und diverse andere Biomoleküle. Also man kann unglaublich viel aus diesem Seeschlamm herauslesen. Das heißt, wir wollen ran an den Schlamm. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie macht man das denn? Weil wir interessieren uns für den Schlamm, der im tiefsten Bereich des Sees abgelagert worden ist, weil dort die Ablagerungsbedingungen am besten sind für unsere Zwecke. Und naja, dazu braucht man erst einmal eine schwimmende Bohrplattform, weil wir ja da durch eine Wassersäule von mehr als 100 Metern durch müssen. Und dann habe ich da ein paar Impressionen mitgebracht. Das sind diese Plexiglasröhren. Damit sticht man den Schlamm aus dem Seeboden. War ich ein wenig zu schnell. Und da sind wir jetzt auf der Bohrplattform. Ein bisschen besseres Wetter hatten wir bei dieser Aktion vor ein paar Jahren. Und das sind jetzt einfach ein paar Impressionen, wie die Arbeit auf der Bohrplattform aussieht. Und hier haben wir jetzt dann auch glücklich einen Sedimentkern nach oben geholt. Da Achim Brauer, der auch an den zukünftigen Bohrungen gemeinsam mit Michael und mir beteiligt ist, schaut da ganz glücklich auf seinen geborgenen Seekern. Und wir sind dann natürlich auch alle ganz happy mit. So schaut dann dieser aufgeschnittene Bohrkern aus. Und da geht es dann los, da werden jetzt die verschiedensten Disziplinen, Botanik, Chemie, Geologie, ganz, ganz viele Leute, DNA-Analytik, geht jetzt an diese Sedimente ran, um hier idealerweise Jahr für Jahr die Informationen rauszuziehen und eben Geschichten zu rekonstruieren, was hier um diesen See und die weitere Region passiert ist mit der Umwelt. Ja, aber Blütenstaub erhält sich zum Glück nicht nur in Seen, sondern zum Beispiel auch in Mooren. Und das ist einer der Gründe, warum wir vor einigen Jahren im Hochtal auch einen Bohrkern aus einem Moor genommen haben und auch das eben auf Blütenstaub und die Veränderungen im Blütenstaub analysiert haben. Und hier sind die Analysen schon abgeschlossen und wir konnten hier zeigen, dass wir im Salzkammergut mindestens 5000 Jahre stetige menschliche Präsenz. Natürlich schwankt die Intensität, aber wir haben hier gut über 5000 Jahre durchgehende menschliche Präsenz
wahrscheinlich noch länger. Die Menschen lassen sich auch von diesen Extremereignissen, die den prähistorischen Bergbau verschütten, nicht vertreiben. Sie bleiben hier. Also eine ganz, ganz hohe Resilienz gegenüber von Extremereignissen sehen wir hier, von krisenhaften Momenten. Gleichzeitig sehen wir auch, dass bereits in der Bronzezeit und in der Eisenzeit mit einem gewissen Gedanken der Nachhaltigkeit und der Vorsicht und des Risikomanagements in die Natur eingegriffen wurde. Das war für uns natürlich ganz spannend. Und auf der Grundlage dieser Daten versuchen wir jetzt eben diese Entwicklung, diese Geschichte, die Verzahnung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt hier in dieser Region zu rekonstruieren, damit wir in Zukunft hoffentlich einmal genauso ein exaktes Bild zeichnen können, wie das hier die Postkarten zu Beginn des 20. Jahrhunderts für uns im Hochtal tun. Ganz sind wir dort noch nicht angekommen, aber wir nähern uns an. Wir haben einerseits ganz, ganz hochwertige, einzigartige archäologische Daten, die uns schon sehr, sehr viel erzählen. Allerdings haben wir Lücken in diesen Daten. Und da haben wir jetzt glücklicherweise den Seekern aus unseren letzten Bohrungen. Der Seekern ist etwa, also der Sedimentkern ist etwa 16 Meter lang und deckt circa die letzten 2300 Jahre ab. Dann haben wir unseren Bohrkern aus dem Moor. Der deckt etwa die letzten 6000 Jahre ab, aber wesentlich gröber, als das Seesedimente tun würden. Und wir sind ja natürlich mindestens an den letzten 7000, vielleicht sogar an den letzten 10.000 Jahren interessiert. Wann kamen jetzt die ersten Menschen wirklich hier in diese Region und haben so stark in die Umwelt eingegriffen, dass wir das sehen? Das können wir natürlich erst erfahren, wenn wir dann einmal einen wirklich langen Seesedimentkern haben. Der muss dann schon die letzten mindestens 7000 Jahre abdecken und doch, Michi, was meinst du, 50, 60 Meter lang sein wahrscheinlich. Und das ist das, was wir eben ab nächster Woche anstreben mit dem neuesten Projekt, das hier wir, das Naturhistorische Museum, die Universität Innsbruck, die Österreichische Akademie der Wissenschaften und zahlreiche andere Partnerinstitutionen angehen werden. Eine ganz neu entwickelte Bohrplattform von der Firma Uvitec kommt hier auf den See und da werden wir hier die nächsten 6 Wochen vor Ort sein und eben versuchen, an den Seeschlamm zu kommen, der die letzten 10.000 Jahre abdeckt. Und damit würde ich eigentlich ganz gerne an den Michael jetzt übergeben, dass der uns noch ein wenig über Seen und über Bohren in Seen erzählt. Ja, vielen Dank, Kerstin. Hallo zusammen. Es ist toll, wieder hier in Hallstatt zu sein. Und eben, also einerseits jetzt einmal für diesen Welterbetag. Danke für die Einladung, dass ich hier kurz zu Ihnen sprechen darf. Aber insbesondere, mein Herz schlägt für das Bild, das du gerade gezeigt hast, Kerstin, mit dieser Bohrplattform, die wir da jetzt dann nächste Woche aufstellen. Hoffentlich schwimmt sie übernächste Woche. Also werdet ihr die dann da draußen sehen. Für die nächsten 4, 5 Wochen werden wir da beschäftigt sein. Eben ich selbst bin Geologe, also ich studiere Sedimentarchive. Die 7000 Jahre sind ein Klacks für mich. Ich interessiere mich auch für Millionen von Jahren Erdsystemgeschichte und so. Aber insbesondere jetzt natürlich mit diesen Seeforschungen, die alpinen Seen sind ein wunderschönes Archiv, eben wie du das gezeigt hast. Ich weiß nicht, ich habe so eine kleine Folie vorbereitet, die so ein bisschen das generelle Konzept der Seegeologieforschung zeigt. Vielleicht kann man die einblenden oder danach zeigen. Genau hier, also so ganz, ganz plakativ einfach, was ist das Konzept? Oder die Seen sind eben zeitlich hoch aufgelöste Archive vergangener Umwelt-Mensch-Umwelt-Interaktionen. Das Klima spielt auf den See rein, die Tektonik, die Gravitation, die verschiedenen Erdsystemprozesse oder eben insbesondere der Mensch auf das Seesystem. Und das wird dann archiviert, Jahr für Jahr werden da kleinste Mengen an Schlamm abgelagert. Und was wir Geologen oder Seegeologen oder eben dann in interdisziplinären Projekten mit Paläolimnologen und Paläobotanikern und Paläoklimatologen, Paläo ist für uns immer das Wort, wenn wir quasi in die Vergangenheit schauen,
Sie kennen vielleicht Paläontologie, eben das ist einfach die Fossilienkunde, aber eben alles, was quasi in der prähistorischen Vergangenheit ist, lesen wir auf den Seen. Und wenn Sie vielleicht einen Klick machen auf der, oder kann ich das selber machen? Ah, danke. Also einerseits, genau, jetzt bin ich schon zwei Klicks gemacht. Also eben, das ist wie das Erdsystem wirkt, oder? Mensch, Klima, Tektonik auf den See. Aber wir haben uns darauf spezialisiert, das umzudrehen, dass wir aus den Sedimenten das herauslesen. Und das kann man eben, wie jetzt auch quasi schon gezeigt wurde, indem wir solche Bohrkerne ziehen. Da ist jetzt leider das hochauflösende Foto nicht ganz zu sehen. Das ist jetzt einfach da dieser braune vertikale Balken. Da sehen wir unsere Schichten. Das sind teilweise im Millimeterbereich kleine Schichten, die eben darauf zeigen, wie hat sich der See, das Wasser bewegt, wie sind da zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Prozessen solche Sedimente abgelagert worden. Und Sie sehen da so symbolisch so eine grüne und eine, was ist das, Cyan, Zickelzackelkurve. Also wir arbeiten da dann auch in unseren Laboren in Innsbruck oder auch in anderen Laboren hochauflösend diese Bohrkerne, die gehen alle durch irgendwelche modernen Bohrkernscanner. Wir haben in Innsbruck die Austrian Core Facility for Scientific Core Analysis, also da machen wir im Mikrometerbereich chemische, physikalische Messungen und das ist dann so ein bisschen die Fieberkurve. Man kann sich das so, ich stelle mir das immer vor als Fieberkurve des Seesystems. Im Idealfall ist der See gesund, ne? dann hat man kein Fieber, aber Sie sehen, dann schlägt die Fieberkurve mal nach links oder mal nach rechts aus und das können unterschiedliche Prozesse sein. Jetzt hier für die letzten 100 Jahre konnten wir das ziemlich gut kalibrieren. Wir sehen die großen Hochwasser, die ja wahrscheinlich für viele Haltstädter, ich sehe, jetzt habe ich da auch einen Rechtschreibfehler, das dürfte natürlich nicht zweimal August 2002 sein, sondern das eine war das 2013er Hochwasser. Und wir gehen so in die Vergangenheit zurück, wir sehen Felssturz oder Felssturzereignisse im Hochtal, die Sedimente in den See transportiert haben. Wir sehen auch die anthropogene Verschmutzung, wir können Bleipartikel messen, in den Sedimenten und wir können auch dann, wenn zum Beispiel irgendwelche Naturereignisse wie Erdbeben den See erschüttern und wieder Sediment umlagern, das erkennen wir alles als sogenannte Ereignislagen in diesen hochauflösenden Archiven. Und eben wie Kerstin jetzt gesagt hat, wir sind hier heute tatsächlich angereist, um natürlich hier teilzunehmen, freut mich sehr, aber auch angereist, um morgen diese Plattform zusammenzubauen. Und das ist wirklich toll, oder? Wir haben, Kerstin hat das gesagt, wir haben jetzt da diesen 1 Meter Bohrkern, der hat etwa 100 Jahre, also das, was wir jetzt quasi publiziert haben, das ist gerade mal 100 Jahre Hallstattgeschichte. Die Kollegen vom GFZ Potsdam arbeiten an einem Kern, da haben sie 2500 Jahre Hallstattgeschichte. Aber der Hallstätter See ist ein Juwel. Ihr seht es ja da hinter mir, oder? Da ist er. Das Naturarchiv ist sehr, sehr einzigartig im ganzen alpinen Raum, weil so viel Sediment pro Zeiteinheit abgelagert wird. Also das Archiv ist sehr hochauflösend. Sie können das vergleichen mit einem Buch, wenn irgendein Historiker sehr viel schreibt, wenn er eben jeden Tag schreibt, was geschehen ist. Genauso ist der Hallstätter See. Er schreibt eben sehr viel in die Sedimente. Das bedeutet auch, dass dieses Buch sehr dick ist. Es ist ein unglaublich dickes Buch, das wir lesen wollen. Und mit bisheriger Technologie konnten wir gerade mal so die ersten 100 oder 200 Seiten von diesem Buch lesen. Aber jetzt haben wir diese neue Technologie und es freut mich insbesondere, also das ist Top-Notch Science, was wir hier machen, wirklich. Diese Plattform, die wurde entwickelt in den letzten 2-3 Jahren, wird zum ersten Mal, und ich habe hier so ein bisschen auf der Seite diese Keypoints, auch auf der linken Seite, das ist tatsächlich die erste wissenschaftliche Tiefbohrung in einem alpinen See weltweit. Das hat es bisher noch nicht gegeben, dass wir da hoffentlich 50, 60, 70, 80, 90, 100, technisch müssen wir bei 100 Meter aufhören, geht nicht, weil einfach
auch da die Technik, aber trotzdem, das wird uns, also wir hoffen auf 50 Meter plus Bohrkerne und so hoffen wir, dass wir dieses Geschichtsbuch des Hallstättersees auf 10.000 Jahre plus eröffnen können. Und das ermöglicht dann uns eben die tolle Zusammenarbeit mit den Archäologen und den Paläobotanikern und den Paläoklimatologen, die wir da alle in einem interdisziplinären Projekt zusammenarbeiten, um dieses Umweltarchiv eben vor den Salzbergbau zurücklesen zu können und dann so Fragen stellen, was hat die Leute dann dazu bewogen, hier hinzukommen? Sehen wir vielleicht klimatische Veränderungen? Sehen wir Umweltereignisse? Oder was hat dann der Mensch aufs Umweltsystem gewirkt? Haben sich die Erdsystemprozesse im Hochtal geändert, weil der Mensch hier hingekommen ist? Was ist Huhn, was ist Ei? Und das ist ganz wichtig im Verständnis unseres Planetens, unserer Erdsysteme, Prozesse, Mensch, Umwelt. Und genau, und das wollen wir erforschen. Und ich sehe, der Hans ist jetzt hier, oder? Wir sind begeistert, auf was da auf uns zukommt. Hoffentlich bekommen wir das alles hin. Technische Challenges. Es wird sicher Up and Downs geben die nächsten 6 Wochen, aber... Ja, es ist wie, wenn man mal zum Mars fliegen will, muss man irgendwo mal beginnen, oder? Und das haben wir hier vor, die nächsten 6 Wochen. Aber wir bohren nicht zum Mars, wir bohren in die Tiefe. Ja, danke Michael. Das war wirklich das absolut Neueste, was jetzt in Bezug auf Forschung oder Erforschung der 7000-jährigen oder vielleicht noch längeren Geschichte des Welterbes ansteht. Morgen geht es da draußen los, ab nächster Woche soll hier die Plattform schwimmen. Und ja, in drei Wochen wissen wir, ob wir es schaffen, oder? Es schaut bis jetzt sehr gut aus, die Vorbereitungen sind perfekt und wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber Welterbe ist nicht nur Erforschung, es ist ein Erbe und wie wir schon in den Einleitungsworten von Bürgermeister Scholz gehört haben, aber auch in den Grußworten von Landeshauptmann Stelzer, Erbe ist auch da, um es zu bewahren, um es weiterzutragen. Wir wollen ja dieses Welterbe, das für die ganze Menschheit da ist, nicht in wenigen Jahren verjubeln, sondern wir wollen dieses Erbe vermitteln und dieses Erbe weiterentwickeln und bewahren. Wir haben uns zur Vermittlung und Erforschung dieses Welterbes beschlossen. Die Bewahrung des Welterbes, da gibt es viele Institutionen und Einzelpersonen und Institutionen, die sich dem verschrieben haben. Wir haben etliche Archive und Museen, die an Hallstatt oder am Welterbe hier arbeiten. Wir arbeiten sehr eng mit dem Museum Hallstatt zusammen, das Musealvereinsarchiv ist ein ganz spezielles Archiv, dazu wird gleich Kustos Virobal was sagen. Wir haben auch sehr enge Kontakte zum Landesarchiv in Linz, eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit, da möchte ich dann gleich im Anschluss einige Daten vorstellen. Und als Abschluss dieses Blocks Erhaltung des Welterbes dann unsere aktuellen Arbeiten im Bergwerk. Aber so übergebe ich wieder an dich. Gut, also noch einmal herzlichen Dank, Michael und Kerstin. Es ist wirklich spannend, was sich hier tut. Aktuelle Forschung passiert hier. Ich darf jetzt recht herzlich begrüßen den Herrn Karl Virobal. Glück auf. Sie sind ja Kustos am Welterbemuseum Hallstatt und sind ja auch bekannt für Ihr Archiv und für Ihre große Sammlung. Vielleicht können Sie uns zu Beginn sagen, also was ist das Besondere aus Ihrer Sicht zum Welterbemuseum in Hallstatt? Das Besondere ist, dass wir in 26, möchte ich fast sagen, kleinen Räumen durch die Zeit führen. Die Zeit beginnt bei der Bildung der Salzlager, zieht sich herauf bis in die Jetztzeit und überall präsentieren wir ein paar Kleinigkeiten. Also auf jeden Fall wärmste Empfehlung, wer es nicht kennt, ist einen Besuch mehr und Welterbe ist mehr als nur ein Urlaubsfoto, ist ja unser Motto heute und das gilt auf jeden Fall für das Welterbemuseum in Hallstatt. Ganz kurz zur Sammlung, also was umfasst die Sammlung alles? Die Sammlung beginnt bei der Entstehung der Salzlager, da gibt es Kleinigkeiten, die gezeigt werden, zum Teil visuell, dann gibt es auch sehr viele geologische Dinge, aber immer in Mini-Format, dann geht es herauf bis zu Ramsauer. Das ist eigentlich das Wichtigste und da möchte ich schon anführen. Unser Museum ist eigentlich entstanden, 40 Jahre circa nach Ramsauer, weil man gesagt hat, alles wird weggetragen, wir haben gar nichts. Und da haben sich honorige Personen zusammengefunden, haben
gesagt, wir möchten in Hallstatt auch etwas machen, und so ist das langsam entstanden. Der wichtigste Mann war ein Obersteiger des Salzbergbaus, der hat begonnen, ein Museum zu gründen, wirklich ein sehr kleines. Es ist dann immer größer geworden und jetzt haben wir 26 Räume. Wir bringen von allem, was bei uns interessant ist, ein bisschen etwas. Nicht viel, aber etwas. Genau, also ich nehme an, das Archiv wird größer sein als das, was Sie zeigen können. Ja, wesentlich größer. Und Sie haben ja auch immer wechselnde Ausstellungen, also gibt es da irgendwelche Ideen? Was ja, immer nicht. Fallweise haben wir Ausstellungen. Wenn irgendein Anlass ist, dann bringen wir etwas dem Anlass entsprechend. Genau, und in diesem Archiv, also kennen nur Sie aus oder gibt es da ein System, wie ist das Archiv aufgebaut? Ist vielleicht ja, spannend. Es ist so. Wir haben sehr viel gesammelt, früher wurde auch gesammelt und im Laufe der Zeit haben wir begonnen, das Ganze digital zu erfassen. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist sehr gut beim Fotografieren, der fotografiert alles und es wird digital erfasst, was wir haben. Also Geräte und verschiedene Sachen, möchte da nicht zu weit greifen. Wir haben sehr viel auch im Archiv. Wir haben auch sehr viele Fotos, circa 20.000, wenn nicht 30.000. Und wir versuchen das alles digital zu erfassen und aufzunehmen, sodass wir auf Knopfdruck zugreifen können. Es ist sehr viel da und sehr viel ist auch noch nicht erfasst. Also das ist der Plan, dass das für die Öffentlichkeit das Archiv zugänglich ist, oder wenn jetzt ein Forscher zu Ihnen kommt und sagt, haben Sie da was? Im Grunde genommen kann jeder haben, was er will. Natürlich, wir verlangen kaum etwas, außer wir haben Ausgaben, dann müssen wir etwas verlangen. Wir sind auch nicht in der Lage, uns ganz selbst zu erhalten. Wir sind ein Verein, der sich bis zu einem gewissen Grad selbst erhält. Aber wenn größere Sachen anstehen, wie die beiden Häuser zusammenführen und verschiedene andere Dinge, wo größere Umbauten sind, sind wir angewiesen auf das Land, auf die Gemeinde und so weiter. Bezüglich Wissenschaft helfen uns natürlich die vom Naturhistorischen Museum. Wir sind alle keine Archäologen, keine gelernten Geschichtler und daher sind wir auf Hilfe angewiesen. Aber ist vielleicht spannend und ich glaube, das Gefühl, oder das kann man durchaus sagen, da gibt es eine gute Zusammenarbeit. Man kennt sich untereinander. Ja, es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit und wir machen das sehr gerne. Im Augenblick sind wir etwas gebremst durch diese Corona-Geschichte, aber es geht schon wieder weiter. Einmal in der Woche kommen wir in der Regel zusammen, treffen uns im Museum und arbeiten ein paar Stunden. Im Augenblick ist es so, dass die wichtigsten Dinge zu Hause gemacht werden. Nachdem ja jeder heute schon einen PC hat, ist das nichts dabei. Das können wir machen und Schriftverkehr und so weiter, das machen wir zu Hause. Gut, Herr Wirobal, vielen Dank und alles Gute für das Museum und für Ihre weitere Arbeit. Danke. Vielen Dank. Vielleicht ein gutes Glück auf. Ein gutes Stichwort. Digitalisierung, also Welterbe-Museum Hallstatt ist hier unterwegs in Richtung Digitalisierung. Auch im Naturhistorischen Museum passiert da einiges. Und es war nur eine kurze Pause für unseren Hans Reschreiter. Er wird uns jetzt wieder was erzählen, wie diese moderne Technologie in der Forschung zum Einsatz kommt. Ja, aber bevor wir das machen, schauen wir noch kurz ins nächste Archiv. Wir bleiben noch beim alten Papier. Wir haben eine unheimlich spannende Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv in Linz und die möchte ich gern kurz ansprechen. Die erste Folie bitte. Wie im ersten Vortrag schon angesprochen, es geht uns darum, die gesamte Geschichte dieses Raums zu erfassen und wirklich die 7000 Jahre, oder wie wir gerade gehört haben, vielleicht werden es 8000 Jahre, 9000 Jahre oder noch mehr Jahre Salzgeschichte zu kriegen. Dafür arbeiten wir mit ganz, ganz unterschiedlichen Quellen. Wir arbeiten ja archäologisch im Bergwerk, wir haben es gerade gehört, wir arbeiten archäologisch im Friedhofsbereich, wir arbeiten mit Sedimentarchiven, ja, wie gerade gehört, da geht es morgen los da draußen, wir arbeiten mit Geophysik und unterschiedlichsten anderen Techniken, aber ganz, ganz wichtige Quellen sind auch das, was man landläufig ja altes verstaubtes Papier nennen möchte. Diese Quellen, die brauchen wir aus einem ganz einfachen Grund.
Wir wollen diese Landschaft verstehen, wie sie ausgeschaut hat vor Autos, vor elektrischem Strom, bevor dieser Bergbau wirklich zugänglich war. Und diese Daten, die kriegen wir aus den Archiven. Sehr viele dieser Fotos, die wir da gerade sehen, stammen aus dem Archiv des Museums Hallstatt. Und diese Fotos und auch Zeitzeugenberichte, die geben uns Aufschluss über eine Welt vor der Industrialisierung. Eben alle Öfen holzbeheizt, alles zu Fuß oder mit Zugochsen unterwegs. Und wir wollen immer tiefer verstehen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen dieser Landschaft. Also was sind die Möglichkeiten und Grenzen dieser Landschaft, bevor es eben Strom- und Verbrennungsmotoren gibt. Und da helfen uns Archivalien unheimlich weiter. Da arbeiten wir eng mit dem Landesarchiv in Linz zusammen. Diese Karte zum Beispiel, eine der alten Grubenkarten 1713, da muss man sich, da gibt es hunderte Seiten von diesem Zeug und da muss man sich durchackern, bis man dann diese kleine Stelle da findet, über dem unteren Haus in der Mitte, diese rote Schrift. 1713 wird hier das erste Mal von einem Hirschgeweihpickel gesprochen. Also das ist der älteste Text, den wir kennen, dass hier von einem steinzeitlichen Fund gesprochen wird. Und genau an dieser Stelle, die hier erwähnt wird, 1713, da wollen wir heuer 308 Jahre später wieder hin. Das heißt, altes Papier, 300 Jahre alt, gibt ganz, ganz entscheidende Hinweise, wo wir weiterarbeiten können. Und die ältesten detaillierten Karten, die wir zu Hallstatt haben, die liegen zum Großteil im Museum in Linz. Das hier wiederum eine Karte von Ritzinger, Bergmeister hier, der hat das komplette Salzbergtal und seine Umgebung genauestens vermessen und kartiert. Man sieht hier wirklich jeden Zaun, jedes Haus drauf. Diese Karte ist so exakt, dass man sie wirklich noch über das Luftbild drüberlegen kann. Das heißt, wenn wir diese Landschaft vor 200, 300, 400 Jahren verstehen wollen, wenn wir das System dieser Landschaft kennen wollen, wenn wir die Möglichkeiten und die Grenzen des inneren Salzkammerguts irgendwie erfassen wollen, eben vor der Industrialisierung, dann können wir das nur mit Archivmaterial. Also dieses alte Papier, das ist für uns nicht altes Papier, das sind wirklich ganz, ganz, ganz wertvolle Quellen, ohne die historische Forschung nicht möglich wäre. Ja, aber warum historische Forschung zu Landschaftsnutzung, zu Klima, zu Umwelt in den Bergen? Kerstin Kuberick hat schon angesprochen, wir wollen das ganze System verstehen, Einfluss Mensch, Umwelt, Umwelt, Mensch. Und nur wenn man dieses System versteht und versteht, wo wir herkommen, was ist die letzten Jahrhunderte passiert, wie hat das Klima uns beeinflusst, wie haben wir das Klima beeinflusst, wie ist diese Landschaft von uns geprägt. Nur wenn wir wissen, warum wir heute hier stehen, wo wir stehen, mit dem Klima, mit den Auswirkungen, dann glaube ich, haben wir auch bessere Chancen zu verstehen, wo es hingeht. Und diesen Weg bis heute, den können wir nur über Archivmaterial fassen. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Karte. Es ist bereits mehrfach die Kulturhauptstadt angesprochen worden. Das Thema ist Wasser und Salz. Das ist die älteste exakte Vermessung des inneren Salzkammerguts, wo alle Wasserläufe drauf sind. Also das ist eine ganz spezielle Karte. Sie deckt genau den zentralen Bereich der Welterbe-Region ab, ist von 1743 und wir sind gerade dabei, diese Karte zu transkribieren und zu veröffentlichen. Das heißt, wenn wir die Geschichte der Namen, der Nutzung des Wassers hier verstehen wollen, auch hier kommen wir um Archivalien nicht herum. Einer der berühmten Hallstätter ist der Mann im Salz, 1734 entdeckt. Das Blatt in der Mitte, das ist der Bericht der Bergleute. In der, glaube ich, 8. Zeile von oben steht ganz rechts Körper und dann geht es weiter von einem Menschen. Das heißt, auch hier muss man sich durch viele, viele, viele Seiten teilweise schwerleserlicher Schrift quälen, um den Mann im Salz und seine Geschichte zu erfassen. Es ist ein Bergmann, der um 662 vor Christus verschüttet wird und dann eben 1734 im Barock wieder entdeckt wird. Diese Entdeckungsgeschichte war bereits bekannt, aber Josef Weichenberger, Mitarbeiter im Landesarchiv, hat vor kurzer Zeit dann noch zusätzliche Daten gefunden. Das Bild auf der linken Seite, das ist das Abmaß, also das sind die Vermessungsdaten, die man beim Fund dieser Bergmannsleiche gemacht hat. Und auf der rechten Seite dann die Beschreibung dazu. Das heißt, da hat sich sowohl Kollege Weichenberger wie auch Hans Unterberger, Marc Schader in Ruhe hier im Bergbau, durch viele, viele Seiten Vermessungstext durchgearbeitet. Und mit diesen Unterlagen sind wir jetzt aber in der Lage,
ja, auf den Meter genau zu sagen, wo ist dieser Mann im Salz gefunden worden, wo hat man ihn entdeckt und ja, vielleicht haben wir die Chance weiterzuarbeiten und noch Kollegen, Kolleginnen von ihm zu entdecken. Also auch das ist nur möglich mit Archivmaterial, das ist nur möglich, wenn dieses alte Papier über Jahrhunderte aufbewahrt wird. Diese Vermessungsunterlagen, die haben jetzt 300 Jahre fast keine Funktion gehabt. Aber mit neuen Fragestellungen plötzlich werden sie brandaktuell und das wäre ohne Archiv nicht möglich. Natürlich sind auch die Vermessungsunterlagen in Linz erhalten. Das heißt, der Mann im Salz und seine Welt, die sind jetzt Jahrhunderte im Archiv gelegen und jetzt geht es wieder weiter, jetzt kommen dann die nächsten Schritte, um ihn immer besser zu verstehen und zu kapieren, was steckt dahinter. Das heißt, die 7000 Jahre oder 8000 Jahre Salzgeschichte erforschen wir mit ganz unterschiedlichen Methoden, aber Archive, Archivalien sind ein zentraler Bereich der Erforschung dieser Geschichte. Jetzt haben wir den Bereich der Erhaltung. Ich möchte noch einen anderen Aspekt ansprechen. Bitte gerne. Möchtest du überleiten? Ja, Erhaltungsmaßnahmen, ich glaube, wir haben es gehört, aber genau. Im Haselgebirge herrscht ein Bergdruck, also sprich, genau. Die Stollen schließen sich. Mhm. Dem muss man entgegenwirken, sage ich mal, genau. an eurer Stelle. Und da gibt es ja eigene Erhaltungsprojekte. Mhm. Vieles vom Weltkulturerbe ist untertägig. Genau, und ja. Da gibt es Projekte, das zu erhalten. Und mit dem setzt du dich auch auseinander. Und ja, wenn wir das Erbe für nächste Generationen bewahren wollen und zugänglich lassen wollen, dann müssen wir was tun. Wie du richtig gesagt hast, die Stollen, die werden durch den Bergdruck immer enger und enger, bis sie irgendwann nicht mehr befahrbar sind. Und wenn wir diesen ganz zentralen Teil des Welterbes auch kommenden Generationen zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir diese Stollen in den Griff bekommen und regelmäßig sanieren. Und jetzt haben wir ein sehr, sehr groß angelegtes Projekt, wo wir mit vielen Partnern gemeinsam dieses untertägige, unsichtbare Welterbe sanieren im Augenblick und für, ja, so wie es ausschaut, die nächsten Generationen bewahren. Und da möchte ich kurz einen Film zeigen, den wir jetzt realisiert haben. Das Hallstatter Hochtal. Hier wird seit der Steinzeit wertvolles Salz gewonnen. Mit unterschiedlichsten Technologien bis heute. 7000 Jahre Salzgewinnung haben hier die älteste Kultur- und Industrielandschaft der Welt entstehen lassen. Weltweit sind nur 4 prähistorische Salzbergwerke bekannt. Sherabad im Iran, Dusdach in Aserbaidschan, Hallein und eben Hallstatt in Österreich. Von der Bronzezeit bis in die römische Epoche sind in Hallstatt ausgedehnte Abbaubereiche nachgewiesen. In den riesigen untertägigen Abbaukammern haben die Bergleute Salz gefördert. Ihre Geräte und Werkzeuge, die zu Bruch gegangen sind oder die einfach nicht mehr benötigt wurden, haben die Frauen, Männer und Kinder im Berg gelassen. Durch die besonderen Erhaltungsbedingungen im Salzbergwerk haben sich tausende prähistorische Gegenstände aus organischen Materialien wie Holz, Fell, Leder und Textil erhalten. Viele Objekte haben nur im Hallstatter Salzbergwerk die Jahrtausende überdauert. Der älteste Rucksack, die ältesten Handschuhe, die älteste Holzstiege Europas. Durch das Salz wird Hallstatt um 800 vor Christus zu einer der reichsten Gemeinschaften in Mitteleuropa. Die außerordentlichen Beigaben in den Gräbern der Bergleute zeugen eindrucksvoll von dieser Glanzzeit. Diese oft einmaligen Funde aus dem Bergwerk und dem Gräberfeld machen Hallstatt zu einem Schlüsselfundort für das Verständnis und die Erforschung unserer Vergangenheit und haben wesentlich zur Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe beigetragen.
Das Schaubergwerk der Salzwelten vermittelt Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt die Einzigartigkeit dieses Ortes. Dieses unter Denkmalschutz stehende Weltkulturerbe ist beinahe unsichtbar. Der Großteil der Welterbefundstellen liegt über 100 Meter unter der Oberfläche dieses Tales. Fast 100 prähistorische Fundstellen sind bisher im Hallstätter Salzwerk bekannt. Sie wurden alle durch die Bergbautätigkeit der letzten Jahrhunderte entdeckt. Viele davon befinden sich in Bereichen des Berges, die vom aktiven Bergbau nicht mehr genutzt werden. Die Stollen, welche zu den urgeschichtlichen Abbauorten führen, laufen Gefahr, ohne regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen in absehbarer Zeit nicht mehr befahrbar zu sein oder sind es bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Um diesen wichtigen Teil des UNESCO-Weltkulturerbes zu erhalten, sind 16 Fundstellen ausgewählt, die den prähistorischen Salzbergbau am aussagekräftigsten repräsentieren. 2017 wurde in einer Kooperation aus Nationaler Koordination für UNESCO-Welterbe, Land Oberösterreich, Bundesdenkmalamt, Naturhistorisches Museum und Salinen Austria AG erfolgreich mit der Sanierung begonnen. Bis 2026 ist damit das Welterbe im Dunkeln wieder gefahrlos zugänglich, wissenschaftliche Forschung im ältesten Salzbergwerk der Welt weiterhin möglich, das Welterbe gerettet und für kommende Generationen gesichert. Ja, also das ist ein Projekt, das wirklich spannend ist und so wie es ausschaut, bis 2024, 2025 haben wir das Welterbe unter Tag wieder so weit im Griff und dann, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass wir dieses unsichtbare Welterbe für kommende Generationen hergerichtet haben und das ist nicht verfault. Und ja, ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg, aber das geht eben nur mit sehr vielen Partnern und ja, das läuft momentan sehr gut. Ich bin ja total stolz drauf, dass wir das machen können und ist auch ein wichtiger Teil, weil wenn das Welterbe im Berg erhalten ist und wir dort die Geschichte des Welterbes im See immer besser verstehen, dann wird das einfach ein Package, wo wir immer mehr dazu sagen können. Und ich habe es erst schon kurz angesprochen, wir sehen Hallstatt als Modellregion wirklich, um Mensch, Umwelt, Umwelt, Mensch, Klima zu verstehen. Und da muss einfach alles zusammenspielen. Und je mehr Daten wir haben und an je mehr Stellen wir gleichzeitig Analysen machen können, desto besser ist es. Also, nein, ich glaube, da ist noch einiges vor uns. Wir sind ja beide noch ziemlich knackig. Da haben wir noch einiges vor. Also danke für die Blume. Da werden wir noch ein paar Geschichten machen. Gut, Hans, sehr, sehr spannendes Thema. Ich möchte trotzdem ganz kurz noch zurückkommen. Mhm. Du hast erwähnt, Hallstätter Spezialitäten, sage ich jetzt einmal salopp dazu. Das klingt was zum Essen. Also du hast diesen bronzezeitlichen Pickel vorgestellt. Mhm. Das ist eine Hallstätter Erfindung. Du hast diesen Handschuh vorgestellt, ja, genau. Aber da gibt es ja sicher noch mehr und es liegt noch jede Menge um uns herum, also kannst du vielleicht kurz das noch erklären könntest. Da habe ich jetzt erst den Faden verloren. Den Pickel haben wir schon gehabt. Das Spezielle am Hallstätter Pickel ist eben, der hat einen, ja, einen Meter langen, sehr dünnen Stiel und diesen ganz, ganz komischen Arbeitswinkel. Das ist insofern spannend, weil die Bergleute, die zur gleichen Zeit im Kupferrevier arbeiten, die haben ganz anderes Werkzeug. Das heißt, das wo Werk ist das Kupferrevier? In Salzburg drüben, Bischofshofen, wo Mühlbach am Hochkönig oder also in Tirol. Nicht so weit entfernt. Nein, wenn man am Blossen geht, sieht man fast um. In einem Tag waren wir drüben. Das heißt, in der Zeit, also um 1200 vor Christus, ist das das Werkzeug, das eigentlich alle Bergleute kennen. Das, also jetzt blöd gesagt, das kommt man in jedem Baumarkt damals kaufen. Die Hallstätter beschließen aber, mit dem wollen sie im Salz nicht arbeiten und erfinden ein Werkzeug, das es zu dem Zeitpunkt in ganz Europa sonst nirgends gibt. Wir haben immer noch nicht ganz verstanden, warum sie derartig einen eigenen Weg mit dem Pickel eingehen. Also das haben wir noch nicht alles verstanden, was da wirklich dahinter ist. Bei anderen Sonderkonstruktionen... Ganz kurz noch zu dem Pickel. Also da steckt das Holz drinnen und hier ist irgendwie rundherum. Genau. Die Kupferbergleute machen es so, dass sie das Kupfer hohl gießen, also den Kupferpickel, Bronzpickel,
und da einfach auf das Holz einen Zapfen drauf machen. Achso, wie kommt denn das Holz so her? Das müssen wir auch noch sagen. Diese Pickelstiele werden immer aus einem Buchen- oder Eichenstamm gemacht und da muss ein Ast im richtigen Winkel weggehen. Das heißt, aus dem Stamm wird der Stiel gemacht und aus dem Ast im richtigen Winkel wird dann dieser Zapfen gemacht. Und die Kupferbergleute machen eben so einen einfachen Zapfen drauf. Die Hallstätter sind der Meinung, nein, das ist ein Blödsinn und müssen wir schon mal runterbringen. Tut er nicht weh. Heint nicht, ne? Die Hallstätter machen es so, dass sie vorn diesen Ast spalten und da dann das Werkzeug draufstecken. Das heißt, das ist viel mehr Aufwand und das Ganze treißt da vorne immer, weil da zu viel Druck kommt. Also sie produzieren eigentlich mehrere Schwachstellen, aber es muss einen Grund gehabt haben, sie behalten das ja mindestens 500 Jahre bei. Also 500 Jahre ist schon lange, da ist es bis Kolumbus zurück. Also da sind wir noch nicht ganz einfach, dass wir verstehen, warum sie das wirklich gemacht haben. Bei anderen ihrer Erfindungen, da kommen wir schon gut weiter. Wir haben mehrere Sachen, die es nur in der Hallstatt gibt. Das da, das sind die Säcke, mit denen die Bergleute vor 3000 Jahren das Salz vom Abbauort, also zuerst wird das Salz mit dem Pickel runtergebrochen und der Transport mit dem Zeug, das geht dann mit diesen Säcken. Das ist jetzt kein normaler Rucksack, schaut zwar aufs Erste so aus, aber das ist ganz was anderes. Es riecht nach Ziege? Nein, ist eine Kuh. Kuh, okay. Oh, das ist ein Rohhaut aus einer Kuh. Und Rohhaut aus einer Kur, Rohhaut von einer Kur. Und das Spannende an diesem Drum ist, es hat nicht zwei Riemen wie ein normaler Rucksack, sondern es hat nur einen Tragriemen und statt dem zweiten Tragriemen den komischen Knüppel da. Und die ersten von diesen Sackeln, insgesamt gibt es 5 komplette von denen im Bergbau, die ersten sind schon vor 140 Jahren gefunden worden. Und seitdem ist er schon bekannt, wie man sie nutzt. Das heißt, man nimmt diesen Sack, gibt den einen Riemen über die eine Schulter und den komischen Knüppel über die zweite Schulter. Das schaut jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt super toll aus, aber das ganz Tolle ist, alle Säcke, die wir haben, haben den gleichen Inhalt. Da passen 20 Liter eine, 20 Liter Salz sind über oder fast 30 Kilogramm. Das heißt, diese Säcke sind so gemacht, dass man 30 Kilo transportieren kann. Normalerweise, wenn du einen Rucksack oder einen Kraxen mit 30 Kilo drauf haben, das abladen, das ist ein ziemlicher Hocken, das ist ein Schaß. Die Hallstätter erfinden diese komische Konstruktion, mit der ist es möglich, dass du die 30 Kilo mit nur zwei Fingern auslässt. Durch das Anmachen von dem Riemen ganz unten kannst du diesen Rucksack mit einer Handbewegung einfach ausladen und er kippt von selber. Damit ist das die einzige Transporteinrichtung, die wir weltweit kennen, wo du keinen Aufwand betreiben musst, damit du die Last los wirst. Wenn du, so wie wir es aus Afrika und Südamerika zum Teil kennen, wenn du einen Korb am Kopf tragst, normal hat man da dann keinen Helm auf, und du willst den Korb ausladen, musst ihn heben und ausladen. Wenn man diese Tragestangen aus Asien hat, die auch bei uns auf der Alm bis vor 100, 150 Jahren üblich waren, dann musst du die Last heben zum Ausladen. Scheibtruchen ist genau das Gleiche, du musst relativ viel Kraft investieren, damit du sie ausladen kannst. Und die Hallstätter beschließen vor 3400 Jahren, nein, das mit dem Kraft investieren, das ist ein Blödsinn, macht man nicht, wir erfinden diese Sackeln. Diese Sackeln sind dann, so wie es momentan ausschaut, 300, 400 Jahre im Einsatz. Dann haben wir wieder auch so eine Unterbrechung durch so einen Erdrutsch. Und obwohl das wirklich eine geniale Erfindung ist, beschließen sie dann, das lassen wir, jetzt fangen wir wieder mit was anderem an. Also da verstehen wir die Bergleute überhaupt nicht. Wir haben etliche Hinweise, dass die gleichen Leute dann weiterarbeiten, aber sie beschließen dann, taugt uns nicht mehr. Und also das Gleiche sagen wir bei den Stoffen. Ja. Wir haben unheimlich fein gearbeitete Textilien, die diese Borten, vor 2 Jahren haben wir wieder eine Neiche gefunden, diese Borten sind dann verstärkt mit Rosshaut, damit sie stabiler sind und damit sie sich am Rand nicht abstoßen. Also das ist wirklich High-Tech, das ist High-End, das ist beste Qualität, die eben da Carina Krömer mit ihren Teams erarbeitet. Aber auch da wird dann die Qualität weniger und
Aber ganz kurz, du gehst von Siedlungskontinuität aus, also dass ja. die durchgehend hier waren und einfach Technologie wechseln. Ja, so wie wir zuerst schon geredet haben, wenn sie so Techniken wie das mit den Spanschachteln und so oder auch das Essen, das Richard und andere Techniken, wenn die über 3000 Jahre gleich bleiben, dann kann das eigentlich nur sein, wenn die Leute vor Ort bleiben. Das geht von einem Handwerker auf den nächsten, von einer Handwerkerin auf die nächste über. Also es schaut momentan alles danach aus, als hätten wir ja, mindestens die letzten 3000 Jahre Leute, die da rund um den See sind und ihr Wissen alle weitergeben. Und die Daten von Kerstin Kubarik mit ihren Teams in die Moore und die Daten, die wir hoffentlich ab nächster Woche da aus dem See haben, sprechen auch in die Richtung, dass dieses Wissen nie unterbrochen wird. Es gibt immer wieder Katastrophen und Umweltereignisse, aber da rappelt sie immer wieder. Hallstatt ist so bedeutend mit dem Salz, dass es da nie eine komplette Pause gibt. Und die Bedeutung vom Salz sehen wir bis vor kurzem. Ich meine, Kaiser Franz Josef fährt extra her, damit er oben den Stollenanschlag macht. Da drüben, gleich am Parkplatz, haben wir Kaiser Franz Josef und Elisabeth, denke ich mal. Das heißt, für den Kaiserhof ist dieser Bergbau so wichtig, dass es ganz klar ist, dass der Kaiser regelmäßig da herinnen ist. Nicht nur, weil er in Ischl zufällig ist, sondern das spiegelt auch die Bedeutung. Also dieser Bergbau ist über Jahrtausende wirklich ein absoluter Hotspot. Na, ganz kurze Frage, oder ich denke, es wird eine kurze Frage. Ja. Frage sicher kurz, Antwort weiß ich nicht. Du hast gesprochen von Arbeitsteilung. Also jeder hat also seine Rolle. Auf was ich hinaus will, ist die Rolle der Frau. Du hast gesagt, Tragen war Aufgabe der Frauen. Ja. Kann man das anhand der Skelette nachvollziehen und der Muskelansätze? Ja. Und war das so, dieser Tragsack, wurde der hauptsächlich von Frauen verwendet? Diese Tragsäcke sind alle aus der Bronzezeit, da haben wir den Friedhof noch nicht gefunden. Wir kennen dann später in der Hallstattzeit, da haben wir den Friedhof. Also in der Zeit wissen wir es noch nicht, aber da sind wir gerade dran mit DNA. Wenn wir momentan so einen Pickelstiel finden, dann nehmen wir schon die letzte Dreckschicht ab. Und wenn ein Bergmann oder eine Bergfrau diesen Pickel vor 3000 Jahren angegriffen hat, dann kleben jetzt noch die Hautschuppen von diesem letzten Menschen, der den genutzt hat, drauf. Und da hoffen wir, dass wir bald so weit sind, dass wir wirklich über die Hautschuppen, die nach 3000 Jahren immer noch konserviert sind, sagen können, okay, dieses Werkzeug hat ein Mann in der Hand gehabt, dieses Werkzeug hat ein Kind in der Hand gehabt. Und da versuchen wir mit DNA immer besser zu verstehen, wer waren die Bergleute. Und da sind wir, glaube ich, am richtigen Weg. Spannend. Ja. Oh ja. Gut, ja. Ich glaube, jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Oh ja. Forschung der Zukunft bzw. moderne Technologie in der Forschung. Mhm. Es ist ja nicht nur klassische Museums, also es wird was ausgestellt, sondern man schaut auch, dass man die Daten, die man erhebt, von möglichst breit zugänglich macht. Absolut, ja. Und dazu gibt es ganz, ganz spannende 3D-Modelle. Mhm. Und vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen, was da. Ich mache nur schnell den Platz frei, dass da nicht alles vollkramt ist. Wir haben es schon oft angesprochen, es geht uns um die Vermittlung des untertägigen Welterbes. Wir wollen wirklich zeigen, was da im Berg versteckt ist. Aber es sind wirklich viele Herausforderungen. Wir sind 100 Meter unter der Oberfläche Minimum. Wir haben enge Stollen, in denen wir arbeiten und aus denen rekonstruieren wir dann riesengroße Geschichten. Aber wie macht man das? Wie können wir das visualisieren, dass das wirklich für die Leute verständlich ist? Und das beschäftigt uns inzwischen seit ziemlich genau 20 Jahren. Die ersten Zeichnungen in die Richtung haben wir 2002 gemacht und da wollen wir immer weitergehen. Und Daniel Brandner hat da wirklich Pionierarbeit geleistet, um da untertägiges Material in den Griff zu kriegen und herzuzeigen. Und er wird jetzt einen Teil seiner Arbeit darstellen. Dann gehen wir weiter. Daniel stellt die Grunddaten dar, wie arbeitet der im Berg, wie setzt der Forschung in 3D-Geschichten um? Und aus diesen 3D-Geschichten kommt dann die VR und aus der VR dann macht man einen Ausblick, wo könnte unsere Forschung hingehen, wo könnte unsere Vermittlung hingehen und was wären die Möglichkeiten, die wir noch sehen. Aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt in den Untergrund und in den virtuellen Untergrund, und wie wir den vermitteln wollen. Genau, auf ins virtuelle Bergwerk. Also, wie du bereits angesprochen hast, der große Teil des Welterbes ist natürlich verborgen im Bergwerk, für nur sehr wenige Leute sichtbar. Und deswegen
setzen wir sehr viel eben daran, diese Fundstellen, die im Bergwerk sich befinden, an die Oberfläche zu bringen, auf virtuelle Art und Weise. Es ist nun so, dass im Salzbergwerk über 100 Fundstellen bekannt sind, die der Bergbau über die letzten Jahrhunderte entdeckt hat. Und diese 100 Fundstellen verteilen sich über einen großen Bereich, wobei man eben sagen muss, dass die einzelnen Fundstellen sich zu größeren Gruppen gruppieren lassen. Das ist möglich aufgrund der Dendrochronologie, über die wir hier nun verschiedene einzelne Fundstellen verknüpfen können. Und um diese Fundstellen nun auch befahrbar zu machen, virtuell befahrbar zu machen, haben wir sehr viel moderne Technik nun ins Feld gebracht. Genau, wir sehen hier das Hallstätter Hochtal von der anderen Seite. Die Fundstellen sind verborgen im Bergwerk. Wir sehen hier einen Überblick über die 100 Fundstellen, die der moderne Bergbau aufgeschlossen hat. Aber eben, wie gesagt, es ist hier eine spezielle Situation vorhanden. Es sind keine Hohlräume mehr vorhanden. Es ist nicht so wie bei einer Höhle, wo man hineingeht und den gesamten Hohlraum gleich offen sieht. Es hat, wie bereits mehrfach auch ins Thema gebracht, mehrfach große Hangrutschungen im Hallstätter Hochtal gegeben, wodurch alle geschaffenen Abbauhohlräume mit Material von der Oberfläche verfüllt sind. Alle anderen Hohlräume wurden über die Zeit durch den im Haselgebirge vorhandenen Gebirgsdruck wieder verschlossen. Und dadurch gibt es nur vergleichsweise einen kleinen Einblick in diese riesengroßen Strukturen, die wir hier im Salzbergwerk vorliegen haben. Die hauptsächliche Erschließung erfolgt über Forschungsstollen und Kernbohrungen von Seiten der Archäologen. Aber diese Aufschlüsse sind auch im Vergleich zu den riesigen Strukturen sehr klein. Es fehlt der Überblick und der größere Zusammenhang im Bergwerk ist sehr schwierig zu erschließen. Es gibt aber sehr viele Daten, die wir in diesen 3D-Hohlraum, in diesen Hohlraum einbinden können und wollen. Und um sozusagen nun diese räumliche Enge des Bergwerkes zu überwinden, haben wir uns dazu entschlossen, einen digitalen Zwilling sozusagen des Bergwerkes im Bereich der prähistorischen Fundstellen zu schaffen. Da haben wir gemeinsam mit Technikern der Saline 4 Kilometer des modernen Stollensystems dreidimensional gescannt, die archäologischen Fundstellen hochauflösend fotogrammetrisch dokumentiert, also mit insgesamt 60.000 einzelnen Fotografien hochauflösende Modelle der archäologischen Fundstellen angefertigt. Und es ist uns nun möglich, mit diesem digitalen Zwilling sozusagen auch eine große Menge an 2D-Daten einzubinden. Es gibt eine über 140-jährige Forschungsgeschichte im Salzbergwerk, die uns sehr viele Datenpläne hinterlassen hat, die wir nun auch hier in diesem Plan einpflegen können. So können Fundstellen, die schon lange nicht mehr befahrbar sind, wie man hier zum Beispiel sieht, eine bronzezeitliche Fundstelle im Bereich des Apoldwerkes, die 1880 ausgegraben wurde. Diese Fundstelle können wir aufgrund der perfekten Dokumentation der Bergleute damals wieder rekonstruieren im dreidimensionalen Raum. Aber auch die Einbindung von moderneren Grabungsplänen, die archäologische Forschung hat ja bereits in den 1960ern von Seiten des Naturhistorischen Museums begonnen und auch sehr viele Zeichnungen, Profile und so weiter hinterlassen, die wir, wie wir hier eben sehen können, bei einem großen eisenzeitlichen Abbauhohlraum genau dreidimensional verorten, einbinden und somit alle Informationen zusammenführen. Bereiche, die nicht mehr befahrbar sind, von denen wir aus historischen Quellen von Fundstellen wissen, haben wir mit alten Grubenkarten rekonstruiert und Daten von Kernbohrungen, wie man hier auf der rechten Seite sehen kann, ermöglichen ebenfalls ganz gezielte Einblicke auf die Ausrichtung prähistorischer Fundstellen im Bergwerk.
Wie bereits erwähnt, aufgrund der dendrochronologischen Daten, die von der Universität für Bodenkultur erhoben worden sind, können wir die einzelnen Fundstellen in ihrem zeitlichen Rahmen einordnen, und über das ergeben sich sozusagen dann gemeinsam in dem kompletten Überblick oder in der Zusammenschau dieser verschiedenen Daten die Rekonstruktionen der ehemals vorhandenen Hohlräume, die, wie bereits erwähnt, mittlerweile komplett aufgefüllt sind mit Tagmaterial. Zwischen diesen einzelnen Aufschlüssen, die wir eben durch archäologische Forschungen, aber auch eben durch den historischen Bergbau haben, müssen wir natürlich bei der Rekonstruktion interpolieren. Das wird zum einen möglich durch geoelektrische Messungen zwischen den unterschiedlichen Stollen von Seiten der Geologischen Bundesanstalt, sowie auch durch geologische Horizontaufnahmen des Bergbaues, denn nur in ganz speziellen Bereichen, nämlich dort, wo die reichsten Mittel, das reichste Kernsalz vorhanden ist, haben sich auch diese prähistorischen Bergbaue bewegt, die ja das Salz trocken abgebaut haben. Ja, und so sieht man hier einen ersten Überblick sozusagen über den aktuellen Stand der Rekonstruktion im Bereich der eisenzeitlichen und bronzezeitlichen Bergbaue. Einen Durchschnitt durch den Berg, das werden eben diese bunt eingefärbten Hohlräume und eben in weiß dargestellt die historischen Stollen, die diese urgeschichtlichen Bergwerke erschließen. Aber begeben wir uns nun auf eine Reise, auf einen Flug in diesen Berg, wenn es funktioniert. Genau. Also wir fliegen direkt in das Hallstätter Hochtal hinein. Wir haben das Video bereits bei Hans gesehen. Wie machen wir aber nun diese Videos? Wie kommen diese Daten zustande? Wir haben ja die historischen Stollen, wie bereits angesprochen, gemeinsam mit Technikern der Saline gescannt. Das sind insgesamt 4 Kilometer. Da kommen die historischen Grubenpläne, mit Hilfe derer bestimmte Teile des Bergwerkes rekonstruiert werden haben können, die mittlerweile nicht mehr begehbar sind. Und da fliegen wir in einen Bereich nun, der fotogrammetrisch hochauflösend dokumentiert worden ist, eine Grabungsstollen im Bereich einer bronzezeitlichen Abbaukammer. Es sind hier ungefähr 25.000 Fotos, die diese hochauflösenden Modelle ermöglichen. In weiß dargestellt die Kernbohrungen, und diese Daten zusammen ergeben eben dann die Möglichkeit, den Hohlraum zu ergänzen. Es kommen noch weitere Fundstellen darüber und darunter hinzu, wodurch sich diese Hohlräume weiter verfolgen lassen. Hier fliegen wir nun im Bereich des eisenzeitlichen Abbaus, wo wir komplette Querschnitte haben durch diese eisenzeitliche Abbaukammern. Auch hier, wo ein moderner Schurf eine eisenzeitliche diese gleiche Abbaukammer durchquert. Und man sieht schon, es gibt sehr viele unterschiedliche Aufschlüsse, die sich aber zu einer großen Abbaukammer gerade in diesem Bereich gruppieren lassen. Wenn man ihn so einer Stelle steht, hat man natürlich nicht den Überblick, hat man natürlich nicht die Möglichkeit zu sehen, wo geht die Geologie weiter, wo befinden sich die anderen Fundstellen. Aber genau hier in der Zusammenschau der verschiedensten Daten ist es möglich, diesen Hohlraum hier zu rekonstruieren. Und man darf nicht vergessen, es sind dies die größten von Menschen geschaffenen Hohlräume der damaligen Zeit, die wir aktuell kennen. Und diese zu erschließen, ist auf diese Weise, auf diese Art und Weise nun wirklich gut möglich, und diese zu präsentieren, ist natürlich auch eben aufgrund dieser Datengrundlage gegeben. Wenn man jetzt nun selbst einen Teil unserer Forschungsstollen und einen Teil des bronzezeitlichen Bergbaues im Salzbergwerk erkunden möchte, gibt es die Möglichkeit, online unter dem eingeblendeten Link auf der Homepage Sketchfab selbst einen Teil unserer Forschungsstollen zu befahren, sich dort mit weiteren Informationen zu versorgen. Und in diesem Bergwerk, in diesen Forschungsstollen, finden sich auch einzelne archäologische Funde an den Originalfundplätzen. Und wenn man diese anklickt und den Link dort findet, ist es sogar möglich, eben sich auch diese einzelnen speziellen Funde hier anzusehen. Wie zum Beispiel, wenn man hier sieht, den ältesten Handschuh
an dem Platz, wo er gefunden wurde, oder auch hier auf der rechten Seite eben genau so einen, eine Hallstätter Spezialität, den bronzezeitlichen Pickel mit weiteren Informationen, warum wir diese Schäftung wie rekonstruieren können aufgrund der verschiedenen Funde aus dem Bergwerk. Einen ganz besonderen Fund wie diesen Holzkübel, den wir vor 2 Jahren bergen durften, kann man sich aus verschiedensten Perspektiven ansehen, jede einzelne Flickung sich durchsehen, und ja, da muss man sich einfach etwas auf Erkundungsreise durch den Bergbau, durch unsere Forschungsstollen im Bereich Christian von Duschwerk begeben. Es gibt natürlich sehr viele Strukturen im Bergbau, die wir dokumentieren können. Vieles ist aber bereits in einer Versturzlage zum Beispiel, einiges muss rekonstruiert werden, und das betrifft zum Beispiel diese Schacht, also diese Schachteinbauten, mit denen die prähistorischen Bergleute von der Oberfläche in die Salzabbaukammern gekommen sind. Die liegen verstürzt auf dem Boden der Abbaukammern, und da haben wir sehr viele verschiedene Quellen verwendet, um diesen Schachteinbau in 2 plausibelsten Art und Weisen zu rekonstruieren und nachzubauen, und das auch aus einem ganz speziellen Zweck, denn wir haben diese Hohlräume im Bereich der Bronze, des bronzezeitlichen Bergbaus gemeinsam mit Technikern mit Leben gefüllt, und da wird sehr viel mehr Information benötigt, sehr viel größeres Detail muss hier dargestellt werden, und um hier möglichst auf dem Boden der Tatsachen, auf dem Boden der Fakten zu bleiben, haben wir eben versucht, so viel Informationen wie möglich dort zusammenzunehmen und dort zu rekonstruieren. Ja, hier abschließend zeige ich noch einen kurzen Überblick, bevor nun die Reise weitergeht in die bereits angesprochene VR-Darstellung, wo wir diesen Hohlraum mit Leben gefüllt haben. Und ja, darf das Wort wieder an den Hans weitergeben. Okay, herzlichen Dank. Ja, du hast es bereits angesprochen. Uns geht es bei der Vermittlung und bei der Visualisierung darum, nicht irgendwelche Fantasiedaten zu transportieren, sondern wir wollen jederzeit zeigen, was sind die wissenschaftlichen Daten dahinter und auf welcher Datengrundlage bauen wir das auf. Und wir sind auch immer wieder, es ist notwendig, unsere Daten zu korrigieren und das Modell weiterzuentwickeln. Also das ist keine statische Geschichte, sondern Wissenschaft und Forschung ist ein Prozess. Vieles von dem, was wir heute da gesagt haben, kann sich in 5 Jahren weiterentwickeln. Na, wird sich weiterentwickelt haben, einiges wird sich verändert haben. Bei einigen werden wir gescheiter sein, bei manchen Sachen werden wir draufkommen und sagen, bist du deppert, da waren wir am richtigen Weg. Also ja, Forschung ist ein Prozess, wir haben es bereits mehrfach angesprochen, der Prozess geht nächste Woche da oben weiter, die Sanierung, du bist morgen um 6 wieder im Bergwerk, da geht das Sanierungsprojekt weiter. Genau. Das heißt, wir stecken mittendrinnen, und die Forschung und Vermittlung in Hallstatt geht so schnell momentan, dass es wirklich ja, schon stressig ist, da dabei zu bleiben und ja, mitzurennen. Wir geben den Takt natürlich schon mit auch vor, aber die technische Entwicklung ist derartig rasant, dass wir mit Sicherheit in 3-4 Jahren Visualisierungen und Vermittlungstechniken haben, wo wir jetzt gerade erst beim Anfangen sind und beim Andenken sind. Genau das Gleiche haben wir in der Forschung. Kerstin Koberik hat es zuerst angesprochen. Die naturwissenschaftlichen Techniken, um die Seekernschichten, Seeschlammschichten zu analysieren, die sind momentan so rasant. Wir werden diese Proben, die wir hoffentlich ab übernächster Woche ziehen, in wenigen Jahren mit Techniken analysieren, die gibt es jetzt noch gar nicht. Die sind jetzt gerade in der Entwicklung. Also wir leben in einer unheimlich spannenden Zeit. Aber gerade in so Umbruchszeiten oder in so schnellen Zeiten ist es wichtig, eben zu wissen, wo kommen wir her? Was ist der Weg bis dahin, wo wir jetzt stehen? Und da sind wir schon auch ein Teil unserer Mission. Wenn wir die Daten, die du jetzt von der wissenschaftlichen Seite vorgestellt hast, die Daten zum Bergbau, die Daten zu den Funden, die dienen dann wirklich als Basis für unsere Vermittlungsgeschichten. Und mit diesen Vermittlungsgeschichten wollen wir schon ganze ja, Lebenswelten, ganze Strukturen, ganze Systeme präsentieren. Also wir wollen das System Bergbau-Industrielandschaft transportieren und verständlich machen.
eben mit seinen ganzen Herausforderungen, mit Ressourcenverknappung, mit Transport, mit Ernährung und so weiter. Das heißt, Hallstatt sehen wir als Modellregion und das ist aber eben aufbauend auf den Daten, die du erarbeitet hast. Das Spannende ist natürlich, erst wenn man vor der Herausforderung steht, etwas zu visualisieren, stellt man sich selbst oft dann spezielle Fragen, sieht spezielle Zusammenhänge dann besser, wenn man sich sozusagen der Herausforderung stellen muss. Absolut. Und erst wenn man sich, also für andere das visualisiert, hat man dann oft einmal, so kommt es mir vor, selber einen besseren Ein- und Überblick, wo man aktuell steht. Ja, absolut. Das ist eine totale Entwicklung für uns genauso. Das Gleiche haben wir schon vor etlichen Jahren gehabt mit den Computersimulationen, wo dann plötzlich Fragen aufgetaucht sind. Also bei einer Computersimulation gibt es nur Ja oder Nein, da musst du eine Entscheidung treffen. Also Computersimulation kennt kein Konjunktiv, genauso wie eine 3D-Darstellung. Da gibt es zwei Sachen, die man nicht sagen muss, aber entweder man zeichnet es oder es ist nicht da. Und da kann man nicht herumlavieren, könnte schon sein, muss aber nicht, weiß ich nicht. Vor dem Problem stehst du ja sehr oft bei den Rekonstruktionen. Und ja, aber was wir jetzt mit den Daten machen, werden wir jetzt gleich sagen. Wir haben das große Glück, Harald Bernkopf hat es bei der Einleitung gesagt, wir sind da eingebettet in ein System und auch Kurt Reiter, Geschäftsführer, hat es erwähnt, eben mit Vermittlungsteams, mit Visualisierungsteams und wir haben zwei unheimlich tolle 3D-Grafiker mit an Bord, die eben unsere Daten dann zu unheimlich tollen Bildern umsetzen. Und jetzt würden wir einsteigen und unseren ersten Trailer, also bei der VR ist es kein Trailer, die VR läuft bereits. Wir haben eben da oben diesen speziellen VIP-Raum, wo man wirklich in das Leben, in das Arbeiten vor 3000 Jahren eintauchen kann. Du hast sehr eindrücklich gezeigt, wie eng unsere Forschungsstollen sind, aber das sind eben Stollen, die nur durch, also es sind enge Stollen, die durch ursprünglich riesengroße Bereiche gehen. Und man kriegt einfach nie in diesem Bergbau da oben ein Gefühl für die Dimension des bronzezeitlichen und des eisenzeitlichen Betriebs. Geht einfach nicht, ja, weil wir stehen in engen Stollen und man kann tausendmal erklären, ursprünglich war das 60 Meter lang und 15 Meter hoch, man spürt es einfach nicht. Und das war der Grund, warum wir vor etlichen Jahren gesagt haben, wir wollen dieses Feeling transportieren, wir wollen wirklich ein Bild von diesem Bergbau an die Interessierten weitergeben. Und da war dann die Wahl, die VR. Und es ist jetzt schon möglich, dass man wirklich in unserem VIP-Raum mit der Brille dann sich in diesem Raum steht und die Dimension einfach spüren kann. In der Stadt wird man sich wirklich klar über die Ausmaße eigentlich. Absolut. Und das alles, also diese riesigen Kammern sind dann mit dem Werkzeug produziert. Das heißt, Kammern, wo 6-stöckige Häuser problemlos reinpassen würden und dann steht man mit so einem Pickel drinnen und denkt sich, Alter, wie geht das alles? Opa. Und ja, und das ist eben auch das Spannende an der Vermittlung und ja, ich glaube, jetzt steigen wir kurz in die VR ein. Ilja und Josef haben einen Kurzfilm vorbereitet und der startet eben mit der VR, die schauen wir uns jetzt an und dann der nächste Schritt wäre dann schon der Ausblick, wo können wir uns vorstellen, dass wir mit der Vermittlung hingehen und ja, wo wir in ein paar Jahren vielleicht sein können. Okay, super. Ja, wir freuen uns, dass wir heute die Hallstatt VR und weitere Entwicklungen rund um Hallstatt digital vorstellen dürfen. Wir, das sind der Josef Brenner mit dem Schwerpunkt Programmierung und ich, Elias Lama, mit dem Schwerpunkt Grafik und 3D-Animation. Gleichzeitig sind wir auch die Softwareentwickler der VR und auch von den weiteren Prototypen, die wir heute vorstellen werden. Ja, da schließe ich gleich an. Also es gibt eben noch einige Sachen in der Pipeline. Da bewegt sich momentan sehr viel. Und das würden wir Ihnen gerne zeigen, wie Sie davon partizipieren und auch profitieren können. Ja, und da wir unser Kommentar aus einem Online-Meeting heraus aufnehmen müssen, bitten wir Sie, die Audioqualität zu entschuldigen. Aber ich denke, es funktioniert ganz gut. Ja, und außerdem können Sie unter dem unten eingeblendeten Link alle Videos in voller Länge noch einmal anschauen, wenn Sie da Interesse haben. So, und wir starten jetzt gleich direkt mit der Hallstatt VR. Die Hallstatt VR-Installation ist mit dem NRM und Xenomedia für die Salzwelten Hallstatt produziert worden und mit den Archäologen rund um Hans Reschreiter
haben wir dann ausgehend von den Daten, die uns das NRM zur Verfügung gestellt hat, das bronzezeitliche Bergwerk entwickelt mit 21 Charakteren und haben da zwei Minigames integriert. Also die WA ist quasi auf historischen Fakten basierendes Computerspiel. Da sieht man zum Beispiel gerade den Cinematic Trailer, die ganzen Materialien und Texturen und Objekte sind quasi per Hand individuell erstellt, so wie der Boden und die Wände aus speziellen Shader Trees haben wir versucht, wirklich genau das anzufertigen, wie es in der Realität auch ist. Hier, das ist eine Qualität von vor 2 Jahren. Inzwischen ist ja einfach schon noch mehr möglich. Ne? Also die ganze Technik entwickelt sich ja so extrem schnell, ja, Ilja. Mhm. Und wir haben ja inzwischen schon ganz andere Möglichkeiten, das visuell umzusetzen. Genau, also man muss ja dazu sagen, dass das alles, was man da sieht, jetzt Echtzeit ist. Also es sind keine Renderings, sondern es ist wirklich direkt aus der Engine. Das ist quasi das, was man in VR auch sieht. Ja. Also es ist aus der Real-Time-Engine ausgegeben. So, und da kommen wir jetzt zum Live-Capture. Da sieht man jetzt wirklich die Spielerperspektive, der jetzt gerade das Spiel spielt. Ich glaube, das ist der Forscher. Das muss der Forscher sein. Da habe ich dieses Forscher. Die Wärmekamera gesehen. Genau, und der kann sich da im Bergwerk frei mit Teleportation bewegen, wie man das eh kennt von VR-Experiences. Muss quasi die Artefakte einsammeln. Ja, da sieht man, dass das alles bewegt ist und die Charaktere arbeiten. Und da geht er jetzt zum Beispiel zum Schinkeneck und muss den einscannen, um sein erstes Artefakt zu sammeln. Genau. Wenn er das tut, bekommt er dann eben die Informationen und den geschichtlichen Background dazu vermittelt. Ziel dieses Erlebnisses war eben, spielerisch zu entdecken. Man hatte ein Ziel, sich da unten zu bewegen. Man staunt nicht nur, sondern man hat auch ein Ziel vor Augen, um diese ganze unterirdische Welt mit anderen Augen noch neugieriger zu durchsuchen. Weiter zum digitalen. Ja, mit der VR haben wir, glaube ich, wirklich schon ein unheimlich tolles Werkzeug, mit dem man sich eine Vorstellung machen kann, was da in Hallstatt wirklich vor 3000 Jahren los war. Wir wollen diese VR ausbauen und wir können uns da unheimlich viel noch vorstellen. Wenn man da ausschaut, kann man sich jetzt nicht denken, dass da mal der riesige Dachsteingletscher drinnen gelegen ist am Ende der letzten Eiszeit. Also wir arbeiten auch schon mit Geologen zusammen, die zeichnen schon die ersten Bilder. Wenn man zum Beispiel jetzt am Rudolfsturm umsteht, man setzt die Brüllen auf und dann sieht man, wie der Gletscher da runterfällt und der ganze See bis fast auf die halbe Hechen auf ist mit Eis voll. Das heißt, wir konnten uns auch vorstellen, dass man das, was wir jetzt im See erforschen, seit der letzten Eiszeit, dass man das auch mit der Brüllen anschaut und dann Zeitraffer hat und man fängt in der Eiszeit an, das Eis schmilzt, der See liegt komplett blank da aus Felsmulden und dann wird das erste Wasser eingeschwappt. Die ersten Pflanzen kommen, bis wir halt irgendwann da selber sind. Gut, aber das Ganze ersetzt natürlich keinen Besuch. Also ich kann nur alle ermutigen, uns zu besuchen und auch im Sommer bei der archäologischen, prähistorischen
Expedition teilzunehmen. Ja. Es gibt da schon sehr viele Sachen, also die VR, das ist jetzt keine Animation, sondern die gibt's und die können wir bereits nutzen. Absolut, ja. Aber da geht sicher die Reise weiter. Und absolut. Die Reise soll weitergehen, ja, wir haben da einiges an Ideen, jetzt schon angesprochen, digitales Fernrohr vom Rudolfsturm oben, also wir wollen einfach digitales Fernrohr vom Rudolfsturm oben, also wir wollen sagen, was ist da alles in der Landschaft versteckt. Wenn man oben steht, man sieht eine wunderschöne Landschaft, aber man kriegt nicht mit, was da wirklich, ja, was im See los ist, was in die Moore los ist, was im Bergwerk los ist. Wir wollen einen Röntgenblick ins Bergwerk reinzeigen, dass man den modernen Bergbau sieht mit der großen Fräsen, die sich gerade durch den Berg arbeitet und so weiter. Also genau, bei all der Schönheit der Natur, die älteste Industrielandschaft der Welt, die noch in Betrieb ist, genau. Das alles hier bei uns in Hallstatt. Ja, ja. Also wir sehen die ganze, oder einen Teil der, also die VR zum Beispiel hat die Möglichkeit, das, was man nicht erst spüren kann, dass man das vermitteln kann. Das, was jetzt als nächstes kommen könnte, das ist ein virtuelles Museum. Das ist aber wiederum eine Möglichkeit, dieses Museum kann man auf der ganzen Welt anschauen, aber wir glauben, dass das Museum so aufgebaut sein kann, dass es wirklich triggert, dass man sich dann das Original anschaut. Also wir sehen das nicht als Konkurrenz zum Original Hallstatt oder als Konkurrenz zu einem Museum in Hallstatt oder in Wien, sondern oder in Linz, wir sehen das als Erweiterung und Ergänzung. Wir haben unheimliche Möglichkeiten mit den digitalen Daten, aber ich glaube, dass einfach der Reiz des Originals vorhanden bleibt und der sogar noch stärker wird, weil mit virtuell sind wir eh schon übersättigt. Ich glaube, dass das Original mehr ziehen wird. Absolut, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, dass man die Daten gut nutzt, die es ja hier en masse hat. Und die Daten, die wir jetzt, eben die Daten vom Daniel, die 3D-Daten, die Funde in 3D, die wir haben, die können als nächster Schritt in ein virtuelles Museum einfließen. Auch da gibt es schon Projektstudien, da sind wir gerade am Vorbereiten. Ich glaube, das wäre unheimlich spannend, das zu machen, weil da können wir zeigen, wie Forschung funktioniert. Seit Corona hat Forschung wieder einen anderen Stellenwert gekriegt. Momentan sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja, wieder oft in den Medien, weil sie sagen, wie sie arbeiten, wie Forschung funktioniert. Und genau das können wir auch in Hallstatt transportieren. Ich glaube, es gibt wenige Plätze, wo derartig interdisziplinäre Forschung passiert und genau dieses Forschungsnetzwerk, wie die Daten zueinander spielen, wie das alles miteinander zusammenhängt, diese Möglichkeiten hätten wir im digitalen Museum und da siege einiges an Potenzial. Aber da könnten wir uns kurz an... Wie ich dich kenne, hast du was vorbereitet? Ja, genau. In dem Fall nicht ich, sondern der Ilja und der Peter, Josef haben was vorbereitet. Und genau, also Ilja Slama und Josef Brenner. Genau. Zeichnen immer auch verantwortlich für die VR im Knappenhaus. Mhm. Und jetzt sehen wir, glaube ich, eine kurze Videoeinspielung. Genau, das wäre jetzt eine Pilotstudie, wie ein virtuelles Museum ausschauen könnte. Und also ich glaube, es macht einfach unheimlich Spaß, da durchzugehen. Schauen wir uns das kurz an. Museum. Das digitale Museum ist quasi ein Rahmen, der die Daten der Archäologen und die entstandenen Entwicklungen der VR und die möglichen Entwicklungen vom Game oder der Landscape vereint und den Besuchern digital zugänglich macht. So, da sieht man jetzt zum Beispiel die Windows-Version, die ist komplett interaktiv, alles 3D. Wir sind jetzt da im quasi Zoom-Modus, da kann man dann die Hotspots auswählen und zoomt dann in den Bereich, wo sich die Ausstellungsstücke befinden. Da gibt es Zoom-Points wie da, wo man dann die Artefakte genau unter die Lupe nehmen kann. Infos werden dann auch dazu eingeblendet, was jetzt noch nicht vorhanden ist. Sieht man, aber das ist einmal so eine Grundnavigation, die auch für ungeübte Besucher das leicht ermöglichen soll, dass sie leicht zu allen Artefakten kommen und quasi nur mit Zoom-Funktionen dann eine schwierige 3D-Navigation ausführen. Dann kann man Fokuspunkte aufmachen und sich das Objekt wirklich dann genau im Detail anschauen und drehen. Kann man auch Infos, Animationen dazu einblenden. Es ist da natürlich alles möglich. In der Windows-Version ist grundsätzlich animationstechnisch sowieso fast alles möglich. So, dann gibt es auch wirklich ganze Teilbereiche, wo man sich jetzt auch vorstellen könnte, dass da Charakteranimationen dabei sind
und man wirklich sieht, wie jemand die Kurbel bedient, das ist dann natürlich auch toll, oder dass das interaktiv sogar gestaltet, wo der Besucher dann was tun kann. Sieht man die Texte, die vorne auf den Tafeln sind, die sollten dann in Zukunft quasi durch Audiokommentar anhörbar sein, und genauso die Videos. Also wenn man dann drauf geht, hört man den Sound vom Video. Ja, genau. Da sieht man den Pickler, dahinter die Zeichnungen, auch aus einer Hallstatt-Produktion, Zeichnungen von Philippe Saint-Jean, die auch in einer Animation in den Salzwelten zu sehen sind. Genau, ein Pickler aus der VR, wie gesagt, also das eine gute Möglichkeit, dass man das ganze Content vereint. Da das archäologische Bergwerk, also das Bergwerk der Forscher, also die Daten des NHM, das ist wirklich alles zusammengefasst. So, und jetzt gehen wir in den Free Mode. Und im Free Mode kann man quasi als wie ein normaler Besucher da rumlaufen, könnte theoretisch, wenn man es wirklich interaktiv gestalten würde und man auch Dinge benutzen kann, das heißt, dass man zum Beispiel so möglicherweise ein Artefakt nehmen kann, benutzt, oder dort der 3D-Charakter steht, der zeigt, wie es funktioniert. Das sind alles Informationen, die dann zusätzlich dazu eingeblendet werden sollen, die das Ganze dann natürlich sinnvoll und interessant machen. Grundsätzlich funktioniert das Museum von der Navigation über Maustastatur, aber auch über Touch-Eingabe, das heißt Smartphone, Tablets, und ist dadurch natürlich auch super geeignet für Installationen auf Touchscreens in den Erlebniswelten selbst. Auch möglich wäre, wenn Leute sich dann das runterladen und installieren, die wirklich auch über einen Multiplayer-Server miteinander verbinden, die sehen sich dann gegenseitig. Man könnte da drin einen Vortrag machen oder eine Führung machen für eine Schulklasse, oder man könnte mit ihnen wirklich in die digitale Landschaft hineingehen, und das wäre natürlich eine sehr tolle und faszinierende Sache. Und jetzt die Möglichkeit, da sieht man es schon, quasi durch, wir nennen es, ein Portal zu gehen, das kann, wo man sich dann wirklich in einer anderen Welt befindet. Das heißt, könnte die Landschaft sein, in dem Fall ist es jetzt gestaltet in der Mitte des Raumes. Man kann direkt ins Bergwerk runtergehen, und der Plan ist dann eben, dass da wirklich der ganze Arbeitsablauf drinnen ist. Das Bergwerk ist jetzt nur bunt, das ist alles in einer Arbeitsphase, wie gesagt, das ist ein Prototyp. Und aber final ist es so gedacht, dass man ins richtige Bergwerk runtergeht, dort auch noch Informationen beziehen kann, also dort auch alle Infos gibt und es dann wirklich sieht, wie das in der Realität wie das damals war. Genau. Quasi online funktioniert das Ganze auch. Online funktioniert es ein bisschen anders, aber auch interessant. Das heißt, online können wir dann geben wir genau dasselbe aus halt als Panorama Points, das heißt, das ist alles drehbar, wie auch im echten Bergwerk. Man läuft halt nicht, man kann sich aber trotzdem überall hin bewegen, alles anschauen, dieselben Infos beziehen. Und man hat dann auch die Möglichkeit, die Animationen und wirklich größere, aufwendigere Szenen dann in den Fokuspunkten abzurufen. Da ist dann auch wirklich viel möglich, auch online. Ja, und wir kommen jetzt zum dritten und sehr, sehr beeindruckend, was man da zu sehen bekommt, wohin die Reise gehen könnte, welche Möglichkeiten das gibt. Also das ist schon... Ja, schauen wir mal, ob wir es realisieren können, aber es ist ein unheimlich flexibles Medium, und da könnte man wirklich Forschung in allen seinen Facetten zeigen. Und wir haben gesehen in diesem Showroom, da sind Videos und alles Mögliche eingespielt. Das heißt, wir konnten da wirklich eine Vernetzung von unterschiedlichen Forschungseinrichtungen zeigen und einfach das ganze Forschungsnetzwerk, das dieses Welterbe sichtbar macht, irgendwie transportieren. Also da wäre viel denkbar, eben Live-Schaltungen in andere Museen, Live-Schaltungen in Labore. Michi Strasser hat es erst angesprochen, sie haben diese riesengroßen Bohrkernscanner in Innsbruck. Das ist eine Maschine, die kann was, also die passt da knapp einer. Also dann könnte man auf diesen Monitor, man klickt drauf und dann steht man in diesem Bohrkernscanner und kriegt dann wirklich hautnah mit, wie Forschung funktioniert, könnte dann in andere Labore eintauchen. Man könnte mit diesem virtuellen Museum in Bereiche gehen, wo man sonst als Normalsterblicher einfach nie hinkommt. Also wirklich Hintergrundinfos und
ein Bild von Forschung kriegen. Spannend, und die Daten sind alle da. Die Daten sind da. Die Präsentation wird auch immer besser werden in den nächsten Jahren. Absolut, ja. Mhm. Weil wirklich sehr beeindruckend, was jetzt schon möglich ist. Oh ja, ja. Na, und wir können uns noch was vorstellen. Bitte. Das wäre jetzt, glaube ich, Infotainment vom Feinsten. Auch das kommt aus der Feder, sagt man Feder, wenn man am Keyboard sitzt, weiß ich jetzt nicht, vom Ilja und vom Josef. Die beiden haben auch schon ein Hallstatt Game konzipiert. Da wollen wir die Gruppe ansprechen, die eben unheimlich gern gamet. Wir sehen, dass Gamen total zunimmt. Und wir hätten die Möglichkeit, wirklich auf unseren wissenschaftlichen Daten ein Game aufzubauen. Also das wäre kein Game, das in einer Traumwelt oder fiktiven Welt spielt, sondern das wäre ein Game, das die wissenschaftlichen Daten, die wir jetzt die letzten zwei Stunden gesagt haben, als Basis haben. Also Minecraft, aber dann auf Hallstatt. Und auch da gibt es schon eine Vorstudie. Und also das wäre was, wo wir uns wirklich auch sehr viel vorstellen könnten, dass man zum Beispiel mit Schulklassen arbeitet und die dann über dieses Medium da in historische Forschung, aber eben auch in diese Netzwerke und Hallstatt Modellregion reinbringt. Das ist, glaube ich, auch ein Herzensprojekt von Ilias Lammer und Josef Brenner. Auf jeden wenn Fall. Wenn ich das richtig verstehe. Genau. Mhm. Und wir haben da auch wieder was vorbereitet. Ja, schauen wir es uns an. Und unserem letzten Punkt, dem Game. Genau, also das Hallstatt Game. Wir nennen es im Arbeitstitel Hallstatt Culture. Ist, kann man sagen, unser Herzensprojekt. Ja. Wir zeigen das nun anhand von einem ersten Prototypen, den haben wir in erster Linie zu Präsentationszwecken gebaut, damit wir vielleicht auch für dieses Projekt eines Tages Förderer finden und die Sache auf Schiene bringen, weil wir finden, dass es ein super Potenzial hat mit der Thematik, mit der Landschaft, mit allem, mit dem Bergbau, wirklich toll. Ja. Und Hallstatt Culture ist in unserem Konzept im Moment quasi ein Open-World-Wirtschaftssimulator von der Steinzeit in die Eisenzeit. Und gleichzeitig ist es aber ein 16x16 Kilometer großes Outdoor-Museum. Es spielt in der Originallandschaft von Hallstatt und es basiert auf den Erkenntnissen der Archäologen. Man lebt sich in die Gesellschaft ein und gestaltet den Bergbau und den Aufbau der Kultur aktiv mit. Ja, so ist der Plan. Man entwickelt seinen Charakter und man muss in der rauen Natur zurechtkommen und die Sitten und Gebräuche muss man lernen. Ja. Das momentane Konzept ist also quasi ein spannendes Game, das aber der Geschichte und dem Lernen wirklich viel Raum gibt und eigentlich die Eigenschaften auch eines Simulators hat, ja, der nicht umsonst auch wirklich beliebt ist bei Spielern, ja, weil man der Realität sehr nah ist, ja, und auch wirklich was lernt. Ja, und das ist quasi die Grundidee hinter dem Ganzen. Dieses Erleben eben erweitert werden kann über jetzt einen Museumsbesuch hinaus. Man ist jetzt hier in der Landschaft, kann die, wie dieser Charakter hier laufend erkunden. Und auf der linken Seite haben wir gerade so bronzezeitliche Bauten gesehen. Dann gibt es genau. Da sieht man schon einen ersten NPC. Also es ist quasi wirklich jetzt auf der auch computergesteuerte Charaktere da drinnen, mit denen man dann interagieren kann. Und diverse Artefakte, die hier wirklich im Kontext dann aufscheinen. Ne? Nicht mehr nur als Gegenstand auf einem Podest im Museum, sondern wo wurde der verwendet, in welchem Kontext steht der. Natürlich gibt es auch Tiere. Und dieses ganze Spiel dient eben dazu, das alles nochmal im Zusammenhang zu stehen. Das ist der eine Aspekt, zu sagen, okay, man versteht den Zusammenhang. Der andere Aspekt ist natürlich, dass es auch viel Spaß macht, sowas spielerisch zu entdecken. Ja.
Ja, und an der Stelle kommen wir auch schon zum Ende und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, unter dem eingeblendeten Link können Sie jederzeit nochmal auf die Videos zugreifen. Danke. Ja, also da könnte man uns vorstellen, dass die Reise hingeht. Der GEMA ist da gerade die Salzburg da runtergegangen und ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und ja, wie wir bereits mehrfach geredet haben, ja, unser Weg ist, geht natürlich nur nach vorn, das ist klar, aber dass man den Weg Forschung parallel geht und gleichzeitig geht mit dem Weg Vermittlung, das ist einfach nur in dieser Struktur irgendwie möglich. Und das Ganze eingebettet noch in einen aktiven Bergbau. Also derartig enge Verzahnung von Forschung, von Tourismus und von Industrie, ich glaube, das gibt es nicht sehr oft. Ich verwende jetzt kein Superlativ. Bitte, ich glaube, die Zuschauer warten schon drauf. Nein, also es macht einfach Spaß, in diesem Netzwerk zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre, dass wir das Welterbe weiter transportieren, weiter erforschen. Und ja, nächstes Jahr feiern wir 25 Jahre Welterbe Hallstatt. Nächstes Jahr haben wir Jubiläum. Wir haben ein zweites Jubiläum. Nächstes Jahr ist 50 Jahre UNESCO-Kommission. Also ich glaube, nächstes Jahr werden wir dann 3 Stunden länger dastehen. Nein, also nächstes Jahr haben wir neue Daten. Da gibt es die ersten Daten aus dem See. Und schauen wir mal, mit der Vermittlung sind wir wahrscheinlich auch schon einen Schritt weiter. Also ja, ich freue mich auf den Welterbetag nächstes Jahr. Und schauen wir, wo wir dann stehen. Ich würde auch sagen, Hans, vielen Dank. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht und es schreit fast nach Wiederholung. Und vielleicht hat man auch gesehen, also der heutige Tag unter dem Motto UNESCO Welterbe ist mehr als ein Urlaubsfoto. Und ich glaube, durch das Programm haben wir das deutlich zeigen können, einen kleinen Einblick zu geben hier in die umfangreichen Arbeiten, die passieren. Zum Schluss der Sendung möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Land Oberösterreich, beim Bundesdenkmalamt, bei der Saline Austria AG, beim Naturhistorischen Museum Wien, beim Welterbemuseum in Hallstatt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Die österreichische UNESCO-Kommission, natürlich herzliche Grüße nach Wien und vielen Dank. Technik möchte ich mich bedanken bei der Firma Y-Dream Production aus dem Salzkammergut. Und die haben wirklich, glaube ich, gute Nerven bewiesen mit uns in der letzten Woche. Und mein besonderer Dank gilt auch Gerald Angerer von den Salzwelten, der unser Regisseur und Troubleshooter war. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für Ihr Interesse. UNESCO Welterbe ist mehr als nur ein Urlaubsfoto. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Vielen Dank und Glück auf. Glück auf.